schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur 63. Ausgabe des Plankenschnacks mit folgenden Gesichtern. Hi. Ahoi. Hallo, grüßt euch. Hallo. Wir haben heute mal wieder jemanden, der nicht irgend so ein Influencer ist. Auf eine gewisse Art und Weise ist er schon ein Influencer. Aber jetzt ist die Frage, wo? Kai, vielleicht möchtest du dich ganz kurz vorstellen, damit wir richtig hart reingrätschen. Gerne, grüßt euch. Ich bin Kai Rosenkranz, ich bin Komponist in der Spielebranche, mache Musik und Sounddesign für Spiele und habe jetzt auch mit dem Twitchen angefangen. Das heißt, ich habe schon so einen halben kleinen Zeh in der Streamer-Tür sozusagen und freue mich, heute hier zu sein. Danke sehr für die Einladung. Das war schön, jetzt dass du da sein schnell. Kannst. Ja, eine ganz bescheidene Einführung. Den Rest überlasse ich euch. Was soll ich denn noch erzählen? Ja, weiß nicht. Wofür hast du denn schon ein Spiel, also wofür hast du schon was gemacht? Gut, dass du fragst. Also ich habe angefangen 1998 bei der Firma Piranha Bytes, ein Rollenspielstudio aus dem Ruhrgebiet hier, und habe Musik für Gothic 1 gemacht. Bin dann 12 Jahre lang bei Piranha Bytes geblieben, habe die Gothic-Serie komplett mitgemacht, also Gothic 1 bis 3. Und dann noch Risen 1, jeweils Musik und Sound und noch hinter den Kulissen so ein bisschen Grafikdesign, Toolprogrammierung und ein paar andere kleine Aufgaben. Habe mich dann mit einer eigenen Firma selbstständig gemacht, der Firma Nevigo. Da war es was ganz anderes, was wir gemacht haben. Wir haben Tools und Technologie für die Games-Branche gemacht, einfach quasi mein Programmierer-Hobby noch mal ein bisschen ausleben können und habe jetzt 2016, glaube ich, wieder angefangen mit der Games-Musik. Da ist jetzt das erste schon veröffentlichte Spiel The Long Journey Home, das jetzt wieder Musik und Sounddesign von mir hat. Und dieses Jahr kommen dann jetzt noch Pizza Connection 3 in wenigen Tagen raus. Da ist die Musik mit einem Komponisten-Trio entstanden, da war ich einer von den dreien. Und Aquanox Deep Descent und noch zwei oder drei weitere, jetzt noch nicht angekündigte Titel. Das war die etwas ausführlichere Variante. Also hast du schon ordentlich mal dein Willi quasi, deine Unterschrift gegeben bei einigen Spielen, ja? Genau, richtig. Also das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund, warum man einen Komponisten oder generell Musik ins Spiel einbaut, dass die nochmal so eine emotionale Ebene bekommt. Und ich fasse mich selber als sehr emotionsgetriebenen Komponisten auf. Das heißt, wenn es Spiele sind, die Wert darauf legen, dass man auch eine gewisse Stimmung oder eine gewisse Emotion bekommt beim Spielen, dann gebe ich da gerne meine Unterschrift drunter. Schön. Jetzt kommt die Standardfrage. Wie waren die letzten zwei Wochen? Geht die an jeden? Also soll ich anfangen? Die geht an jeden. Die geht an jeden. Okay, ja. Dann fang du doch an, Sally. Oh, ladies first. Ein ja, Gast, der mitdenkt. Warte ich mal, hab, du bist da oben, oder? Ja, glaube. Ja. Ich habe Hop gespielt, ein Plattformer-Adventure, der mir am Anfang nicht gefallen hat, weil es mir zu stark geruckelt hat, aber ich habe es in 4 Tagen dann doch durchgespielt. Das war sehr schön. Und dann habe ich Rhyme gespielt. Oh, so schön. Ich sage gar nichts zu Rhyme. Außer spielt es. Hast du geweint? Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Du wärst nicht die Erste, Sally. Da brauchst du dich nicht für schämen. Ich glaube, man muss sich eher dafür schämen. Und dann kam Pandora noch. Meine Katze kam zum Trösten. Da habe ich meine Katze so genommen, geflauscht und die Tränen sind gelaufen. Ein unglaublich tolles Spiel. Ich will gar nichts großartig zu Rhyme sagen, weil ich habe nicht gewusst, um was es geht. Und hätte das auch nicht erwartet. Ein tolles Spiel. Und den Rest habe ich wie ein Marienkäfer auf dem Rücken gelegen und habe nichts gemacht. Aber darf ich noch mal ganz kurz eine Rückfrage stellen, Sally? Würdest du sagen, dass diese starke emotionale Wirkung des Spiels auch daher kommt, dass es diesen fantastischen Soundtrack hat? Unglaublich. Ja, ne? Ja. Das also ist das, was ich gerade meinte, ja. Ich reagiere sehr auf, ich habe The Last Day of June gespielt, The Last Day June, wo ja überhaupt nicht gesprochen wird, wo alles nur bildlich und musikalisch, und das war auch so großartig, und ich lasse mich halt da, ich steigere mich da sehr rein und lasse mich da auch unglaublich treiben und bin dann auch ein Häufchen Elend, also ich lasse meinen Tränen da freien Lauf. Das ist gut. Ist großartig, ja. Also es war echt schön. Das habe ich die 2 Wochen gemacht, ja, und ansonsten
habe ich mir einen Nerv geklemmt und liege da und genieße und konsumiere Streams. Und gestern habe ich bei meinem ersten Pen und Paper mitgemacht. Was für ein System? Mit einem Dizzy zusammen. Und das war großartig. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, ich habe sehr gelacht und es war sehr schön. Das hattet ihr auch gestreamt, ne? Ja. Ja. Ja gut, dann da habe ich schon von gehört. War das erste Mal und war sehr nervös, ob man das überhaupt so verkörpern kann, ohne dass man etwas sieht. Ne? Allein durch Erzählen finde ich auch mal eine ganz neue Seite. Fand ich sehr gut, hat mir Spaß gemacht. Ja, das waren meine 2 Wochen. Und Slabby, was hast und du? Was hast du gemacht? Und Und du? du? Und du? Ich habe ein paar interessante Spiele gespielt. Vor allen Dingen eines meiner Lieblingsspiele mit My Summer Car. Ich hatte irgendwie Lust, vor einer Woche oder 2 Wochen mal wieder was zu spielen, wo ich einfach nur Musik beihören kann. Meine Playlists, die Spaß-Playlists und so. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Spiel mittlerweile ein paar Updates bekommen hat. Und hab's mal wieder reingeworfen. Und es war kein Fehler. Es hat mir wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt gerade noch mittendrin. Mehr oder weniger ich habe noch keinen TÜV und so, aber ich glaube, so langsam kriege ich einen TÜV und dann kann es weitergehen. Ansonsten habe ich House Flipper gespielt, bei dem ich gehofft hatte, dass es mich so abholt wie My Summer Car, aber es ist noch in so einem frühen Stadium, dass ich das noch nicht sagen kann, leider. Ich hoffe aber, dass es Für mich besser als wird. Zuschauer voll abgeholt. Ja, House Flipper hat mich voll abgeholt Ja. zum Zuschauen. Finde ich großartig. Also ich hoffe, es bringt noch ein paar Sachen mit, wenn es dann tatsächlich mal erscheint oder im Early Access dann halt ist und besser wird und Updates bekommt. Ich meine, My Summer Car, gut, war schon, da konnte man auch schon das Auto zusammenbauen ganz am Anfang. Das heißt, der Spaß war auch da, aber das ist ja auch gewachsen. Und ich hoffe, dass es jetzt in House Flipper auch genauso passiert. Momentan ist es nur mehr so ein Gerüst für das Spiel. Die Spielidee ist da und sie ist ganz witzig. Aber das Gefühl von Progress, dass ich halt wirklich diesen Progress mache, der fehlt mir noch so ein bisschen. Man hat am Anfang halt noch viel zu viel Geld, was sie wahrscheinlich extra gemacht haben, damit man als Reviewer sofort halt eine Idee bekommt für das Spiel. Aber ich als Spieler, der wirklich dieses Spielgefühl haben möchte, mich holt es noch nicht so ganz ab. Aber das macht zumindest schon mal einigermaßen Spaß. Also ich hätte nicht gedacht, dass in Häuser reinkommen, Müll entfernen, Wände anmalen und vor allen Dingen einreißen halt so viel Spaß machen können, wie es tatsächlich gemacht hat. Also das kommt schon ganz gut, ja. Man musste nur ein bisschen viel streichen, finde ich. Ja, genau, das Streichen ist so das Problem. Hey, can you please paint 6 rooms? Ja, Nee. und dann als letztes Spiel habe ich mir Surviving Mars gestern. Gestern? Nee, vorgestern angeguckt. Hat auch noch ein paar Kinderkrankheiten, finde ich. Könnte auch noch ein bisschen nachgefeilt werden. Aber der zweite Playthrough hat mir dann doch schon ein bisschen mehr Spaß gemacht halt als der erste. Von daher. Aber ich bin sowieso nicht so der Strategie-Fan, Aufbaustrategie und sowas. Ich hatte gehofft, dass es ein bisschen mehr in die Spaß-Strategie-Ecke geht. Hier geht es doch mehr in die Survival-Strategie-Ecke. Also, da haben sie sich so. Ich weiß nicht, ob sie wirklich sich was genommen haben von They Are Billions und so, und solchen ähnlichen Spielen. Oder RimWorld habe ich da auch viel drin gesehen. Aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Und ja. Ganz interessant, nur Micromanagement ist schwierig, weil die Steuerung noch sehr, sehr buggy ist, finde ich. Also Was denn? Leute umziehen lassen, einzelne Leute auswählen. Ich weiß nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Irgendjemand meinte auch, und da hat er auch recht gehabt, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nur Geologen auswählen kann und eine riesengroße Zivilisation da schon habe, kann ich nicht machen. Ich muss jeden einzelnen Bewohner durchklicken, bis ich halt alle Geologen halt ausgewählt habe und habe umziehen lassen. Das ist super umständlich. Wenn man wirklich auf einem hohen Level spielen möchte. Da könnten sie dann noch ein bisschen dran arbeiten. Das stimmt, aber man kann auch einfach den Kuppeln das zuweisen, dass dann nur Geologen einziehen und dann gehen die da alle hin. Ja, Also okay, das das ist passiert dann. über die Zeit sowieso. Ja, über die Zeit. Aber bis dahin habe ich ja schon eine riesengroße Map und ne, muss halt woanders noch verbessern und so. Also.
Aber gut, also mir hat es auf jeden Fall definitiv Spaß gemacht und ich denke, ich werde es auch noch ein paar Mal spielen. Das Surviving Mars. Ja, und das waren meine letzten 2 Wochen. Bei dir so? Ja, ähnlich. Ich habe auch mein Summer Car gespielt, auch Housekeeper und auch Flipper. Auch Dings hier. House Flipper meine ich, Entschuldigung. Ja. Und auch Surviving Mars. Surviving Mars habe ich durch. Also ich habe einmal wirklich komplett den Tech Tree durchgehabt am Donnerstag, als es rausgekommen ist. War ich fertig, habe es dann weggepackt. Ist ein tolles Spiel, warte aber auch noch auf die Mods, so mit Mehrfacheinheiten, so wie du schon gesagt hast, so, es ist ein bisschen umständlich und es kann auch ein bisschen mich fuchsig machen. Also mich hat es ein bisschen fuchsig gemacht manchmal. Ansonsten, ich habe Wolfenstein gerade wieder am Laufen. Das ist ja eigentlich immer ein Indikator dafür, dass ich nicht weiß, was ich spielen soll. Ich habe es heute angefangen, hab's fast durch wieder. Und ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Glaube ich. Außer super viel gestreamt. Ich weiß auch gar nicht, warum das aber passiert eigentlich, wenn ich nichts zu spielen habe. So richtig, richtig. Aber morgen, Dienstag kommt Sea of Thieves raus. Das wird großartig. Ja nun, aber sonst ist nicht großartig was passiert. Außer Pen and Paper, das war großartig gestern Abend. Es war mal wieder was Neues, Frisches. Mal gucken, was daraus noch wird. Ansonsten war nicht viel los. Glaube ich. Ich habe wieder irgendwas vergessen, aber dann wird mir das der Chat bestimmt gleich wieder sagen. Gucken. Bei dir so, Kai? Was hast du gemacht die letzten 2 Wochen? Lass mich überlegen. Also bei mir zerteilen sich die letzten 2 Wochen in die Hälfte, bevor ich mit dem Streaming angefangen habe letzten Sonntag und die Hälfte danach. Da hat sich alles verändert. Die Woche davor habe ich hauptsächlich mein Streaming-Setup vorbereitet. Bin aber natürlich auch noch dabei, an Projekten zu arbeiten. Im Moment muss ich noch Aquanox Deep Descent fertig machen. Das heißt, Musik komponiert und Sounddesign gemacht. Und hat dann am letzten Sonntag mit dem Streaming angefangen und jetzt auch schon mit den Zuschauern zusammen an dem Aquanox Soundtrack zusammen weitergearbeitet. Da mache ich dann so Live-Composing-Sessions, wo die Zuschauer, die im Chat dabei sind, dann auch mitbestimmen können, wie sich bestimmte Melodien entwickeln sollen oder welche Instrumente sich gut anhören und so. Das heißt, Aquanox hat sich so ein bisschen durchgezogen, aber ansonsten hat sich jetzt durch das Streaming viel verändert. Und ich habe auch mein absolutes Lieblingsspiel jetzt wieder rausgeholt, Beyond Good and Evil. Das ist mein All-Time-Favorite. Das habe ich in meinem ersten Gaming-Stream am Montag angefangen zu spielen und werde das jetzt auch noch ein paar Tage spielen. Ansonsten habe ich gar nicht wirklich so, also zocke ich eigentlich gar nicht so wirklich viel, wenn ich ehrlich bin. Deswegen bin ich jetzt froh, wieder mir durch das Streaming die Zeit zu nehmen, auch mal so eine Perle wie Beyond Good and Evil wieder rauszuholen. Genau, ansonsten habe ich viel Zeit mit den Kindern verbracht, weil ich wusste, dass es jetzt durch das Streaming eine Zeit lang weniger wird und die Projektdeadlines, war gestern mit denen im Zoo. Und habe mich jetzt auf den Plankenschnack heute gefreut. Es hat mich jetzt niemand, an den ich die Frage und du so weitergeben kann. Verdammt, und ihr so, lieber Chat, wie waren eure 2 Wochen? Ja, die Frage ist berechtigt, Chat. Was habt ihr so getrieben die letzten 2 Wochen? Man hat sich ja einige schon lange nicht mehr gesehen. Also das hämmert das, wir können das auch gerne mal loswerden. Alle Fortnite geguckt. Genau. Der Andi-Dev ist im Chat. Grüß dich, lieber Andi. Er hat nämlich auch Sea of Thieves gespielt. Genau wie einer von euch. Persönliche Begrüßung gibt es ja auch noch. Ja, denn Andi grüße ich gerne selber, weil Andi ist derjenige, der mich zum Streaming gebracht hat. Ein sehr guter Freund von mir. Ich habe ihn gerade im Chat gesehen. Ist ja auch Spieleentwickler. Der streamt auch aus der Spieleentwicklung. Ich weiß nicht, ob er normalerweise so in Anführungsstrichen Shoutouts macht, aber der Andi kriegt von mir immer einen lieben Gruß, wenn ich ihn im Chat sehe. Großartig. Von mir nicht. Die wollte letztens mit Misty auf Thief spielen, hat aber dann nicht geschafft, weil er irgendwie gesagt hat, dass er keinen Download hat. So, das hat er mir erzählt. Ja. Ja. Kann ja sein, der ist ja gerade in den USA. Ja. Ist er? Ja. Das könnte das erklären. Er hat vorgestern einen IRL-Stream gemacht von der South by Southwest. Okay. Ja, interessant. Also wie man so schön sagt, ne, lass dem Animan Follow da. Wow, da habe ich so mein Streamer-Vokabelheft hier geführt, da steht drin, lass den Streamer XY mal ein Follow da. Ich habe gehört, das macht man so. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall.
So, Ende des Werbeblocks. Verzeihung, ich weiß, ich halte jetzt die Klappe. Das geht gut los. Also, Ja. es ist mal schön, mit jemandem zusammenzusitzen, der ganz frisch ist, noch so ein Bambi. Du bist ja ein richtiges Bambi. Das Man hat das stimmt, ja. in der Das merkt man, ne? Vorbereitung schon gesehen. Ja. Ist das Ich okay so? Kann ich das Mikrofon so lassen? Muss ich euch aus dem Bild raus? Geht das? Okay, wartet. Nee, so besser? Und die Kamera noch überall hinschieben. Ist gut, geht. Wäre beim ersten Mal auch schon gegangen. Es ist schön zu sehen. Ja, das glaube ich. Ich meine, da sieht man euch die zusätzlichen 5, 6 Jahre Streamer-Erfahrung an. Oder wie viele habt ihr? Wann habt ihr angefangen? Ich jetzt vier. Vier. Vier? Bald. Ja, siehst du. 2013. Ja, siehst du, du bist in deinem 5. Jahr, ne? Krass. Genau, ich bin an meinem 5. Tag sozusagen, also verzeiht mir die Anfangsaufregung. Macht gar nichts. Wir können das ja hochrechnen. Wir runden einfach auf 5 Jahre. Genau, in vollen 5 Jahren gerechnet bin ich auch in meinem ersten 5-Jahres-Block. Ja. Sag mal, du bist ja nun quasi einer deiner, ja, so, ich würde sagen, wir hatten noch nie einen Gast, der so in der Industrie unterwegs war. Wir hatten jetzt schon Studios da, wir hatten schon PR-Manager hatten wir schon da, wir hatten schon Entwickler da und du bist ja mehr oder weniger eigentlich dafür da, dass wir, so nenne ich das immer, einen Ständer in der Hose kriegen, währenddessen wir uns die Kunstwerke sozusagen zu Gemüte führen dürfen. Wie bist du da eigentlich zugekommen? Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Danke sehr, Was denn? dass ich für den Ständer da bin. Wow, es ist Das eigentlich höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, das stört mich Soundtrack sind nicht. das Ist Beste okay. überhaupt. Ja, danke. Wie ich dazu gekommen bin, ich habe schon während der Schulzeit das Vorhaben gehabt, Spieleentwicklung zu machen als Beruf und habe dann so 1, 2 Jahre vor dem Abitur angefangen, so Entwicklerluft zu schnuppern. Hab dann bei Blue Byte erst angerufen, war dann einen Tag bei Blue Byte und also quasi einen Besuchstag einfach so. Und habe gesagt, ich möchte gerne gucken, ob das was für mich ist. Kann ich mal vorbeikommen? Hatte das super Glück, dass halt ich in allen Studios, wo ich angerufen habe, mit offenen Armen sozusagen empfangen wurde. Und bei Piranha Bytes hatte ich dann den Tom Putzki am Telefon. Es ist einer der Mitgründer von Piranha Bytes. Und der hat dann auch gesagt, klar, komm mal vorbei, Kai. Und dann habe ich Piranha Bytes besucht, in einem Büro, so ungefähr größte Telefonzelle, würde ich mal sagen. Da haben die zu viert drin gesessen damals noch und hatten noch niemanden für Musik und Sound und waren aber so total offen vom Umgang her. Und das Projekt, also Gothic 1, sah total spannend aus. Dann habe ich mich quasi über Nacht mit allem beworben, was ich so vorzuweisen hatte. Ich habe vorher auch schon so eigene Projekte gemacht. Das heißt, ich hatte sich so ein kleines, in Anführungsstrichen, Portfolio entwickelt und habe dann einen Testjob bekommen erstmal für ein halbes Jahr und habe Musik für Gothic 1 gemacht und das war so der Beginn einer 12-jährigen Freundschaft sozusagen. Also, du warst schon Musiker, aber vorher. Genau. Also nicht professionell. Ich hatte auch gar nicht mich gegenüber Piranha Bytes mich auf Musik festgelegt. Das wird mir auch immer noch aufs Brot geschmiert. Sondern ich habe gesagt, das sieht alles total cool aus hier. Hier würde ich gerne mal eine Zeit lang arbeiten. Und haben sie gedacht, ja, was kannst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, kommt drauf an, was gebraucht wird. Eigentlich alles, was mir als total irgendwie so in Anführungsstrichen arrogant vorgeworfen wurde. Aber ich meinte das gar nicht so. Ich meinte das so, dass ich noch nichts wirklich mich auf nichts spezialisiert habe und mich dann entsprechend einarbeiten würde in den Bereich, der noch frei ist sozusagen. Und das ist dann halt Musik und Sound geworden, weil da noch die Lücke offen war. Ich hatte aber immer ein sehr breites Interessensspektrum, was so kreative Aufgaben angeht. Habe für meine eigenen Spieleprojekte auch Grafik selber gemacht und Programmierung eben selber gemacht und habe mich dann erst durch Piranha Bytes spezialisiert. Wie bist du zur Musik erstmal gekommen? Also, da du ja dann bei Piranha Bytes Musiker wurdest, sozusagen, hattest du ja vorher schon Erfahrung gemacht. Hast du vorher Genau, irgendwie Klavier gelernt oder? als Hobbymusiker. Also ich habe mit 7 Jahren mein erstes Klavier in Anführungsstrichen, also Keyboard geschenkt bekommen und habe dann auf eine ganz intuitive Weise die Möglichkeit bekommen, quasi eine Beziehung mit dem Instrument aufzubauen. Kein Unterricht bekommen oder sowas, sondern einfach so, wie man halt jemanden kennenlernt, mit dem Instrument experimentiert. Und habe dann, als meine Eltern die Idee hatten, das zu fördern, Klavierunterricht bekommen für 2 Jahre. Das hat aber nicht gut geklappt, weil mein Klavierlehrer einen etwas anderen Ansatz hatte. Der hat halt sehr viel Wert auf die ganze Theorie dahinter gelegt und wollte Noten lesen und sowas alles in mich reinschütten. Und ich hatte den Vorteil bzw. Nachteil, dass ich quasi nach Gehör spielen kann. Also durch diese intuitive Arbeit mit dem Instrument habe ich das quasi so als natürliche
emotionale Muttersprache für mich entwickelt, sozusagen. Und wenn ich was spielen möchte oder fühlen möchte, kann ich das halt direkt spielen. Und immer wenn ich dann jetzt einen Song schon kannte, habe ich den quasi einfach so gespielt und nur so dekorativ aufs Notenblatt geschaut. Dann hat er dann zwischendurch gefragt, so, wo bist du gerade, Kai? Ich war so, irgendwo vielleicht da. Aber ich hatte schon die Seite gar nicht umgeblättert. Das heißt, es war schon völlig aufgeflogen. Und dann hat er gesagt, okay, das hat mit uns nicht viel wirklich Sinn, weil ich einfach in seinen Augen nicht fleißig genug war, mir die ganze Theorie drauf zu schaufeln. Ja. Aber es hat mir dann wieder den Raum gegeben, mich sozusagen wieder meiner ganz intuitiv emotionalen Herangehensweise zu widmen. Genau, und dann habe ich irgendwann das Keyboard an den Computer angeschlossen und habe angefangen mit den ersten Cubases-Versionen auf dem Atari ST quasi so Mehrspur-Musik zu machen, mein Klavier und ein paar Drums und Streicher und sowas, wie man das so macht, am Anfang aufzunehmen. Habe dann für mein erstes, also so ein eigenes Hobbyspiel, einen eigenen Soundtrack gemacht, dann später mit jemandem zusammen und hatte dadurch so ein paar Sachen, die ich quasi mitbringen konnte als Bewerbungsmaterial. Das ist also im Genau. Prinzip die Gitarristenkrankheit, nur am Keyboard. Du Richtig, kannst keine genau. Noten lesen. Ja. Also ich bin zumindest sehr, sehr langsam. Ich musste ja jetzt auch schon ein paar Mal Noten schreiben für Orchesteraufnahmen und so weiter. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Zeit nehme, so von dem quasi kreativen Komponisten-Mindset rüber zu wechseln zu, okay, jetzt muss ich Noten schreiben, dann klappt das auch. Aber natürlich nicht auf dem Detailgrad, den man jetzt bräuchte für eine Orchesteraufnahme. Das heißt, da geht dann hinterher nochmal jemand drüber und zeichnet diese ganzen Hieroglyphen da ein, die man noch braucht. Aber so grob kann ich das schon, aber ich könnte auf gar keinen Fall vom Blatt spielen. Dafür wäre ich viel zu langsam. Okay. Ja Und gut, würde mich auch, glaube ich, mehr darauf konzentrieren. Bitte? braucht man heutzutage aber auch gar nicht mehr, weil Eigentlich nicht, ja. du denkst eigentlich in Programm in Balken statt Genau. in Tönen. Und ich meine, gut, wenn du es dir irgendwie für ein Orchester abtippen willst, kannst du es im Prinzip ja auch als MIDI exportieren und es dir dann von Programm ausdrucken lassen, so gesehen. Das stimmt, Da das hat kannst du ja aber noch einen was ganz öffnen. fiesen Haken. So habe ich das nämlich gemacht bei Gothic 3. Ja, ich habe meine ganzen Partituren von Cubase erstellen lassen und habe dann das einem Orchestratoren geschickt. Aber dann sitzt du in den Orchesteraufnahmen und dann kommt der Cellist so und sagt dann: Herr Rosenkranz, das Gis in Takt 34, ist das wirklich ein Gis oder soll das ein G sein? Dann hast du so ein W20 in der Tasche und versuchst das Ergebnis zu erwürfeln. Also da muss man dann schon so ein bisschen mitreden können an der Stelle. Aber du hast schon recht, dass die Software nimmt einem viel ab heutzutage. Okay. Arbeitest du nur mit Cubase? Also Bin so ein. keine extra Programme jetzt irgendwie in andere DAWs, die du dann noch dafür benutzt, sondern wirklich nur Genau, für also aber zusätzliche Programme ja, um in Cubase noch mehr zu können oder sozusagen dann die weiteren Produktionsschritte vor und nach Cubase abzudecken, aber keine anderen alternativen Lösungen sozusagen. Ne? Das also. Da habe ich irgendwie jetzt das Gefühl, dass ich in Cubase so schnell bin inzwischen, dass ich mir im Moment so im Produktionsalltag den Umstieg auf eine andere Software gar nicht leisten kann. Selbst wenn die mich jetzt mal hypothetisch gesprochen 10% schneller machen würde oder 20% schneller machen würde, habe ich im Moment einfach nicht die Möglichkeit, den Umstieg zu verkraften. Das heißt, wenn ich jetzt die Projekte abgeschlossen habe und ein bisschen Ruhe einkehrt, dann kann ich mir das vielleicht mal in Ruhe anschauen oder vielleicht auch einen Stream machen mit den Musikern, ich habe ja auch viele Mu Musiker in meiner unter meinen Zuschauern, dass die mal so ein paar Tipps geben können und dann vielleicht springt der Funke ja über auch für Logic oder für, weiß ich nicht, FL Studio oder sowas. Aber du scheinst dich ja auch auszukennen. Was benutzt du denn? Weil du gerade schon Cubase von Bike, auch tatsächlich. Cubase, Also, okay. ja. Ich schreibe jetzt nicht so viel selber Musik jetzt am PC. Mach das eher an der Gitarre und auch nicht für Videospiele, sondern für mich. Wenn ich irgendwie immer Sachen aufgenommen habe, dann war das eben Cubase oder eben Reason. Und da wollte ich Ja. dich nämlich gerade fragen, weil der, wie heißt er nochmal, Concerned Ape, der Stardew Valley alleine in 4 Jahren entwickelt hat, hat ja auch seine kompletten Soundtrack über Ja. Reason aufgenommen. Ob du das auch kennst und damit schon mal gearbeitet hast. Nee, also ich kenne es schon, aber ich habe damit noch nicht gearbeitet. Okay. Könnte auch interessant werden, weil das ist ein sehr, sehr lustiges Programm. Ja. Das, wenn du das erste Mal da reinguckst, das ist mehr wie Spielzeug, weil du da halt wirklich diese ganzen Synths hast und halt wirklich absolute Freiheiten hast, Deckenrein, als ne? würdest du so einen riesengroßen Moog haben oder Ja. Moog und kannst halt drauf losmachen.
frühere Also Version, ich sowas weiß gibt es nicht. ja als virtuelle Instrumente für Cubase auch, ne? Genau. Diese modularen Synthesizer, wo man dann so Kabelstrippen ziehen kann und so Ja. weiter. Ich habe damit auch schon angefangen zu experimentieren, jetzt für Aquanox, wo ich ja auch quasi so einen Hybrid-Soundtrack machen muss, elektronische Elemente, Heavy-Metal-Elemente und so weiter. Aber so richtig meine Welt ist das noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also so dieses wirklich einen Sound von der Sinuswelle auf mir selber aufbauen. Da muss man, glaube ich, da muss man eine Leidenschaft für entwickeln, für dieses Frickeln mit einzelnen Sounds. Und eigentlich wäre das was für mich, aber irgendwie habe ich da noch nicht so den Zugang zu bekommen. Schöne ist halt, du machst ja deine eigenen Instrumente. Ja. Das ist halt, wenn du da einmal dahinter gestiegen bist, wie Frequenzmodulation heißt das, glaube ich, funktioniert tatsächlich. Eine der besten, aber ich glaube, wir driften zu weit in Genau. Nerd-Zeug Ja, ab. absolut nicht. Nee, Quatsch. nee, Nee, ist was nee, wir verstehen alles. Ich lese Chat nebenbei, aber Chat schreibt nicht genug. anderes. Ja. Verzeihung. Ja. Okay. Ich Lenny, wir stelle es müssen einfach mir. mal in Ruhe nochmal quatschen und irgendwie mal so eine Musiker-Talk machen. Gerne. Also ich mache nur Nasenflöte. Ja, immerhin. Ich mach Tambourin. Tamburin ist schon sehr advanced, ne? Also da hast du schon von der Triangel geupgradet, würde ich sagen. Aber hallo. Aber hallo. Was ich mir so unglaublich schwer vorstelle bei deinem Job ist, nehmen wir jetzt mal an, ja, jetzt kommt Gothic 1 zu dir und ja, wir brauchen Musik für das und das und das. Und man sitzt dann da und hat eine Leere in sich. Ich glaube, dass ich selber könnte es mir nicht vorstellen, als Künstler zu arbeiten, weil wenn eine Blockade da ist, man kann es sich ja nicht aus den Fingern saugen. Ich stelle mir das so unglaublich bedrückend, so einen unglaublichen Druck stelle ich mir da auch vor. Ist das nicht schwer, dann einfach sich frei zu machen und daran zu arbeiten? Also ich kann das Gefühl total gut verstehen, weil ich das in anderen Bereichen auch so kenne. Aber bei der Musik ist es genau andersrum bei mir. Also wenn es schon irgendwas gibt, ne, also kein leeres Blatt Papier, sondern es gibt schon irgendwie, da kann ich gleich noch was zu sagen. Zum Beispiel gibt es Musiker, die beginnen mit so einem Template-Projekt. Das heißt, sie laden sich was ein in Cubase, wo schon quasi alle Spuren drin belegt sind, wo alle Für die, die es Instrumente nicht schon. wissen, was ist Cubase? Cubase ist die Software, mit der ich Musik mache und Slabby auch. Also es ist Okay. eine Produktionssoftware, wo man sich virtuelle Instrumente einladen kann und dann kann man die mit einem MIDI-Keyboard, also mit einer quasi Klaviertastatur bedienen und sie klingen dann optimalerweise wie die echten Pendants, nur dass man halt dann sie quasi virtuell nutzen kann und dann kann man hat jedes Instrument seine eigene Spur, das ist der Begriff, den ich gerade schon benutzt habe und durch die Schichtung von mehreren Spuren kann man sich da so sein eigenes Orchester quasi zusammenstellen. Und da gibt es jetzt eben Komponisten, die haben dann ein Template-Projekt in Cubase. Das bedeutet, sie machen Cubase auf und es sind schon alle Instrumente, so wie sie sie normalerweise nutzen, drin. Das ist mir schon zu viel. Also du hast ja gefragt, es fühlt sich diese Leere nicht komisch an, aber ich würde noch nicht mal mit einem Template-Projekt anfangen, sondern ich will diese Leere haben. Ich will dieses komplette Vakuum haben, in das ich sozusagen dann was rein entwickeln kann. Deswegen, und das ist für mich ein ganz großer Reiz, weil ich wirklich dann für das Projekt so einen ganz, wie soll man sagen, ganz pragmatischen Weg gehen kann, welche Instrumente ich denn jetzt brauche, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen, zum Beispiel, oder eine bestimmte Emotion zu erwecken. Und wenn ich da jetzt schon was hätte, würde mich das nur ablenken. Und da kommt mir das auch zugute, dass ich eben mir schon Mechanismen entwickelt habe, wie ich quasi Gefühle hörbar machen kann und da auch ganz viele Dinge bei mir passieren, dass da sofort irgendwie eine Idee zündet, sodass ich quasi relativ schnell jetzt auch so die ersten Dinge in dieses kreative Vakuum reinkomponiert habe, an denen kann ich mich dann festhalten und das weiterentwickeln. Und das ist für mich so die schönste Phase eigentlich fast schon. Das heißt, du hast nicht vorher irgendwie schon Ideen, die du in so einer Bibliothek abgespeichert hast. Und dann kommt irgendwie ein Entwickler auf dich zu, wir brauchen das, das, das. Und dann guckst du nur in deinen Akten und packst die dann drauf und komponierst drumrum, sondern du fängst wirklich mit einem leeren Ja. Blatt quasi in Cubase an und arbeitest dich von 0 auf 100 hoch. Genau. Und zwar nicht nur pro Projekt, sondern tatsächlich pro Song, wenn du so willst, oder pro emotionaler Welt. Also Okay. bei The Long Journey Home war es zum Beispiel so,
dass wir haben halt erst ganz am Anfang in der Entwicklung haben wir so ein Interview geführt. Ich habe den Andy Suika, der gerade auch da war, interviewt und habe gesagt, welche emotionalen Abschnitte soll es geben im Spiel. Dann haben wir uns so aus Papierschnipseln so ein Mischpult gemacht, wo wir gesagt haben, okay, das soll so 40% sich einsam anfühlen und 20% Heimweh und 60% Angst oder sowas, ne? Haben also wirklich mit Emotionen gearbeitet. Und dann haben wir nicht direkt den Schritt von diesem Briefing in die Musikwelt gemacht, sondern haben dann angefangen, erstmal mit so abstrakten Bildern zu kommunizieren. Da habe ich also schwarzes Bild ist das All, kleiner blauer Punkt in der Mitte ist das ängstliche Raumschiff, komische Formationen drumherum sind so andere Planeten, fremdartige Dinge, die einem vielleicht ein bisschen Angst einjagen. Und dann haben wir das wirklich von Beginn auf haben wir überlegt, okay, welche Instrumente könnte man benutzen, um diesen kleinen blauen Punkt zu vertonen? Das ist ein einsamer Punkt, also muss es irgendein Solo-Instrument sein. Eine Solo-Stimme, die so ein bisschen brüchig klingt oder so ein bisschen unsicher, zittrig gespieltes Saiteninstrument oder so. Welche Instrumente könnte man benutzen für das All drumherum, für die große Leere und so weiter? Das heißt, es entwickelt sich dann in dem Sinne wortwörtlich aus dem Nichts heraus. So ein ganz frisches Instrumentierungskonzept und da ist eben sehr viel Raum für Kreativität dann, wo man sich nicht von anderen Ideen, die man schon hat, irgendwie schon zu sehr in eine bestimmte Richtung bringen lässt. Das wollte ich auch unbedingt noch nachfragen. Wenn du jetzt irgendetwas annimmst, sagt man dann einfach nach den Emotionen, ich möchte etwas, was sich fröhlich anhört, was sich aufbauend anhört, oder bekommst du von vornherein schon mal Skizzen und Bilder, um dir einigermaßen etwas vorstellen zu können? Weil oft habe ich das Gefühl, dass eben Bild und alles schon da war und darauf dann erst die Musik gekommen ist. Ist Ja. das so oder wird die Musik oft nebenher schon produziert und man legt das dann drauf und guckt, dass das passt? Sehr gute Frage. Das kommt alles vor. Das kommt von ganz vielen, also hängt von ganz vielen Faktoren ab. Bei Gothic 1 war es jetzt ja so, dass es schon eine spielbare Version gab, als ich dazugestoßen bin. Dementsprechend konnte ich mich inspirieren lassen von, sag ich mal, dem mündlichen Input der Designer, aber auch von der spielbaren Version, von den Konzeptzeichnungen, die an der Wand hingen. Gesundheit. Gesundheit. Bei Gothic 2 war es dann so, da war ich jetzt halt schon im Team dabei und von Gothic 2 gab es noch nichts, als ich angefangen habe, weil wir gerade gemeinsam losgelegt haben. Das heißt, die ersten Ideen, damit ich nicht irgendwie nichts mache in der Zeit, habe ich dann schon entwickelt, nur auf Basis von Gesprächen mit dem Creative Director zum Beispiel. Der hat gesagt, ich stelle mir eine neue Fraktion vor, die ist so und so drauf. Dann habe ich schon angefangen, quasi nur auf Basis der mündlichen Erzählung Themes zu entwickeln. Das nächste, was dann kam, waren Konzeptzeichnungen, hänge ich mir dann auf und umgebe mich damit quasi, damit ich das fühlen kann. Und dementsprechend war das sozusagen vom Gothic 1 spielbares Projekt bis zu Gothic 2 absolut gar kein Material, war das ein ziemlicher Bruch, auch in der Herangehensweise. Bei The Long Journey Home war es jetzt auch wieder so, dass es noch nichts gab, bis auf so Mutzeichnungen von einem Concept Artist, der das noch nicht mal für The Long Journey Home selbst gemacht hatte, sondern es waren so Referenzmaterialien, so die man halt am Anfang sammelt. Und genau, die Palette ist extrem groß. Es gibt auch Studios, die holen sich den Komponisten erst so im letzten Drittel der Entwicklung oder so die letzten 3 Monate vor Schluss ran, weil die sagen, ich habe halt in der Zeit davor gar nicht so wirklich den Kopf, mich jetzt um Musik zu kümmern. Ne, da ist noch so viel in Bewegung. Ich könnte dem Komponisten jetzt gar kein richtiges Briefing geben, deswegen warte ich lieber lange ab. Halte ich zwar für einen falschen Ansatz, aber es wird halt häufig so gemacht. Deswegen, und dann hat man ja fast schon eine Beta-Version, die man spielen kann, und kann dann wirklich maßgeschneidert dafür die Musik machen. Ganz große Bandbreite. Wird das mittlerweile in Spielen genauso wie in Filmen gemacht? Weil ich habe mal gehört, in Filmen wird mittlerweile Musik aus anderen Filmen übernommen, quasi vom Regisseur, der quasi schon mal vorgefertigt das draufklatscht auf seinen Film und das wird dann nur noch den Komponisten gegeben und gesagt, so ungefähr möchte ich das, was wiederum den Komponisten in der Kreativität eher einschränkt, weil er quasi schon was hat, was er hört. Wird das mittlerweile auch so gemacht? Oder? Teilweise ja. Also sozusagen in 3 Intensitätsstufen. Die Stufe 0 ist das, was mir am liebsten ist. Es gibt nichts und ich kann quasi in den leeren Raum rein Musik entwickeln. Das absolute Maximum ist, dass der Kreativdirektor oder der, was weiß ich, Lead Designer schon den Soundtrack im Spiel selber die ganze Zeit hört und sich da schon verbissen hat und dementsprechend nur will, dass man was macht, was genauso klingt. Ja. Dazwischen gibt es dann noch die Stufe,
dass die Leute, die das Briefing machen, was im Ohr haben, aber keinen konkreten Soundtrack, sondern irgendwie sozusagen auch so ein, so als würde man sich jetzt Musik vorstellen, so eine vage Empfindung, wie die Musik klingen sollte, und sich auch da rein schon verbissen haben, ohne dass sie jetzt wirklich genau sagen könnten, guck mal bei YouTube unter dem und dem Projekt. Das heißt, man liefert die ganze Zeit Ideen und sie müssen sich messen an einer vagen Vorstellung, die schon da ist, was dazu führt, dass man halt sozusagen von beiden Seiten dann, der Designer kriegt heraus, was er eigentlich genau will, was er die ganze Zeit schon im Kopf hat durch diese vielen Fehlversuche, und ich selber versuche rauszufinden, was er sich so vorschwebt, und dann irgendwann hat man es dann gefunden. Den Fall gibt es also auch, ne, dass man jetzt nicht wirklich einen Temp-Score, nennen wir das, also einen Soundtrack von einem anderen Spiel oder Film vorgelegt bekommt, aber trotzdem jemanden vor sich hat, der eine sehr, sehr klare Vorstellung davon hat, was er denn möchte. Okay. Um nochmal kurz zur eigentlichen Frage zurückzukommen. Also du bist ja jetzt quasi, ich sag's mal, salopp, du bist ja reingeschlittert, mehr oder weniger. Oder hast du so in die Richtung irgendwie auch nur ansatzweise eine Ausbildung gemacht, dass du sagst, okay, ich gar nicht. Nein. Wie ist denn, also ist kein Vorwurf, ich habe auch nicht streamen gelernt. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr an der Ja. Uni in Berlin oder so kommt das. Da bist du dann Dozent wahrscheinlich eher, ne? Ganz ehrlich, ich habe schon überlegt, ob ich das mal vorschlage. Ja, würde doch Gar nicht. Sinn machen. Ja. Wie ist denn das jetzt, wenn du mal deine Anfänge vergleichst mit den zu heute? Also wie wäre denn der Einstieg jetzt, sage ich mal, für jemand anderen? Weil ich glaube, also wenn ich jetzt mal so ins Blaue raten darf, heute wäre das nicht mehr so einfach zu sagen, hey Leute, ich habe da privat so ein bisschen was gemacht, habt ihr Bock, dass ich für euch arbeiten kann? Weil ich denke ja, du brauchst ein paar mehr Referenzen, dass du vielleicht eine Ausbildung hast oder so. Nein, also ich würde nicht sagen, dass die Ausbildung im Musikbereich wirklich das Ausschlaggebende ist. Es gibt aber trotzdem neue Herausforderungen, da hast du recht. Die größte Herausforderung ist, dass es Game-Komponisten wie Sand am Meer gibt, ne? Weil sozusagen die Schnittmenge zwischen Leuten, die gerne zocken, die also irgendwie eine Affinität zur Games-Branche haben, und die Leute, die irgendwie gerne selber Musik machen, ist relativ groß, und da drin sind alles quasi potenzielle Games-Komponisten, ne? Leute, Ist die das von. so? Ja, Hm. genau. Echt? Also man hört das von den Studios, dass die in der Woche irgendwie, also je nachdem, wie groß das Studio ist, auf jeden Fall am meisten an so Akquise-E-Mails und nach dem Motto, hey, habt ihr einen Job für mich? Kommt von Spielekomponisten. Die halt klassischerweise alle Freelancer sind. Also selbst wenn, beim Grafiker ist es ja so, er bewirbt sich und er kriegt dann einen Job bei einem Studio zum Beispiel und ist dann erstmal vom Markt. Und Spielekomponisten arbeiten aber häufig Freelance, auf Freelance-Basis, freiberuflich, weil die eben nur dann in einer kurzen Phase der Entwicklung gebraucht werden. Also so ist es leider die Realität. Ich würde es mir anders wünschen, aber so ist halt der Modus. Dementsprechend müssen sie dann auch schon wieder Akquise treiben, also nach neuen Projekten suchen, wenn sie eigentlich gerade schon an einem anderen Spiel arbeiten. Die sind also ständig dabei, irgendwie alle anzumailen. Und dementsprechend ist die große Herausforderung, Nils, mal auf deine Frage zurückzukommen, die einen Fuß in die Tür zu kriegen bei einem Studio und herauszustechen aus dieser Armee an Games-Komponisten, die ständig E-Mails schreiben, ja, und auf jeder Veranstaltung auf deinem Schoß sitzen und sagen, kann ich für dich Musik machen? Und das ist halt, ja, das ist halt nochmal eine andere Art der Herausforderung, weil man muss so eine Art für sich einen eigenen USP entwickeln und dann auch noch also ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln und dann auch noch eine Möglichkeit finden, überhaupt mit dem Studio da genau darüber zu reden. Und weil ich das halt so schade finde, dass wir uns als Komponisten selber das Leben so schwer machen, indem wir halt den Studios auf den Keks gehen, habe ich jetzt letztes Jahr ein Netzwerk gegründet, die European Game Composers. Und wir versuchen das jetzt zu professionalisieren, in dem Sinne, dass wir halt gemeinsame Messestände auf der Gamescom, der DevCom, der Quo Vadis und so diesen Entwicklerveranstaltungen haben. Da können die Entwickler hinkommen, da stehen wir alle auf einem Haufen. Da sind so Touchscreens, wo man sich durch unsere Musik durchhören kann. Und du musst halt auf dem Flur nur sagen, hey, wir sind da oben, komm doch mal vorbei. Und dann können die sich quasi alle, wenn sie im Kopf umschalten auf, okay, ich interessiere mich jetzt gerade für Musik, können sie da hinkommen, sich das angucken. Das Gleiche soll es dann auch im Internet geben, quasi so eine erste Anlaufstelle, wo man sich dann durch die Profile durchhören kann und so. Einfach damit man nicht alles so aktiv akquirieren muss, sondern es so eine Plattform gibt, wo ein gewisses Auftragsvolumen immer verlässlich drüber kommt. Das ist so das Ziel. Und dann ist man als Komponist auch ein bisschen entspannter und hat nicht immer so diese Existenzangst im Nacken sitzen sozusagen, kann sich auch mehr auf die Kreativität konzentrieren.
Das heißt, das ist so ein Beitrag, den ich selber versuche zu leisten, um diese nervige Komponisten-E-Mail-Flut sozusagen in den Griff zu kriegen. Aber selbst wenn man jetzt nicht Mitglied des Netzwerkes ist, muss man sich darauf einstellen, wenn man ein Studio jetzt anmeldet oder so wie ich das vor 20 Jahren gemacht habe. Übrigens, genau dieses Jahr vor 20 Jahren war mein erstes Jahr in der Games-Branche. Einfach jemanden anrufen, das würde, glaube ich, heutzutage einfach nicht mehr so leicht funktionieren. Gerade wenn man Komponist ist, kommt man sehr schnell in die, melden Sie sich nicht, wir rufen zurück, Schleife der Telefonanlage. Das, was man als Musiker eigentlich immer hört. Ja, das stimmt leider, ja. Es hatte gerade jemand aus dem Chat noch eine sehr schöne Frage gestellt, die geht aber nochmal zurück zu den Ausführungen, die wir vor dieser Frage hatten. Und zwar hat Peter gefragt, was ist denn, wenn man gar nichts hinbekommt zu einer bestimmten Szene? Man muss ja abliefern sozusagen. Hast du das Problem selber auch, dass du manchmal wirklich überhaupt nicht weißt, wo du anfangen sollst? Weil ich meine, du bist ja nur schon 20 Jahre da. Hast du auch mal so ein kreatives Loch oder gibt es das bei dir nicht? Das gibt es regelmäßig, allerdings erfreulicherweise immer nur in Anführungsstrichen lokal auf eines meiner kreativen Tätigkeiten bezogen. Also ich mache ja Musik, Sounddesign, dann habe ich jetzt noch so ein KI-Projekt, so ein Programmierprojekt, Grafikdesign, jetzt ist noch das Streaming dazu gekommen. Das heißt, die komfortable Situation ist die, dass ich, wenn mir bei der Musik gerade absolut nichts einfallen will, dann mache ich Cubase zu und mache irgendein Sounddesign-Projekt auf und mache mir Gedanken darüber, wie man irgendwie Unterwasser-Torpedos vertont oder mache was völlig anderes. Und wenn ich mich dann wieder ransetze, dann bin ich meistens so, habe ich wieder so den nötigen Abstand und dann kommt irgendwie die zündende Idee. Ne, also, um deine Frage zu beantworten, kreative Blockade innerhalb der Bereiche schon, aber dann durch den Sprung und durch das Wechseln kriege ich das dann wieder aufgelöst. Du hast gerade gesagt, du machst Cubase zu und versuchst dich dann an Sounddesign. Das heißt, du machst Sounddesign woanders als Cubase? Also ich mache dann letztendlich das tatsächliche Mischen der Sounds auch in Cubase, aber das Finden von Sounds, ne, da gibt es einmal den Teil, die sogenannte Library-Arbeit, also sprich das Durchforsten von existierenden Sound-Libraries, aber eben auch das Arbeiten mit der echten Welt, dass man wirklich guckt, was macht in meiner Umgebung welche Geräusche. Das ist ja theoretisch, also könnte man es auch draußen machen. Das mache ich zwar nicht so oft, aber auch das wäre möglich, je nach Spiel, ne? Dass man mal einen Spaziergang um den Block macht und guckt, ob man etwas findet, was einen bestimmten Sound macht. Das heißt, das bietet sich eigentlich ganz gut an, um erstmal aus der gewohnten Umgebung rauszukommen. Irgendwann beim Fertigmachen der Sounds taucht man dann aber natürlich wieder ein, da hast du recht, ja. Das heißt, wenn ich demnächst Aquanox spiele und Torpedo unter Wasser höre, kann es sein, dass bei dir im Bad entstanden Ja, ist. genau, so ein paar Wassergeräusche habe ich selber aufgenommen, ja. Okay, dann Ich habe füllen wir sogar das auch, mal besser nicht aus. ja. Du willst schon wieder auf was ganz anderes hinausschlingeln. Aber ich Genau. wollte es auch schon sagen. Ich glaube, das klingt nicht wie ein Torpedo. Bei dir vielleicht nicht. Oh, weiß. nun. Ja, gute Idee eigentlich. Also ich habe tatsächlich auch mein Handy dann mit so einer Unterwasserhülle versenkt und geguckt, ob man also quasi so ein Hydrofon, ein Unterwassermikrofon einfach nachbauen kann. Das hat zwar nicht so gut geklappt, aber das sind dann halt zumindest mal so Momente, wo man mal rauskommt aus der virtuellen Welt, um auf Soundsuche zu gehen. Ne? Hast du denn persönlich, wenn man dich jetzt natürlich von deinem Thron, sage ich mal, runterholt, hast du eventuell selber auch einen Lieblingskomponisten für Musik in Videospielen? Erstmal vielen Dank. Ich gehöre auf keinen Thron, aber wen ich da drauf stellen würde, wäre im Moment ein Komponisten, der gerade neu angefangen hat. Bastian Kiesinger heißt der. Der hat den Soundtrack für Spellforce 3 gemacht. Und das war sein Erstlingswerk. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich den Gothic 3 Soundtrack gemacht habe, meinen ersten symphonischen Soundtrack, dass ich so diesen Ehrgeiz hatte, das wirklich perfekt zu machen. Und so wie jetzt beim Streaming, ne, mit dem Mikrofon und der Kamera und so, so ging es mir da bei Gothic 3 auch, dass ich gesagt habe, okay, das wird jetzt so mein Vorzeigesoundtrack, habe dann viel Zeit und auch eigenes Geld nicht zu knapp investiert, in irgendwie noch einen Chor zu kriegen und eine Sängerin aus Hollywood zu kriegen und eine Percussion-Combo und so weiter. Und der Bastian hat jetzt eine ähnliche Zeit hinter sich. Der hat halt auch mit Spellforce 3 ein relativ großes Projekt bekommen, mit einer etablierten Marke. Und hat dann gesagt, okay, was muss ich jetzt tun, damit das so mein
Durchbruch wird, in Anführungsstrichen. Und hat sowas von abgeliefert. Also den Spare Force 3 Soundtrack sollte man sich mal zu Gemüte führen und sich dann vor Augen halten, dass das der erste Soundtrack von einem jungen Game-Komponisten ist, dass er allein für diesen Willen und für diese auch Umsetzungskraft dann letztendlich das so zu stemmen, meine Thronposition im Moment verdient hat. Dali, Slappy, habt ihr auch jemanden? Also ich glaube, bei Slappy weiß ich's. Sag, bitte. Mick Gordon? Als Lieblingskomposer? Ja. Uff, ich habe so viele. Okay, bei mir ist Mick Gordon. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also da, tut mir leid, Kai, also vielleicht bei Pizza Connection kriegst du mich, ja? Aber Mick Gordon, bei mir ganz großer Abstand so. Ja. Nee, ich würde eher Kondo sagen. So, der ist mein... Mir fällt sein Vorname oder sein Nachname, ich weiß die Reihenfolge jetzt gerade nicht. KG Kondo... Was hat er denn gemacht? Bitte? Was hat er denn gemacht für Spiele? Super Mario. Ah, okay. Oh. Also Mario und Zelda. Was? Was? Ich dachte, sagt mir nichts, aber das... Ach so, wow. Ganz ernst gemeint. Kennst du Mick Gordon? Mick Gordon kenne ich auch nicht. Nee, ich wollte es gerade heimlich googeln. Jetzt hast du mich zu früh gefragt. Ist gut, ist doch nicht schlimm. Ja. Was hat er denn gemacht? Sag mal. Mick Gordon hat Wolfenstein und Doom vertont, okay. Quasi. Alles klar, ja. Also es hat aber nichts mit einem Nine Inch Nails zu tun, ne? Nee. Weil Doom 1 war da nicht irgendwie der... Der hat mitgemacht, ja. Genau, der, ich glaube, Gitarrist von Nine Inch Nails hat irgendwie beim Doom 1 Soundtrack mitgemacht oder sowas. Aber das ist er nicht, okay, alles klar. War das nicht Doom 3, glaube ich? Doom 3 hat... Achso, Doom 3. Den hat er, glaube ich, gemacht. Ja. Doom 1 und 2 waren noch selbst gemacht, halt vom Entwickler, per MIDI. Okay, na, das kann ich. Das waren ja diese Standard-MIDI-Sounds, die heute ganz eigentlich garstig klingen, wenn man keine nostalgischen... Verbindung dazu hat. Das stimmt, ja. Trotzdem habe ich das Theme von Doom noch im Ohr. Das, wenn man, also das Title-Theme und auch so die erste Station da, weiß ich noch genau, wie die klangen, bis ins Detail. War auch gut. Ich merke mir die Namen nicht, muss ich zugeben. Ich auch nicht. Ich kenne die Szenen und ich kann Spiele sagen und sagen, da und da und die Szene, aber ich muss zugeben, ich weiß nie, von wem das ist. Das ist ganz normal, ja. Man muss auch sagen, so aus der heutigen Game-Developer-Sicht sind die wirklichen Stars letztendlich ihr. Ja? Also wir, das kann man sich so vorstellen, wir sind quasi die Songwriter und ihr seid die Performer. Ne? Man kennt eure Namen und das ist auch für uns natürlich eine komfortable Rolle, ne? Dass wir nicht so in dieser Rockstar-Position sind, in Anführungsstrichen. Der Bereich innerhalb der Games-Branche, wenn man das Streaming jetzt mal dazu zählt, was ich auch tun würde, der am meisten Reichweite und am meisten diesen Personenkult hat, seid ihr. Hinter den Kulissen kennt man dann vielleicht irgendwie so ein paar Kreativdirektor oder so die öffentlichen Figuren oder im Soundtrack-Bereich kennt man so einen Jasper Kidd und einen Jeremy Soule oder einen, weiß ich nicht, Gareth Cocker oder sowas, aber eben so vielleicht eine Handvoll und dann hört es schon auf. Aber Streamer kann man wahrscheinlich immer, weil man ja mit denen auch so viel Zeit verbringt, ne, kann man schon einige aufzählen. Das ist wirklich verrückt. Jetzt, wo du sagst, so, ich könnte, glaube ich... Bist du dir das bewusst, Nils, ja? Ja, ich kann wirklich ganz wenige Leute nur aufzählen, wo ich sagen würde, ey, das habe ich mir gemerkt. Ich saß neben dem Chef von Blizzard. Ja. Keine Ahnung, wie der heißt. Also wirklich das Oberhaupt seit eh und je, einer von den drei. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß es nicht. Ich kenne wirklich jetzt, also ich wusste, ich kannte dich ja vorher auch nicht, muss ich sagen, bevor Sali mir von dir erzählt hatte. Mhm. Und ich meine so Gothic-Tüdelü, so ein bisschen kann ich mich noch dran erinnern, weil das auch nicht meine Zeit ist, in der ich angefangen habe zu spielen. Ja. Aber das ist so für mich auch jetzt, weil wir haben ja zum Beispiel von King Arts, haben wir schon jemanden da gehabt, einen Pixel Maniacs. Man kennt die Gesichter und die Leute Deck 13, dahinter oder? Gar nicht. Ja, Deck 13, Micha haben wir noch kennengelernt. Mhm. Und jedes Mal, wenn man da sitzt, selbst wenn ich kenne nicht mal die Studios, die das gemacht haben. Also ich würde, bei Wolfenstein ist es wirklich, gut, das habe ich nur schon so oft gespielt, das kann ich hoch und runter beten. Aber ich wüsste auch nicht, wer bei Wolfenstein arbeitet. Ich wüsste nicht, wo die sitzen. Ich vergesse den Namen vom Studio. Ich weiß nur, wer der Komponist ist, aber auch nur, weil ich so oft höre, dass ich das halt, dass sich das einbrennt. Ja. Wie ist denn das bei euch? Erstmal A, Chat und B, auch bei euch dreien jetzt. Habt ihr da so eine Verbindung? Also gerade jetzt du auch, Kai, guckst du da ein bisschen tiefer auch hinter die Kulissen, wer das macht oder eher gar nicht so?
Sally, du darfst wieder anfangen. Ich darf anfangen? Nee, ich musste gerade, ich muss an Gothic denken und ich muss zugeben, ich weiß, dass die Musik in Gothic wirklich gut war. Und jetzt, sei mir nicht böse, Kai. Ja, aber du hast sie ausgemacht. Im allerersten, ich mache meine Musik nie aus. Und, okay. ich konsumiere keine Streams, in dem die Game-Musik ausgeschalten wird, weil ich finde das unmöglich. Danke sehr. Und selbst bei Sims lasse ich die Game-Musik laufen, weil ich das für mich zum Feeling mit dazugehört. Dann spielen wir My Summer Car. Ja, wollte ich gerade sagen. Also da habe ich es auch ausgemacht. Oh, weiß ich nicht. Bei Gothic war es aber, da wurde eine Band eingeladen. Die hat da einen Gastauftritt. Und das ist halt, es ist in Extremo. Ja, und ich bin halt mega in Extremo-Fan. Ich war da schon auf dem Konzert und so, ne? Und deshalb war Gothic für mich auch immer, ist eins der Spiele, die mich überhaupt in diese Richtung von Spielen dann getragen hat, in solch große RPGs. Und das wird Gothic auch immer bleiben. Und ich weiß, die Musik war super und in Extremo war da. So. Schön, vielen Dank. Na, das ist, Sollen wir mal einen Song von Gothic 3 einspielen? Yes. Weil ich weiß zufällig aus internen Quellen, dass es diese Möglichkeit gibt. Was? Ja, warum nicht? Lass uns doch mal reinhören, weil das Gothic 3 hast du ja gemacht, ne? Genau, Gothic 3 habe ich gemacht, ja. Lockern wir das Schnacken mal auf mit einem kurzen musikalischen Moment. Welches denn? Was nehmen wir denn mal? Sollen wir mal in den Track Nummer 4 Vista Point reinhören? Wenn das klappt. Ansonsten quatschen wir einfach weiter. Gerne. Ich höre da selber jetzt mal rein. Ah, ist schön. Ich glaube, du bist bisher der Einzige, der es hört. Ach so. Oh. Nee. Ich glaube, es gibt gerade technische Probleme. Ja. Ja, wir haben technische Probleme. Hallo? Ich glaube, die Regie hat gerade Probleme beim Abspielen. Ich glaube, wir reden einfach weiter. Okay. Schade. Okay, alles klar. Ich würde es euch ja vorsingen, aber dann haben wir leider keine Zuschauer mehr. Deswegen müssen wir das leider weglassen. Das wird jetzt im Laufe der Zeit gefixt. Wir können einfach weiterschnacken. Es gibt Kai hat uns ja seine riesige Library zur Verfügung gestellt am Anfang. Hier, sucht euch was aus. Ihr könnt alles spielen. Außer die neuen Sachen. Richtig. Ja, wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Genau, wo waren wir denn eigentlich gerade? Wir waren bei, kennt ihr bekannte Protagonisten aus der Spielebranche, ne? Mhm. Oder bekannte Akteure. Ich muss zugeben, ich kenne deinen Namen tatsächlich schon, seit ich Gothic 2 damals gespielt habe. Weil du ein paar Mal, glaube ich, in der GameStar damals zumindest genannt wurdest oder sogar interviewt wurdest, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich halt damals schon Musikfan war und das natürlich dann extra nochmal genau gelesen habe, die Interviews mit dir. Ja. Kai Rosenkranz? Ja. Hm? Ja. Genau, den Namen. Du hattest nur... Nein, mach weiter. Ach so, du hattest nur leicht Konkurrenz zu dem Zeitpunkt, weil ich habe Gothic 2 angefangen, gerade nachdem ich mit Morrowind fertig war. Ja, okay, das ist natürlich... Ich meine, ich habe Morrowind so viel gespielt, dass ich selber irgendwann die Musik im Spiel ausgemacht habe, weil es waren ja nur eigentlich nur die 10 Lieder, die sich immer wiederholt haben. Ja. Was dann ein bisschen nervig für mich cool. wurde. Aber der Morrowind, also Jeremy Soul war... Ne? Allein ganz einfach. Allein das Titellied von Morrowind ist einfach schon. Aber ich weiß noch, dass Gothic 2 ohne Orchester gespielt war, ne? Richtig. Auf welcher Engine basierte das? Also meinst du die Engine insgesamt oder das Musiksystem? Sound Engine. Genau, das also der Grund, warum du da kein Orchester hörst, ist, dass wir ein Musiksystem benutzt haben mit dem Namen Direct Music Producer, was so funktioniert, das ist quasi eine ins Spiel eingebaute Musiksoftware wie Cubase. Also ich kippe da MIDI-Daten ab ins Spiel und in Echtzeit, während der Spieler spielt, wird das dann durch virtuelle Instrumente performt. Und die mussten aber alle insgesamt in so einen winzig kleinen Arbeitsspeicherbereich passen. Ich glaube, ich hatte für ein komplettes Orchester und alle Instrumente zusammen unter 100 MB oder sowas und musste mir das auch selber zusammenbauen.
Das heißt, wir hatten den großen Vorteil, deswegen wurde dieses System auch ausgewählt, dass man dementsprechend viel Musik machen kann und auch so dynamische Übergänge zwischen den unterschiedlichen Locations bauen konnte, weil man eben nur letztendlich wieder drei Noten dazu packen muss quasi. Aber die Qualität ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Soundtrack, den man richtig im Studio produziert, mit echten Instrumenten oder mit hochwertigen virtuellen Instrumenten. Hallo Stefan. Großartig. Süß, ich find's schön, ja. Entschuldigung. Du wurdest geradet. Er hat einen Satz und sagt Bescheid, dass das Haus voll ist. Die Regie hat uns mitgeteilt, dass wir kurz Musik hören können. Ja, okay. Titel 4 oder Titel 10? 10, okay. Glaube ich, im Angebot. Ja, können wir auch machen, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Sind wir denn noch zu sehen, während die Musik läuft? Ja, ja, ja. Also nicht Nase bohren, ne? Okay. Musik von... Ah, das ist die Kampfmusik. Gerade Kai gesagt, es soll leiser werden? Nein, damit? Ich habe den Mauscursor gefangen. Ich hatte mitten auf der Nase einen Mauscursor. Es wird Zeit, dass die Regie endlich mal einen dritten Monitor kriegt. Ey. Es ist, glaube ich, kein Platz mehr. Überall sind Fenster auf. Und da muss man auch mal die Regie loben. Ja. Das ist wirklich sehr angenehm, weil wir vier sitzen eigentlich nur hier und erzählen. Und der Rest wird gemacht von jemand anderem. Ja. Damit wir uns voll auf unsere Gäste konzentrieren können. Ja. Also entschuldigt mein irritierendes Rumgefuchtel, aber ich dachte, ich versuche den Mauscursor da mal wegzumachen. Ich habe gedacht, das heißt leiser. Ja, habe ich auch gedacht, dass das irgendwie Musik ist. Jetzt mach leise. Mach den Scheiß aus. Genug. Nein, nein. Genau, Regie loben. Ich schließe mich dem an, lieber Chat. Achso, sorry, du wolltest was sagen. Ich wollte gerade sagen, wenn das Lied 10 war, was wir gerade gehört haben, haben wir übrigens ein Stück gehört, in dem so ziemlich alle Elemente verbaut waren. Also das Orchester, die Bochumer Symphoniker aus meiner Heimatstadt, ein Chor, die Taiko-Band, so eine Paukenband aus den Matrix-Filmen, Goku heißt die, die bei Matrix Reloaded und Matrix Revolutions auch diese treibenden Kampfrhythmen gespielt hat. Mhm. Und die Sängerin heißt Lisbeth Scott und ist aus Filmen wie Avatar, Indiana Jones, Shrek, Königreich der Himmel, ganz viele große Produktionen gewesen. Und ich hatte mir bei der Erstellung des Soundtracks hatte ich mir vorgenommen, so wenn ich jetzt einfach jeden Tag einem meiner Lieblingsmusiker, mit dem ich gerne zusammenarbeiten würde, eine E-Mail schreibe, und das so über einen Zeitraum von einem halben Jahr, dann habe ich und nur irgendwie 10% davon zusagen, habe ich hinterher eine gute Mannschaft zusammen. Und ich habe irgendwie die ersten paar Tage E-Mails verschickt und es haben direkt alle zugesagt. Deswegen hatte ich quasi die luxuriöse Situation, gleich mit meinen bevorzugten Musikern zusammenarbeiten zu können. War super. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich habe nämlich das Making-of von Gothic 3 gesehen, also was du auf deinem Kanal, auf deinem YouTube-Kanal hast. Mhm. Und da hat man ja alle quasi auch gesehen, unter anderem eben die Trommler, die eben wegen der Orks zugestoßen sind, sozusagen. Ja. Ich habe gesehen, dass sie auch bei der Bewerbung des Plankenschnack den Link zu dem alten Video gepostet haben. Da habe ich schon gedacht, okay, da war ich irgendwie, wie alt war ich denn da, 24 oder sowas, schlank und bartlos. Und wenn man sich das vorher anguckt und mich dann hier on camera sieht, so, verdammt. Wie kriege ich denn jetzt die Blitzdiät hin? Aber trotzdem interessant zu sehen. Sollen wir noch ein Beispiel hören? Ja, gerne. Ich habe gehört, die 4 läuft jetzt und du kannst was dazu sagen. Das ist gerade echt gut mit der Regie. Genau, also Song 4 ist ein Song, der heißt Vista Point. Der ist inspiriert von einem echten Ort in Kalifornien. Ein Vista Point ist da sozusagen ein Aussichtspunkt, wo ich in meinem Amerika-Urlaub war und man hatte einen schönen Blick auf die Golden Gate Bridge und San Francisco
und die Bay Area. Und das hat mich inspiriert, das Stück zu schreiben für genau diese Orte in Gothic 3, wo man irgendwo hochkraxelt und dann einen schönen Blick über die Landschaft hat, optimalerweise bei Sonnenuntergang. Film ab. Ach so, läuft schon, okay. Läuft schon. Ich frage mich gerade, ob du überhaupt Urlaub machen kannst und schöne Szenerien siehst. Was denn? Lass uns das doch mal hören. Ich hab gedacht, wir können nebenbei reden. Ja, von mir aus gerne. Wenn das von den Lautstärken her klappt. Ja, soll das. Ich bin gerade verzaubert. Ich auch. Übrigens, schönen Gruß an die Podcast-Hörer, die jetzt nicht sagen. Oh, ja, stimmt. Oh, stimmt. Ich sehe gerade meine Frau im Chat. Hallo Nairos7707. Schön, dass du auch zuschaust. Hallo. Hallo, also, Frau von Kai. Hi. Wenn ihr meiner Frau ein bisschen Liebe da lassen wollt, aber nicht zu viel, ja? Fängt die jetzt auch an zu streamen? Würdest du ein Familiengeschäft? Weiß ich nicht. Ich versuche sie da langsam ranzuführen. Genau. Bei Sally hat es auch geklappt. Mal grüßen. Bitte? Bei Sally hat es auch geklappt. Ja, genau. Ja. Ne? Was ich dich fragen möchte ist, ist es möglich, dass du nein, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, dass du zu diesem Menschen gehörst, der an besondere Orte kommt, bezaubernde Dinge sieht oder im Kopf am Arbeiten ist. Was für ein Soundtrack könnte da jetzt am besten zu passen? Das stelle ich mir so vor, oder? Es ist nicht negativ, sondern aber ich stelle mir vor, Flitterwochen, ne? Man sitzt so am Strand, hat vielleicht ein schönes Essen und es ist jetzt keine Musik da, weil man halt direkt unten am Wasser sitzt und so. Und im Geiste, so während man den Wein trinkt und an das Meer guckt, so. Muss man sich das dann direkt aufschreiben? Kann man dann sagen, so, Moment, ich hab da gerade eine Idee und die klingt so gut in meinem Kopf, das muss ich aufschreiben? Ja, das kommt tatsächlich vor. Also, sagen wir es mal so, es gibt, was bei mir ganz extrem der Fall ist, wenn ich irgendwie selber gerade was konsumiere, also zum Beispiel irgendein Spiel spiele oder einen Film schaue oder so. Bei Filmen ist es noch nicht unbedingt so. Also Filme kann ich noch ganz gut auch in so einem Lean-Back-Konsumentenmodus genießen. Aber wenn ich ein Spiel spiele, dann bin ich die ganze Zeit dabei, auch erstens zu überlegen, auch so ein bisschen so quasi behind the scenes zu denken. Und vor allen Dingen auch, mich wieder inspiriert zu fühlen, selber wieder Musik zu machen. Deswegen kann ich irgendwie nicht so lange zocken, sondern will dann irgendwie schnell wieder selber Musik machen. Bei so Situationen wie Urlaub oder Freizeit oder Flitterwochen zum Beispiel kann ich schon ganz gut abschalten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Freizeitsituation bin, aber gerade an einem Projekt arbeite, also sagen wir mal, ich würde jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Urlaub fahren und hätte aber noch irgendwie ein Projekt im Nacken, für das ich noch Musik machen muss, dann kommen so diese zwei Puzzleteile zusammen, dass ich mich von der Landschaft und der Umgebung inspirieren lasse und ich weiß, ich brauche da auch noch was für, das würde jetzt gerade gut passen. Dann nehme ich das auf mein Handy auf, singe das irgendwie ein oder wenn ich eine Gitarre dabei habe, spiele das kurz ein, wie so eine Art Diktiergerät und mache dann zu Hause die Ausarbeitung sozusagen. Das kommt schon auch gut vor. Aber eigentlich nur dann, jetzt in der Intensität, wenn ich gerade auch ein passendes Projekt dafür habe. Ich archiviere jetzt nicht alle spontanen Musikideen, die mir irgendwie in meiner Freizeit in den Kopf kommen. Ja, ist eine sehr schöne Frage von Vogelfrei im Chat, die würde ich gerne mal aufgreifen. Gibt es klassische Komponisten, die dich insgesamt in deinem Stil beeinflusst haben, beziehungsweise von denen du dich für bestimmte Aufträge, Szenen inspirieren lässt? Klassische Komponisten, ja, gibt es. Also ich würde meinen bisherigen Kompositionsstil teilweise als auch sehr melancholisch bezeichnen und teilweise so als sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr filigran, schillernd irgendwie. Und deswegen würde, also ich mag Bach sehr gerne, ich mag Tschaikowski sehr gerne. Also Komponisten, die auch stark auf die Tränendrüse drücken sozusagen. Aber ansonsten muss ich eher sagen, also ist klassische Musik nicht meine primäre Inspirationsquelle. Also andere Komponisten auf jeden Fall, gerade im Bereich Film-Soundtracks oder auch Game-Soundtracks. Aber unter den klassischen Komponisten ist es eher so, sind es eher Ausnahmen, dass ich da mal wirklich das intensiv genieße und mich davon auch inspirieren lasse. Wer sind denn dann so deine tatsächlichen Vorbilder oder Inspirationsquellen? Also im Soundtrack-Bereich, im Film-Soundtrack-Bereich finde ich Hans Zimmer
toll. Ich weiß, dass er sehr stark polarisiert. Also es gibt immer, wenn du einen hast, der sagt, ich finde Hans Zimmer toll, hast du einen, der sagt, der kopiert sich selbst, der hört sich immer gleich an und so weiter. Aber ich finde, dass das überhaupt nicht so ist, beziehungsweise dass man hört das raus, an welchen Projekten er gearbeitet hat mit wenig Zeit und wenig Budget, wo er sozusagen irgendwie sein Standardrepertoire abgerufen hat. Und bei welchen Projekten der Produzent gesagt hat, so wie wir es vorhin besprochen haben, so völlig unbeschriebenes Blatt, werd kreativ und entwickel sozusagen eine musikalische Sprache für diesen Film. Und dann wird der super kreativ. Dann kommt er auf Ideen, mit welchen Instrumenten oder mit welchen Mitteln man Sounds erzeugen könnte und sozusagen erfindet auch mal eben im Vorbeigehen neue Klangfarben und so weiter. Und diesen kompletten Reset, der hat ja schon auch eine eigene Orchester-Library und sowas aufgenommen, aber das alles mal links liegen zu lassen und zu überlegen, was passt jetzt für diesen Film und wie kann ich die Stimmung gut einfangen, das finde ich super, dass er das so macht und auch in der Größenordnung noch so macht, sodass ich sozusagen, was den Innovationsgehalt angeht, interessanterweise Hans Zimmer für extrem innovativ halte. Dann finde ich James Newton Howard noch sehr schön. Ich finde John Williams natürlich, der ist nochmal in einer ganz anderen Liga. Also mein Orchester-Primus, würde ich sagen. Und Alexandre Desplat finde ich sehr schön. Der hat eine schöne Balance aus Orchester und schon einer gewissen Modernität. Also quasi klassisches Orchester und einer gewissen Modernität. Genau, ich glaube, das sind so meine Favoriten, würde ich sagen. Und wenn eure? Wir jetzt schon bei Musik sind, was hörst du denn an sich für Musik, wenn du jetzt einfach nur mal Musik hörst? Ja. Abseits jetzt von Komponisten. Ja. Also ich bin seit jeher Soundtrack-Sammler. Das heißt, ich höre Soundtracks auch in meiner Freizeit. Und nutze sie auch, um mich in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Also ich weiß noch, dass ich einmal mit dem Buch, was war das? Ich glaube Sakrileg, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ins Fitnessstudio gefahren bin und ich habe mir den Soundtrack von Der Rote Drache drauf gemacht von Danny Elfman und habe das Buch gelesen, habe den Film-Soundtrack dazu gehört und war so versunken, dass ich irgendwie 8 Stunden lang durchgeradelt habe. Also ich glaube, ich habe irgendwie 10 Kilo auf einmal abgenommen oder so. Das heißt, manchmal nutze ich das einfach auch, so diese Offenheit für Soundtracks und die Gefühle da drin, um mich in bestimmte Stimmung zu versetzen. Und wenn wir das Thema mal komplett ausklammern und so, sag ich mal, im Bereich Pop unterwegs sind, also oder Pop-Rock, keine Ahnung, dann mag ich gerne Gitarrenmusik, nicht zu heftig. Also so meine Grenze ist so, bei 30 Seconds to Mars würde ich sagen, alles jenseits davon ist mir zu sehr Heavy Metal quasi. Und auf dem Weg dahin mag ich gerne sowas wie Snow Patrol oder keine Ahnung, also so die etwas entspanntere Gitarrenecke quasi. Snow Patrol, ja. Und dergleichen. Dann kann ich dir tatsächlich Stephen Wilson übrigens empfehlen. Ja? Stephen Wilson. Der hat nämlich eben, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von Last Day of June. Nee. Hast du was gespielt oder gesehen? Nee. Okay, das ist nämlich ein Spiel, das ist nämlich ganz interessant, glaube ich, für das Thema, das nicht entstanden ist aus der Spielidee als solche, sondern die Idee zu dem Spiel ist dem Macher gekommen, als er eben ein Video, ein Musikvideo von Stephen Wilson gesehen hat. Aha. Und darum ist dann quasi die Geschichte erst entstanden und er wollte unbedingt ein Videospiel dazu machen. Stephen Wilson hat dann selber gesagt, als er davon gehört hat, okay, ich steuere meine Musik da im Spiel bei. Und deswegen hat man im Prinzip jetzt in dem Spiel die Instrumentalversion seiner Musik quasi drin. Das finde ich interessant. Das ist ja spannend. Eben, dass es so ein Spiel ist, das eben aus der Musik entstanden ist und nicht andersrum, wie es normalerweise ist. Unglaublich schönes Spiel und ein Spiel für Erwachsenere. Sprich Themen an, womit man als Kind oder Jugendlicher jetzt nichts anfangen kann. Ganz, ganz toll. Cool, das hört sich echt interessant an. Ja. Ist auch für den Komponisten ein super schönes Kompliment, ne? Dass jemand gesagt hat, ich bin von deiner Musik so inspiriert, dass ich sie übersetzen möchte in ein anderes Medium und irgendwie huldigen möchte. Das finde ich halt total cool. Ja. Kann ich nur empfehlen, den mal hören. Sonst, du wolltest noch eine Frage stellen, glaube ich. Genau, ich hatte die Frage von euch ja bekommen, was meine Lieblingskomponisten sind. Wollte sie an euch zurückgeben. Wir hatten ja vorhin schon Games-Komponisten, ne, wo du, Nils, gesagt hattest, der Doom-Komponist oder Doom-Wolfenstein-Komponist. Aber ich glaube, wir hatten noch nicht so allgemein Soundtrack-Komponisten, oder? Weil im Filmbereich kennt man ja vielleicht doch schon den einen oder anderen Namen noch. Ansonsten sagt einfach Hans Zimmer. Da seid ihr außer Hans Zimmer, und Hans Zimmer ist nun mal gigantisch.
Sehr. Ja. Also John Williams hat die meisten eingängigen Themes, glaube ich. Ne? Also wenn du so Indiana Jones siehst, und so weiter und Star Wars und Harry Potter als große Brands nimmst, dann hat meistens. Der Harry Potter ist schon mega, ne? Ja, finde ich. Das ist Deswegen auch dachte ich auch, bei schon. dir müsste eigentlich John Williams ganz gut Der passen. Ja. das ist extrem. Da höre ich die ersten drei. Alles klar. Ja, Und genau. dann bin ich schon in der Welt drin. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Ich glaube, du hattest ja bei dir auf dem Kanal auch Harry Potter, das Lego Harry Potter gespielt. Ich glaube, da ist auch viel Originalmusik von ihm drin, ne? Wenn ich mich nicht vertue. Da ist zwar noch Ja. viel angedickt und irgendwie verlängert mit anderen Musiken auch, Aber aber ich meine, nonstop. Du hörst das nonstop da drin. Und ja. es ist so wunderbar. Und es ist so Ja. schön. Es ist so, ich finde auch den Soundtrack von Jurassic Park zum Beispiel unglaublich. Ist auch John Williams. Na super. Also auf den stehe ich. Siehst du, den Namen habe ich nicht E.T. ist gewusst. John Aber Williams. Ja. ja, You name großartig. it, he's got it. Ja. Ich habe gerade im Chat noch von Lord Court gesehen, Howard Shore. Den darf man natürlich auch eigentlich nicht unter den Tisch fallen lassen in so einer Runde. Ne? Howard Shore ist der Komponist von Herr der Ringe und der Hobbit. Und sowas wie The Cell und was hat er noch gemacht? Heavenly Creatures, glaube ich. Ja. Oder? Ich meine schon, ja. Und hat natürlich auch das hinbekommen, irgendwie die perfekte Musiksprache für das Material, also für Herr der Ringe zu entwickeln. Danny Elfman. Auch super. Musste jetzt extra gucken, aber da ich auch mega Tim Burton-Fan bin, Danny Ja. Elfman, der macht Tim auch Burton und groß. Danny Elfman, die haben sich auch gesucht und gefunden, so vom Style her. Ja. Das ist, ich liebe das. Das ist so, so ein bisschen melancholisch, so ein bisschen schwer. Ich mag das unglaublich Ja. gern. Das finde ich auch super. Finde ich auch. Und die gerade noch im Chat genannten von Jamie Newart Music, James Horner und von mehreren Ennio Morricone. Also wir haben natürlich hier keinen Anspruch an Vollständigkeit, ne? Aber bei den beiden muss ich auch sagen, also James Horner hat mich auch ein bisschen inspiriert. Und Ennio Morricone ist, glaube ich, sozusagen so eine ganz ursprüngliche Innovationsquelle, wo wieder ganz andere von abgeguckt haben, weil er ja schon so eine ewig lange Karriere in der Branche hat. Das heißt, viele Komponisten haben auch immer noch so ein bisschen Ennio Morricone-Farbe in ihrem Kompositionsstil drin. Deswegen würde ich ihn auch noch mit auf die Liste packen. Mir fallen die Namen halt, ich habe wieder das gleiche Problem, mir fallen die Namen halt wieder nicht ein. Ja. Aber ich höre halt sehr gerne, Moment. Ich höre halt sehr gerne an sich Soundtracks. Sei Ja. es Spiele eben oder sei es Filme. Ich habe zum Beispiel den Gladiator-Soundtrack rauf und runter Ah, ja, gehört. fantastisch. Ja. Eben. Oder eben Howard Shore mit Herr der Ringe. Das war nämlich genau der Soundtrack, den ich mir damals in Morrowind reingepackt habe. Als mir die Morrowind-Grundmusik dann irgendwann auf den Keks gegangen ist, habe ich mir den Herr der Ringe-Soundtrack noch mit in die Spielefiles reingepackt, weil konnte man ja schön erweitern damals. Und eben so in die Richtung. Also es gibt auch Spiele-Soundtracks mittlerweile, die sind so unfassbar genial. Der Orient the Blind Forest-Soundtrack zum Ah, Beispiel. fantastisch. Ja, das ist Gareth Cocker, der hat das auch Genau. einfach drauf. Ja. Und wie wichtig Musik einfach für Spiele mittlerweile ist, hat man, glaube ich, auch auf der Vorstellung gesehen, als Ori 2 vorgestellt wurde. Da haben sie eben ihn mit einem Piano einfach nur auf die Bühne gesetzt und er hat dann angefangen zu spielen. Und in dem Moment, wo er angefangen hat zu spielen, wusste man eigentlich schon, was jetzt gleich auf einen zukommt eben. Und ich finde das Wie? auch schön. Sorry. Nee, nee, erzähl ruhig. Ich finde das auch schön, dass sich Spiele mehr und mehr zutrauen, auf diese Ebene zu gehen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Life is Strange oder sowas nimmst, dass gesagt wird, okay, wir trauen uns ein Spiel zu, das funktioniert über die emotionale Ebene. Das heißt, wir brauchen eine gute Narrative, eine gute Geschichte, wir brauchen dazu die passende Musik und wir rücken uns weg von diesen typischen, sag ich mal, die typischen Synapsen, die durch Spiele getriggert werden, dass man Angst hat, dass man gestresst ist, dass man sportlich aktiviert ist und so weiter und wollen die Leute irgendwie emotional mitnehmen auf so eine Reise. Und das passiert mehr und mehr, weil dafür auch eben die Möglichkeiten mehr und mehr da sind. Deswegen gibt es halt auch inzwischen so Game-Soundtracks, die man so in eine Reihe stellen würde mit so emotionalen Werken wie Herr der Ringe oder wie eben auch das, was ihr vorhin genannt hattet, die Inspiration von dem, wie hieß er, Slapstick, was du gesagt hattest, wo das Spiel quasi passend zur Musik gemacht wurde. Steven Wilson. Genau, Stephen Wilson. Ne? Dass einfach gesagt wird, okay, auch eine emotionale Botschaft ist inzwischen geeignet, der Kern eines Spiels zu sein und ich baue da ein komplettes Spiel drumherum und nicht immer nur so die anderen Aspekte.
Insofern leben wir, was das angeht, in einer coolen Zeit. Ja. Soundtracks werden auch immer besser. Ja, das stimmt. Also es ist ja schon gewaltig, was du in Spielen mittlerweile an Soundtracks kriegst. Also von diesen 8-Bit, sag ich mal, was du früher hattest, hin zu ganzen Orchestern, die spielen. Ja. Und die dir halt wirklich mittlerweile richtige Gefühle quasi mitbringen. Ja. Weil von, ich sag mal, von 8-Bit kommen wenig Gefühle, oder sehe ich das falsch? Doch. Ich sehe das mal, also ich finde es nicht schlecht, aber es ist mehr so tüdelü, hüdelü, tüdelü. Sehe ich auch so, ja. Ja. Also das wäre quasi 8-Bit-Musik, wenn du dir vorstellst, wenn du dafür offen bist, dich von Gemälden inspirieren zu lassen, ja? Das hat man ja teilweise auch. Du stehst vor einem Bild und nimmst das irgendwie total auf emotional. Dann wäre 8-Bit, der Vergleich wäre so, wenn du quasi ein Gemälde hast, was nur aus 4x4 Pixeln besteht. Ne? Du kannst da Emotionen, oder sagen wir ein paar mehr vielleicht schon, du kannst natürlich schon irgendwie Emotionen erwecken durch die Auswahl der Farben oder was weiß ich was. Aber subtile Zwischentöne oder Nuancen wirst du damit nicht rüberbringen können. Und so ist es mit 8-Bit-Musik eben auch. Das kommt darauf an, wie sehr die 8-Bit-Komponisten, glaube ich, sich auf 8-Bit wirklich konzentrieren. Also du hast ja mittlerweile wirklich Freiheiten, das zu nehmen und quasi daraus was zu schaffen. Wenn ich denke, bei 8-Bit jetzt zum Beispiel, obwohl es halt nicht ein kompletter 8-Bit-Soundtrack ist, sondern eher schon in die Elektronik-Ecke geht. Ja. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel von Phil Fish, wie heißt denn das Spiel nochmal? Verdammt. Wie diese Kappe, die man im Orient trägt. Fez. Oder Fez. So ist das Spiel. Ja. Das ist dieses Jump'n'Run, wo du die Welt quasi immer um 90 Grad drehen konntest. Ach so, und das? Dadurch, genau. Und der Komponist hat zum Beispiel, es gibt ein ellenlanges Video von ihm, wo er erklärt, wie er dieses System aufgebaut hat, wie die Musik quasi aufgebaut wird. Und der hat da wirklich unglaublich sich viele Gedanken gemacht, wie er eben ein Videospiel nehmen kann und diese Technik, die dahinter steckt, mit einer eigenen Engine quasi wirklich ausnutzen kann. Was du halt im Film im Prinzip nicht machen kannst, weil da hast du alles gesetzt. In einem Spiel hast du im Prinzip das Problem, dass der Spieler sich halt immer wieder bewegt und immer wieder neue Sachen erkundet. Ja. Das heißt, die Musik muss eben dynamisch sein. Aber das ist quasi gleichzeitig auch eine Chance, das dynamisch zu machen, eben in der Musik. Und das hat eben wiederum dieses Elektronische den Vorteil, dass das eben ziemlich gut liegt. Also das stimmt. Es gibt zum Beispiel Systeme, die halt einfach nur diese Sachen übereinander legen, also die Spuren, und die dann eben je nach Situation halt ausgetauscht werden können oder ausgemacht werden können oder so. Das hat man ja häufig bei Super Mario zum Beispiel, wo dann plötzlich das Schlagzeug aufhört zu spielen oder so. Ja. Darf ich noch eine Frage aufgreifen aus dem Chat? Ja. Mhm. Also du kannst doch antworten, Kai. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, geht aber schnell. Im Chat hatte ich gerade nochmal gesehen, die Referenz auf Rhyme. Das hatte geschrieben Vogelfrei 78 und Sally hat es ja vorhin auch schon erzählt. Ich finde, bei Rhyme sieht man auch ganz gut, dass es dem Entwicklerstudio auch wichtig war, eine gewisse Stimmung, eine gewisse Emotion in den Vordergrund zu stellen. Und dann ist das ganze Spiel quasi eine Metapher um diese Emotionen herum. Es geht um diesen kleinen Jungen, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber dann gibt es ganz viele Elemente in diesem Spiel, Tiere, die eingeführt werden und irgendwie so eine gewisse Bildsprache und gewisse sozusagen so wiederkehrende Objekte im Spiel, ohne zu viel spoilern zu wollen, die irgendwie Metaphern sind auf Dinge, die mit dieser Story und mit dieser Emotion zu tun haben. Und die Musik in diesem Spiel, ne, die spricht dich halt direkt an. Das ganze Spiel ist total metaphorisch. Ja. Da geht es um eine ganz enge, ganz sozusagen intime Emotion zwischen dieser Figur und einer anderen Figur. Und die Musik, die kann sich das erlauben, sozusagen einfach direkt ins Herz zu stechen und zu sagen, okay, ich lade das schon mal bei dir ab, die Emotion. Und das Spiel erzählt dann sozusagen auf einer metaphorischen Ebene da drumherum. Das finde ich so schön gemacht. Und es ist so fesselnd gewesen. Also ich habe es am Vortag, wo ich gesagt habe, das spielen wir morgen, wollen wir kurz reinlinsen? Na, ich mache das ganz gerne. Und dann spiele ich normalerweise 15, 20 Minuten, damit man weiß, okay, und das spielen wir morgen. Dann wissen wir schon mal, worauf wir uns einlassen. Und bei Rhyme war es halt so, ja, komm, lass mal kurz anspielen. Nach einer Stunde. Also ich, okay, willst du das doch morgen? Und dann macht man es aus. Und dann wurde mir gesagt, ja, da bist du sicher 2-3 Tage spielst du das Spiel. Ich habe es am einen Tag Anfang bis Ende durchgespielt. Das war so toll. Und die Endsequenz ist halt auch nochmal einfach so richtig. Ja, ich weiß. Okay, kein Spoiler. Wir sind nicht bei Spoiler Alert heute.
Wo wir gerade davon reden, wie Nils, wie Dizzy so schön sagte, die Game-Soundtracks werden immer besser, ja. Sollen wir nochmal in den Soundtrack reinhören? Oh, natürlich, Kai. Haben wir vielleicht noch Titel 3 im Angebot? Ja, ich habe das Gefühl, das haben wir. Ich Die möchte drei noch von Long schnell Journey kurz, Home. bevor wir da hingehen, die Frage loswerden, weil die ist schon ein Ja. bisschen her und ich finde sie sehr wichtig, weil wir Ah sie ja, auch gerade so ein verzeihen. bisschen Genau, stimmt. anschneiden. Woher kommt das Wissen, wie sich ein Gefühl anhören muss? Ist das intuitiv oder hast du das gelernt? Also du jetzt per se? Ich habe das nicht gelernt, aber ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, worin das Gehirn ja einfach gut ist, nämlich quasi Muster zu erkennen, zu abstrahieren und das wieder abzurufen. Also ich nehme jetzt mal das ganz emotionale Thema und hole das in sowas pragmatisch-wissenschaftliches, wie das Gehirn funktioniert. Aber wenn man irgendwann mal die Verbindung im Kopf hergestellt hat zwischen einem Gefühl und einer bestimmten Art Musik, ne, zum Beispiel durch Filme, die einen angesprochen haben, ne, oder durch klassische Musik, dann ist diese Verbindung einfach da, für immer. Und immer, wenn man bestimmte Intervalle auf dem Klavier spielt, zum Beispiel, es muss also nicht ein kompletter Soundtrack sein, sondern es können auch so kleine Muster in der Musik sein. Gibt auch Intervalltheorie gibt es bestimmte Intervalle, also der Abstand zwischen zwei Tönen, die mit einer bestimmten Emotion verbunden sind. Wo man sagt, das hört sich toll an, das hört sich gruselig an, das hört sich frei an, das hört sich misstrauisch an, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Und das Gehirn hat die ganzen Sachen abgelegt und dann kannst du es quasi direkt abrufen. Genauso wie du bei dem Duft von dem Shampoo, mit dem du als Kind die Haare gewaschen bekommen hast, irgendwie dich sofort emotional berührt fühlst. Und ich glaube, dass wir das einfach unterbewusst nutzen, wir Komponisten. Also ich mache das nicht absichtlich, aber ich rufe sozusagen diese Muster ab, wenn ich in einer bestimmten Emotion bin. Und die lösen das bei dir dann wiederum auch aus. Wahrscheinlich, weil wir in dem gleichen Kulturkreis groß geworden sind, wo eben dieses emotionale Vokabular einmal für uns alle definiert wurde. Ne, wenn man jetzt in einem anderen, also ich kenne mich jetzt mit so asiatischen Soundtracks von Spielen nicht so aus, aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch teilweise noch ganz andere Harmonien zum Zuge kommen, die da auch anders belegt sind. Das ist ja wie bei der Musik. Wir nehmen immer alle gleich eigentlich fröhliche Musik halt auch fröhlich wahr. So, weil im Chat schon gefragt wird, ist das nicht bei jedem Menschen unterschiedlich? Das ist im Prinzip wie Sprache. Also, wenn ich was sage, dann verstehst du mich, weil wir quasi gleiche Sprache sprechen. Je weiter du dich von dem Kulturkreis entfernst, umso ungenauer wird das eigentlich. Also, eben im Aber was nochmal Orient. interessant wäre, es gibt ja uns Menschen mitgegebene Grundausdrücke, also zum Beispiel auch Gesichtsausdrücke, ne? Also jeder Mensch versteht, was ein Lachen ist und was ein Schreckmoment ist und so weiter. Vielleicht gibt es ja sowas in der Musik auch, dass wir sozusagen alle so einen gewissen Basissatz an sozusagen emotionalen Assoziationen zu bestimmten Musikmustern haben oder so. Das fände ich mal interessant rauszufinden. Würde mich zwar wundern, wo das herkommen sollte, höchstens irgendwie abgeleitet von irgendwelchen Tierlauten oder sowas oder dem Geräusch des Herzens im Mutterleib oder sowas, ne, solche Sachen, aber naja, wer weiß. Interessantes Thema. Ich hätte da eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob es zu sehr in die Musik-Nerd-Ecke gehen würde. Du kannst sie ja Tatsächlich. kurz anreißen. Naja, Harmonien sind im Prinzip nichts anderes als Rhythmen, habe ich letztens gelernt. Also wenn du eine Harmonie oder wenn du einen Rhythmus hast, der ziemlich genau ist, ziemlich simpel meine ich, nicht genau, und den halt ganz, ganz schnell machst, dann hörst du ja irgendwann den Ton. Das kannst du quasi mit Harmonien eben auch machen. Wenn du mehrere Rhythmen übereinander legst, die alle zueinander passen, hast du irgendwann, wenn du es beschleunigst, eben einen Dur- oder einen Mollakkord, den du normalerweise kennst. Wenn du Rhythmen nimmst, die nicht übereinander passen, dann hast du plötzlich dissonante Harmonien. Das heißt, im Prinzip kannst du es darauf runterbrechen und Dissonanz und Harmonie eben unterscheiden. Eben den Urschrei, das ist ja ein ganz dissonanter Ton, Verstehe. Ja. wenn du ganz schrill schreist quasi. Interessant. Ja, cool. Ja, das, was wir vorhin anspielen wollten, das Stück, ne? Ist übrigens insgesamt sehr lang, genau. Ja. Das ist, glaube ich, 5 Minuten lang. Das heißt, wir werden das nicht komplett spielen können. Aber als Einführung dazu, das ist für The Long Journey Home. Und darin porträtiert ist die Emotion, also es ist so eine emotionale Entwicklung von Heimweh. Also
eine ganz warme, ernste Emotion dargestellt durch so unsicher gespielte Streicher und ein Klavier und so. Das Stück macht dann eine Entwicklung durch zu einem etwas helleren Ort, etwas positiver, also als würde man tatsächlich dem Zuhause immer mehr nahe kommen, weil The Long Journey Home ja an einem ganz emotionalen Haken auch aufgehängt ist, nämlich dem Wunsch, aus einer fremden, beängstigenden Welt nach Hause zu kommen, in das Gefühl von Sicherheit quasi. Genau. Wenn ihr soweit seid, könnten wir mal reinlöschen. Jetzt? Ich glaube, wir laufen. Von einem Audi oder wieder ausgesprochen wird. Ludovico Einaudi? Achso, okay. Dann habe ich mich getäuscht. In meinem letzten Stream habe ich im Hintergrund The Long Journey Home als Musik laufen lassen. Hm. Und danach haben wir Rhyme gespielt. Ich fand es irgendwie passend. Ja, das stimmt. Ja. Okay, also bei Gothic wissen wir ja, wie du es aufgenommen hast. Wie ist das jetzt hier passiert? Hattest du da auch ein Orchester für oder ist das alles jetzt wirklich aus der Röhre? Ich habe auch Sachen, also ich habe Orchesteraufnahmen mit untergestellt bei den Orchesteraufnahmen für mein eigenes Album. Hab da Sachen noch aufgenommen für The Long Journey Home. Aber zum größten Teil ist es am Computer entstanden. Aber mit Instrumenten, die wiederum auf echten Aufnahmen basieren. Also man hat ja im Hintergrund diese unsicheren Streicher gehört. Das heißt, da hat jemand im Studio mit einem Streichorchester so Tremolo-Streicher, also ganz zittrig gespielte Streicher aufgenommen, für jeden Ton in unterschiedlichen Lautstärken, hat das dann als Produkt verkauft, als sogenanntes virtuelles Instrument. Mhm. Und das heißt, wenn ich das jetzt virtuell benutze, heißt das nicht, dass es deswegen künstlich klingt, sondern das heißt nur, dass ich auf echte Aufnahmen zurückgreife und die wie so Puzzleteile neu arrangiere, ne? Aber wirklich auf der Ebene einzelner Töne. Das heißt, alles, was an Harmonie und Melodie in dem Stück drin ist, von mir, nur unter Benutzung von echten Orchesteraufnahmen auf der atomaren Puzzleteilebene quasi. Genau, und ansonsten ist von The Long Journey Home auch noch das letzte Stück, Release-Trailer, total emotional, weil da eben auch noch ein Chor drin ist. Und ein Chor ist natürlich auch immer was total ehrlich Emotionales, weil es eben Menschen sind, die da singen. Könnten wir auch gleich noch reinhören und ich glaube, dann haben wir euch genug zumusikt. Ja, die Musik läuft noch. Das ist echt cool mit eurer Regie. welche Nummer war das jetzt nochmal? Ich weiß nicht, hören wir noch die Nummer 3 oder? Ne, wir hören schon die Nummer 38 oder was das ist. Okay, alles klar. 39. Ah, 39, okay. Das fehlt mir ja noch auf PlayStation 4, ne? Long Journey Home. Mhm. Ja, Konsolenumsetzungen sind in Arbeit, wenn ich richtig informiert bin. Aber wir haben ja den Fachmann dabei, der Andi, der war ja vorhin im Chat. Der ist immer noch da. Ja. Ich habe gehört, Quinten sind heroisch. Ja, genau. Fällt mir jetzt gerade noch und, ein. Und Quinten sind auch in der Lage, spannende Musikbögen aufzulösen, so als wie soll man sagen, so als Entspannungsmoment am Ende.
Als Nicht-Musik-Nerd habe ich gerade fast Quitten verstanden. Und Quitten sind was zum Essen, aus denen macht man Marmelade. Die sind auch heroisch. Das heroische Quittengelee der Omima. Was sind Quinten? Quinten ist ein Abstand von 5 Ganztönen zwischen 2 Tönen. Ja, klar. Ja. Wer kennt's nicht? Hm. Also. Wir können gerne Musiktheorie erklären, wenn ihr möchtet. Genau. Hm. Der Andy-Dev schreibt gerade, der Konsolenport von The Long Journey Home ist in Arbeit. Der PS4-Port. Sofort. Ja. Sofort. Okay. Ja, das war ein kurzer Ausflug in die Reise der Musik von The Long Journey Home. Wie siehst du denn jetzt als Mann an der Front quasi, kann man ja, okay, das klingt ein bisschen hart, aber wie siehst du das jetzt, wie siehst du die Zukunft? Du bist ja direkt drin von der Videospielmusik. Denkst du, dass wir mehr so in die, wie bei den Filmen, dass wir wirklich so Theme-Songs haben und große Popstars reinkommen und Musik machen? Oder denkst du, dass Komponisten da noch weiterhin die Nase vorne haben? Ja, also wenn man sich sozusagen überlegt, in welcher Reifungsphase der Bereich Spielemusik gerade ist, sind wir im Vergleich zur Filmmusik ja noch relativ am Anfang. Und was im Bereich Film insgesamt passiert ist, ist in den mehr als 100 Jahren oder weiß nicht, knapp 100 Jahre, die es jetzt Film gibt, die zusätzliche Reife hat dazu geführt, dass sich die stilistische Bandbreite vergrößert hat. Es ist nicht so, dass sozusagen sich alle Filme immer in eine bestimmte Richtung entwickeln, so evolutionsmäßig, sondern mit der dazu gewonnenen Sicherheit im Umgang mit dem Medium wird mehr ausprobiert. Und es werden ja heute auch immer noch so Arthouse-Filme gemacht, die einen ganz eigenen Style haben oder sowas wie Sin City, was irgendwie eine versucht, eine bestimmte Ästhetik zu erzeugen. Und in der Spielebranche ist das jetzt gerade so im Wandel. Also es wurde noch sehr lange also auf so Stereotype, die sich etabliert haben, zurückgegriffen. Und ein Fantasy-Spiel muss immer einen orchestralen Soundtrack haben und ein Action-Spiel muss immer oder so quasi diese Doom-Richtung so ein bisschen Industrial-Action-mäßig ist irgendwie eine dieser 5 Grundpaletten gewesen, die immer benutzt wird. Und inzwischen sind wir Komponisten, glaube ich, selbstbewusster geworden, dass wir sagen, okay, wir machen auch mal einen Soundtrack für ein Spiel, wie zum Beispiel Book of Unwritten Tales, was nur mit einem Klavier und einer Klarinette und einer Solo-Violine gemacht wird. Oder wir machen mal ein Spiel, das irgendwie zum Beispiel bei Rhyme ganz ist letztendlich auch ein orchestraler Soundtrack, aber das extrem noch über die Grenze der Tränendrüsen Melancholik sozusagen hinausgeht. Und da gäbe es jetzt noch andere Beispiele, wo man sagen könnte, Game-Komponisten trauen sich inzwischen einfach mehr. Das heißt, ich würde sagen, Reife und Evolution eines Mediums führt erstmal zu mehr Mut, weil man sozusagen das einfach schon besser kennt. Man weiß, wie bestimmte Dinge funktionieren und kann dementsprechend so sicher im Sattel sitzend sagen, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Und dementsprechend mehr Kreativität. Das heißt, ich würde, wenn du jetzt fragst, wie wird sich die Zukunft weiterentwickeln, es gibt den technischen Aspekt, dass einfach die Interaktivität der Musik noch besser wird und dass man auch gut orchestral produzierte Soundtracks dynamisch im Spiel anpassen kann und irgendwie noch filigraner auf die Spielerentscheidung reagieren kann. Aber es gibt eben auch den kreativ-ästhetischen Aspekt, dass einfach noch mehr die komplette Bandbreite an Styles ausgenutzt wird von Komponisten und man nicht immer versucht, irgendwie einen bestimmten Style nachzubauen. Hoffe ich zumindest, dass das passiert und ich möchte gerne selber einen Beitrag dazu leisten. Hier zufällig, wo ich das gerade gelesen habe im Chat, habt ihr den Schlusssong von Kingdom Come Deliverance gehört? Ja. Nee. Du meinst den, der bei den Credits läuft? Ich glaube, da hat sich auch einer was getraut. Ja, ich würde auch sagen. Würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie sogar eine von den Entwicklern zusammengestellte, die sitzen in Polen, glaube ich, ne? Oder nee, Quatsch, in Prag. Tschechien. Also tschechischen, genau. Okay. So eine tschechische Schrabbelrock-Band aus Entwicklern zusammengesetzt ist oder sowas. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe. Vogelfrei hat noch eine schöne Frage gestellt. Was würdest du sagen? Wie groß ist die Gefahr, dass das Digitale irgendwann echte Musiker und Sänger komplett ersetzt? Dass das komplett virtuell erzeugt wird, der Klang, und sich anhört wie ein Orchester, glaube ich nicht.
Also zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren oder sowas. Das heißt, wir werden ja immer orchestrales Grundmaterial benutzen. Wenn wir jetzt eine Sound Library benutzen, also so ein virtuelles Instrument, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann hat das ja irgendwann mal ein Orchester eingespielt. Also, sag mal, ein Teil deiner Frage ist so zu beantworten, dass das, glaube ich, immer auf echte Klänge aus der echten Welt zurückgegriffen wird, einfach damit man auch diese emotionale Verbindung dazu hat. Für die Orchester ist es aber natürlich blöd, wenn sie nur einmal so eine Library produzieren und dann irgendwie 100 Soundtracks damit gemacht werden, sag ich mal. Aber es wird sich trotzdem immer irgendwie echt und nach einem echten Orchester anhören. Ich glaube aber schon, dass die Gefahr groß ist, dass diese virtuellen Orchesterinstrumente immer mehr die echten Orchester verdrängen, auch im Filmbereich. Wenn man sich anschaut, was Hans Zimmer gemacht hat, nachdem er viel mit echten Orchestern gearbeitet hat, hat er gesagt, so, ich möchte jetzt gern einmal meine Hans Zimmer Orchester Library aufnehmen, hat seine eigenen virtuellen Instrumente gemacht, damit er nicht jedes Mal wieder mit einem Orchester zusammenarbeiten muss. Und das ist natürlich auch eine ganz nachvollziehbar pragmatische Herangehensweise, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt einmal viel Geld aus, dafür spare ich dann und habe mehr Kontrolle auf lange Sicht. Deswegen, das glaube ich schon, dass es diese Gefahr gibt und dass dass sozusagen der Bereich, in dem jetzt echte Orchester eingesetzt werden müssten, immer kleiner wird, weil auch die virtuellen Instrumente immer besser klingen. Ich wollte nämlich gerade sagen, also wie sich die virtuellen Orchestren in den letzten 10 Jahren entwickelt haben, das ist ja schon ein extremer Sprung. So vor 10 Jahren klang das alles noch sehr, sehr nach MIDI, wenn man sich jetzt heutzutage so Spitfire oder so anhört, die ja mittlerweile echt, also ich höre da kaum einen Unterschied mehr, wenn so ein Soundtrack eben von Spitfire kommt, im Das stimmt. Gegensatz zu einem echten Orchester. Ja, also Spitfire ist ein Hersteller von virtuellen Instrumenten. Und also ich würde sagen, wenn man als Komponist die Musik auf ein bestimmtes Orchesterinstrument, also ein virtuelles Orchester, maßschneidern kann. Man hört sich das virtuelle Orchester an und hört, in welchen Spielweisen das sich echt anhört und in welchen nicht so sehr. Dann weiß man, okay, Staccato, also so schnell kurz gespielte Töne sind bei der Library super. Und irgendwie, aber so, es hat so seine Schwierigkeiten mit den Fortissimo-Noten langgezogen oder sowas. Und man kann den Soundtrack dann darauf maßschneidern. Dann kann man den Soundtrack mit einem virtuellen Orchester bauen, der sich hundertprozentig echt anhört. Wenn es so ist, dass man eine ganz konkrete musikalische Vision umsetzen muss und eben nicht auf die Library Rücksicht nehmen kann, also auf diese virtuellen Orchester, dann wird man auch immer Dinge benutzen müssen, die sich eben noch nicht so hundertprozentig echt anhören. Dann fliegt es meistens auf. Aber wie gesagt, wenn man da die Freiheit hat und sagen kann, okay, ich kenne die Stärken meiner virtuellen Instrumente, dann kann man die nutzen und dann hört es sich echt an, sozusagen. Was war denn bis jetzt dein größtes Projekt, was du hattest? Das größte Projekt war Gothic 3. Also musikalisch gesehen, das war einfach aufgrund der beteiligten Musiker, insgesamt, wenn man alle zusammenzählt, waren es mehr als 120 Musiker oder sogar mehr, wenn man noch so diese Mittelalterband Corvus Corax und sowas mit dazu rechnet. Dementsprechend auch der größte Produktions- und Organisationsaufwand. Und das größte Projekt, was Musikmenge angeht, war The Long Journey Home. Weil für Gothic 3 habe ich ungefähr anderthalb Stunden Musik geschrieben und für The Long Journey Home 2 Stunden und 10 Minuten oder sowas. Okay. Wenn du jetzt beispielsweise, nehmen wir mal ein Durchschnittsprojekt, was du hast. Wie lange arbeitest du an einem Soundtrack? Also wirklich effektiv. Ich habe ja schon erzählt, dass ich so verzettelt arbeite und immer irgendwie zwischen den Baustellen springe. Das heißt, und ich werde jetzt auch nicht nach Stunde bezahlt, sodass man das in den Stundenlisten nachgucken könnte, sondern nach produzierter Musikminute. Deswegen ist das schwer zu sagen. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass ich für eine Minute ungefähr 1 bis 2 Tage brauche. Sodass du, wenn du das jetzt hochrechnest, wenn es eine Stunde Musik ist, ist es irgendwas zwischen 2 und 4 Monaten. Komplett. Also mit Komposition, Orchestration, also das Umschreiben der Melodien auf die unterschiedlichen Orchesterinstrumente, mischen und mastern. Das sind so die Post-Production-Schritte, dass es sich am Ende auch gut anhört auf allen Endgeräten. Würde ich jetzt mal sagen, bist du so bei ja, irgendwas zwischen 3 und 5 Monaten für eine Stunde Musik.
Das ist schon ordentlich. Das scheint dich schockiert zu haben, von der Reaktion her. Hast du mit weniger gerechnet? Nee, grundprinzipiell ist das bei mir einfach nur, ich versuche heute zu verarbeiten und vielleicht Ja. gegenzurechnen, wie lange brauchen jetzt Leute, die dann eventuell ein bisschen größeren Soundtrack machen, also ohne deinen Soundtrack jetzt in den Schatten zu stellen. Aber ich glaube, das ist vielleicht eine gute Frage. Denkst du, also du bist ja quasi Komponist, denkst du, dass der Umfang in einem Witcher-Soundtrack um ein Vielfaches höher ist als bei dir zum Beispiel? Nee, Also, glaube ich dass man nicht. vielleicht mal Also, einen Vergleich hat? erstmal, grundsätzlich kann man ja dadurch Zeit sparen. Das wollte ich noch ganz kurz in Klammern hinzufügen, dass man mehr Leute darauf ansetzt. Ne, wenn, also beim Film hast du teilweise nur eine Woche oder zwei Zeit, um den kompletten Soundtrack zu produzieren. Das heißt, wenn du nur einen Komponisten hast, muss der halt ordentlich Gas geben, aber dann hast du um den herum eine Infrastruktur, die am Abend das Notenblatt, was er an dem Tag produziert hat, schon aufbereitet, direkt mit dem Orchester aufnehmen lässt und dann wird das quasi so eine Maschinerie. Ne? Das habe ich ja nicht, wenn ich alleine arbeite, muss ich alles schön nacheinander machen. Das heißt, es gäbe Möglichkeiten, durch so Produktionskniffe die Zeit zu reduzieren, aber nicht unbedingt den Aufwand. Und jetzt zu deiner Frage, wenn ich jetzt den Gothic 3 Soundtrack und den Witcher 3 Soundtrack vergleichen müsste, glaube ich, dass es vom Aufwand her schon vergleichbar ist. Also, also ich würde nicht sagen, dass der Komponist von Witcher 3, der Adam, wie heißt er nochmal, Adam irgendwas, weniger Zeit investiert hat als ich. Und er arbeitet, er hat ja auch quasi eine Inhouse-Rolle, so wie ich bei Piranha Bytes auch, die kompletten 2,5 Jahre Gothic 3 Entwicklungszeit im Haus war quasi. Sodass es für ihn auch schwer sein wird, die Frage zu beantworten, weil er halt immer mal wieder Musik macht und dann was anderes macht oder zwischen Cyberpunk 2077 und Witcher 3 hin und her springt. Ne? Dass es immer schwer zu beantworten ist, aber so grundsätzlich wüsste ich nicht, warum er es da leichter oder schwerer hat als ich. Bei Witcher 3 waren es ja auch mehrere, Ach so, ja, teilweise. Also es okay. waren, glaube ich, drei insgesamt. Ah ja, das wusste ich Und gar nicht. was ich tatsächlich weiß, ist, dass die dabei auf Bibliotheken zurückgegriffen haben. Also es Ja. gibt wohl Bibliotheken für Spieleentwickler oder so, wo schon Melodien teilweise und Harmonien drin liegen. Deswegen hören sich manche Sachen, wie zum Beispiel das Thema von, wie heißt nochmal diese Insel? Ich habe den Namen der Insel vergessen. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Jedenfalls hat die ein ganz bestimmtes Thema. Und dieses Thema, Rügen. wie? Rügen. Genau, Die Rügen. Westdeutschen ziehen in den Jüst. Osten. Jüst. Und dieses Thema, Skellige, danke, Jan. Von Skellige. Das Thema kam wohl schon in einem Heroes of Might and Magic vor. Ah Deswegen ja, kam es super okay. vielen Leuten schon bekannt vor, weil es wohl ein sehr, sehr schönes Thema ist und die Leute total verwirrt waren, warum plötzlich da die Musik herkommt. Also, die haben wohl auch ein paar Abkürzungen benutzt, Ja. was jetzt ihre Arbeit nicht weniger schätzenswert macht, aber die haben da auch ein bisschen offensichtlich Zeit sparen müssen. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, die Produktion ist natürlich, muss auch aufgrund des Aufwands insgesamt extrem gestreamlined werden. Ne, da kann man sich das teilweise nicht erlauben, einzelnen Bereichen so super viel Kreativität und Zeit einzuräumen. Auch, also bei mir geht auch ganz viel das Motto Qualität durch Iteration. Also eine Iteration ist immer sozusagen ein Überarbeitungszyklus von einem Musikstück. Und ich habe, als ich noch bei Piranha Bytes angefangen habe, war ich in so einem Denkmodus, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das unbedingt erst perfekt machen und dann gebe ich es dem Kreativdirektor und setze es dem Feedback aus. Dementsprechend habe ich sehr lange an einem dieser Zyklen gearbeitet und dann hat er gesagt, nee. Mach normal, ne? Das heißt, viel Arbeit für den Papierkorb. Inzwischen bin ich da viel offener, kann auch mit der in Anführungsstrichen Kritik dann besser umgehen, dass ich sage, okay, ich habe hier was Halbfertiges, wie findest du das? Dann machen wir gemeinsam kleine Schritte und dementsprechend braucht man auch einfach viel Zeit, die jetzt nicht aktive Kompositionszeit ist, aber die sozusagen zur Verfügung stehende Zeit auf der Zeitachse der Produktion ist. Dass man sagen kann, okay, wir gehen jetzt nochmal ran und machen nochmal was anders, was vielleicht noch nicht so hundertprozentig gut funktioniert hat. Und dadurch kann man dann so die letzte Qualität rauskitzeln, wenn man die Zeit dafür hat, eben noch zu iterieren, also noch ein paar dieser Schleifen zu drehen. Und wenn ich mir jetzt Witcher 3 vorstelle, wenn die da schon solche Tricks nutzen mussten, um irgendwie, also quasi Library-Musik zu verwenden, dann werden die wahrscheinlich
nicht viel Zeit gehabt haben, da nochmal drauf rumzukauen auf so einem Stück. Wobei der Soundtrack fantastisch ist. Also ich finde den sehr, also ich finde, Witcher hätte, dadurch, dass das auch so einen eigenen Stil hat und so eine eigene Heldenfigur quasi geschaffen hat, einen eigenen Typen Helden geschaffen hat, hätte ich Witcher insgesamt noch mehr Eigenständigkeit im Soundtrack gewünscht. Also ich finde, das hätte noch irgendwie eine eigene Handschrift bekommen können in den Details. Ich finde es teilweise etwas zu generisch eigentlich für so eine große Produktion. Aber von der Qualität der Musik, sage ich mal, also Produktions- und Soundqualität der Musik her, ist es natürlich bombastisch. Wo du gerade generisch sagst. Ich habe letztens gehört, dass gerade bei Filmen momentan so Mode ist, dass man Musik eher mittlerweile in den Hintergrund setzt. Also verglichen mit so John Williams Komposition, dass man wirklich dieses Thema raushört und es sich merkt und noch in 20 Jahren es mitsummen kann. Dass Regisseure mittlerweile darauf achten, dass die Musik eben nicht solche Themen hat, sondern einfach nur eine Stimmung im Hintergrund produzieren soll, aber gar nicht mehr so krass auf Melodien ist. Hat man das mittlerweile auch in Spielen? Oder besteht die Gefahr, dass das irgendwann auch dahin gehen wird? Und ist das überhaupt eine Gefahr? Also ist das überhaupt schlecht? Also zunächst mal würde ich noch zu der Annahme vor deiner Frage gehen. Ich glaube, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass sozusagen die stilistische Bandbreite immer größer wird. Ich würde sagen, dass das Feld der Filme, die sehr auf Musik setzen und sehr auch gerne so ein bisschen, sag ich mal, dick auftragen in der Musik, auch weiterlebt, dass eben zusätzlich noch der Bereich erweitert wird um Projekte, die sich mehr Stille zutrauen oder mehr eben dezente Musik zutrauen, einfach um das auszuprobieren. Das funktioniert für bestimmte Filme wahrscheinlich auch sehr gut. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine erkennbare Tendenz ist, weil dafür sind so die letzten Soundtracks, die rausgekommen sind, einfach immer noch sehr dominant und sehr pompös. Aber ich glaube, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass das Gleiche eben auch in Spielen passieren wird, dass damit mehr experimentiert wird und dementsprechend auch mehr mit sowas wie Stille und oder ja, dem bewussten Einsatz von Stille sozusagen gearbeitet wird. Ich habe jetzt bei einem Slath, bei Markus auf dem Kanal ein Spiel gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, müsste ich mal nachschauen. Das hat er jetzt also gestern, glaube ich, gespielt. Da war so wenig Musik drin und wenn, dann war es so gezielt eingesetzt für Bosskämpfe. Dass ich glaube, das haut so genau in deine Kerbe, ne? Dass das insgesamt ein bisschen runtergefahren wird, aber dann andere Dinge im Spiel, andere Aspekte eben dafür sorgen, dass diese emotionale Botschaft trotzdem ankommt beim Spieler. Eine ganz bewusst gewählte Farbpalette und eine ganz bewusst gewählte Erzählperspektive. Ansonsten würde man den Spielenden so ein bisschen die emotionale Substanz nehmen, wenn man die Musik ausschaltet, habe ich zumindest häufig das Gefühl. Aber das ist in dem Spiel jetzt als Beispiel sehr gut gelungen gewesen. Ja, Bloodborne zum Beispiel macht das ja auch. Da hast du nur bei den Bosskämpfen und an ganz bestimmten Stellen eben Musik. Aber den meisten Fällen ist wirklich Stille oder wirklich nur diese Umgebung, so Wind hörst du dann und sowas. Total schön, ja. Kann auch gut passen, ja. Ja. Ich lese gerade im Chat, Daneless hat geschrieben, die Szene im aktuellen Star Wars-Film, bei der einfach kein Ton kommt, war irgendwie echt krass. Das ist natürlich, also was ich gerade auch meinte mit bewusstem Umgang mit Stille, gerade wenn man ansonsten die ganze Zeit Musik hat und dann sagt, okay, wir schalten sie jetzt aus. Das ist natürlich so eine extrem effektvolle Wirkung, ne, mit der man ganz viel auch noch erzählen kann. Und das finde ich auch super gemacht in Star Wars-Filmen. Hast du eigentlich manchmal das, weil ich dir gerade so schön gelauscht habe, hast du manchmal selber so das Gefühl, dass du mal aus deinem eigenen Stil rausbrechen willst und mal was anderes machen möchtest? Weil du hast ja doch eher, ich bin jetzt kein Musikfachmann, aber ich würde es jetzt eher so melodisch bezeichnen, wie du gesagt hast, vorhin auch so ein bisschen gefühlvoll. Hast du da manchmal das, möchtest du manchmal da raus? Oder fühlst, also ich meine, du wirst dich ja sicherlich wohlfühlen, sonst würdest du es ja nicht machen, aber willst du mal manchmal was anderes machen? Ja, also ich habe jetzt das Jahr 2016, was ich jetzt hinter mir habe, ist für mich das Jahr der neuen Musikrichtung gewesen. Deswegen kann ich mich im Moment nicht beklagen. Also sogar so weit, dass ich komplett aus meiner Fantasy-orchestrale Mittelalter-Komfortzone rauskatapultiert wurde und für Pizza Connection 3 jetzt Jazzmusik gemacht habe, für Aquanox so Heavy Metal, Industrial, Electronic Dance Music Elemente teilweise sogar schon. Okay, The Long Journey Home war
teilweise auch mit in meiner Komfortzone, aber es war eben ein sehr emotional narrativer Soundtrack. Und dann mache ich jetzt gerade noch einen anderen Titel, der wieder komplett was anderes ist, der also auch in einer völlig anderen Zeit spielt, mit völlig anderen Instrumenten arbeitet. Und das habe ich als sehr, sehr schöne Chance wahrgenommen. Also ich habe das nicht als unangenehm empfunden, was anderes machen zu müssen, sondern, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dann ist wieder ein völlig neuer Raum, der mit Musik zu füllen ist. Und diese Herausforderung finde ich persönlich sehr schön. Deswegen freue ich mich auch darauf, dass das so bleibt. Also dass ich immer wieder auch sozusagen nicht für ein bestimmtes Genre gebucht werde, sondern eben auch auf unterschiedliche Projekte mit völlig unterschiedlichen Zielrichtungen gesetzt werde. Aber nochmal, du hast von Pizza Connection den Soundtrack gemacht, ja? Pizza Connection 3, das kommt jetzt in ein paar Tagen raus. Nicht von den Vorgängern, ja. Okay, großartig. Ja. Wann kann man das kaufen? Jetzt verkauft das Spiel. Ich glaube am 2. Pizza Connection 3 kommt, wenn ich mich nicht vertue, am 22. März, also in ungefähr einer Woche. Oder was haben wir denn heute, den 18., ne? Also in vier Tagen raus. Vier Tage. Ja, genau. Zielgerade. Den Soundtrack für Pizza Connection 3 habe ich zusammen mit zwei Komponisten aus Berlin gemacht, mit Felix und Paul von Only Sound. Und das war auch nochmal was Neues. Also nicht nur das Jahr der neuen Musikrichtung, sondern auch das Jahr der neuen Arbeitsweisen quasi, weil wir hier teilweise zu dritt an meinem Keyboard standen. Also ich bin hier gerade in meinem Studio und so eine Art Komponisten-Jam gemacht haben. Also einer hat eine Melodie angefangen, ist dann zurückgegangen, haben die Aufnahme laufen lassen, dann ist der nächste dran gegangen und hat die Melodie weitergespielt. Und so ist das Titelthema zum Beispiel von Pizza Connection 3 entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen mal gucken, wie weit man dieses Collaborative Composing quasi zusammen komponieren treiben kann. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war super schön. Mal was völlig anderes. Und ach, jetzt sehe ich gerade im Stream, dass ihr so nett seid, die Steam-Seite zu zeigen. Das ist ja fantastisch von euch. Danke sehr. Genau, dieses Spiel da ich würde mal sagen, wir haben es immer so Disney-Pixar-Jazz-Musik genannt. Also so eine Musik, die auch in einem Film wie Ratatouille oder also in so einem charmanten Disney-Film gut passen würde, weil der Artstyle auch ein bisschen so ist. Also orchestral, entspannt, aber jazzig quasi. Wir haben auch mit echten Instrumenten gearbeitet. Wir haben Posaune, Trompete, Saxophon, Klarinette, Gitarre und noch ein paar andere Instrumente selbst aufgenommen. Also nicht selbst, wir haben sie nicht selbst gespielt, sondern wir haben sie von Profimusikern aufnehmen lassen. Okay. Ich bin gespannt. Pizza Connection hat ja so einen Nostalgiewert, habe ich gehört. Weil jedes Mal, wenn man Pizza Connection sagt, ja, das habe ich früher auch gespielt. Ich habe Pizza Connection nie gespielt, aber jetzt ziehe ich mir das rein, weil du den Soundtrack gemacht hast. Ach, das ist ja lieb von dir. Danke sehr. Ja, vielleicht bin ich jetzt ein heimlicher Fan. Aber Gothic spiele ich trotzdem nicht. Das tut mir leid. Also Pizza Connection, ich meine, da es um Pizza geht, ist das ja ein Spiel, auf das sich eigentlich alle einigen können, oder? Das ist doch so ein, ich meine... Eigentlich müsste es Burger sein. So, der Burger ist die neue Pizza von heute. Burger Connection 3. Ja. Okay, ja. Gibt es eigentlich schon einen Fastfood-Simulator? Ich glaube schon. Ja. Fastfood-Tycoon oder sowas, ne? Ja. Wie heißt das? Ja. Für alle Simulatoren. Ja, stimmt. Vogelfrei ist heute, glaube ich, die Fragestellerin Nummer 1, habe ich das Gefühl. Ist auch eine schöne Frage. Gibt es ein absolutes Traumprojekt, das du gerne mal machen würdest? Außerhalb der Gaming-Branche oder Künstler, mit denen du unbedingt mal zusammenarbeiten möchtest? Das ist übrigens eine Frage, das würde ich an alle stellen wollen. Ja. Das heißt, Sally darf wieder anfangen, ja? Nee, danke. ich arbeite gerade an einem absoluten Traumprojekt außerhalb der Games-Branche, nämlich mein eigenes Album Journey Home. Das ist per Kickstarter finanziert. Es haben sich ganz viele Unterstützer bereit erklärt, mir da zu vertrauen und mir dafür Geld zu geben. Die Kampagne war 2014. Das heißt, wir haben jetzt 2018. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich es mir mit meiner treuen Community da ordentlich verscherzt habe, indem ich jetzt viele andere Projekte in der Zwischenzeit gemacht habe. Da fühle ich mich auch nicht gut mit. Das ist auch kein böser Wille gewesen, sondern einfach, ich habe jetzt die Gelegenheit bekommen, wieder nach 8 Jahren Pause in die Games-Branche zurückzukommen und Spielemusik machen zu können. Und da habe ich mir natürlich dreimal überlegt zu sagen, Aquanox, nee, ich kann gerade nicht. Ne? Deswegen habe ich halt dann andere Projekte dazwischen geschoben. Ich mache jetzt aber in meinem Stream mein eigenes Album Journey Home zu Ende, zusammen mit den Zuschauern.
Und das ist nochmal so ein Herzensprojekt außerhalb der Games-Branche, weil ich da wirklich meine eigene Musik machen kann. Das ist nochmal was völlig anderes, ne? Also es geht auch bei mir, also die Namensgleichheit zwischen The Long Journey Home, dem Spiel, und meinem Album Journey Home ist nicht zufällig, weil Andy Suika, der Kreativdirektor, und ich beide in so einer Phase unseres Lebens waren, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was uns wichtig ist und was so unser Home ausmacht und ob wir wirklich den Großteil der Zeit in Dinge investieren, die nah am Herzen sind, sozusagen. Und ich habe das umgesetzt in ein eigenes Album und er hat eben das umgesetzt in diese spielerische Reise zurück nach Hause. Und dementsprechend ist mir dieses Album super viel wert. Und da werde ich jetzt noch bis Sommer ungefähr oder vielleicht noch ein bisschen länger dran arbeiten. Und da jetzt auch noch die Frage war, mit welchen Künstlern ich gerne zusammenarbeiten würde. Für mich persönlich würde ein Traum wahr werden, wenn die liebe Lara Loft singen würde auf meinem Album. Wir machen jetzt Anfang April zusammen einen Musikstream. Das heißt, ich fahre zu ihr nach Berlin und spiele Klavier und sie singt dazu. Sie weiß von ihrem Glück noch nichts, aber ich werde dann sie mal fragen, ob sie, also von dem Musikstream weiß sie schon, das haben wir schon lange geplant. Aber ob Lara, da, ich bin Kai Rosenkranz, ja. kennst du mich schon? Ich hab, hast du wolltest heute Abend nicht streamen, ich bin dein Gast, ne? Genau. Ich spiel, begleite dich. Die war schon mal Gothic gespielt. Sehr gut. Das ist auch mein Raid. Nein, nein, das ist also mit dem Musikstream, das ist schon geplant, aber dass ich sie dann auch fragen möchte, ob sie nicht vielleicht auch einen Song singen möchte für mein Album, davon weiß ich noch nichts. Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht zuschaut. Aber das wäre noch ein absoluter Traum, weil ich finde, dass sie eine super, super schöne Stimme hat und die würde auch sehr gut passen zu einem Album. Du, Lara, Kai sitzt gerade in Blankenstack. Der hat gefragt, ob du eventuell auf seinem Album den Song singen kannst. Der würde sich, glaube ich, super freuen. Also Oh tu mein einfach so, Gott. als wenn du das nicht wüsstest, wenn er das nächste Mal bei dir ist. Ja? Du Ungeheuer. Ist kein Aber Problem, wer weil ich gern weiß, gemacht werde. vielleicht auch der Türöffner. Ja, mal gucken. Ich habe es Also nicht abgeschickt. das finde ich super. Hast du nicht abgeschickt? Nein, mach das selber. Okay, Wenn du willst, das kann ich machen das wir. machen, ist kein Problem. Nein, nein, ich mache das selber. Ist okay, ich frage sie. Ja, beantwortet das die Frage? Ich glaube schon, ne? Die Frage nach den Herzensprojekten außerhalb der Games-Branche und mit welchen Künstlern ich gerne zusammenarbeiten würde. Ansonsten würde ich auch gerne mal einen Film-Soundtrack machen. Hätte ich auch Lust drauf, ist mal was völlig anderes, aber ich glaube, da den Fuß in die Tür zu kriegen, ist halt echt schwierig. Deswegen mache ich mir da noch keine Hoffnung. Du kannst meine Werbung vertonen, wenn du möchtest. Die ist sehr gut. Ehrlich? Darf ich das machen? Lass mich raten, es gibt kein Budget, aber ich darf mit dir zusammenarbeiten. Natürlich. Das höre ich zum ersten Mal. Dafür schicke ich dir auch ein paar Leute rüber zum Zuschauen dann. Sehr charmant. Das höre ich zum ersten Mal, finde ich schön. Oh, wow. Habt ihr Aber es beide gibt echt. irgendwas, was ihr gerne mal machen wollen würdet? Erzähl's, Libby. Ich habe die Frage schon häufiger tatsächlich beantwortet, glaube ich, im Plankenschnack. Echt jetzt, ja? Ich würde gerne einfach wieder ein bisschen mehr Musik machen. Also, mein Traum wäre tatsächlich einfach mal irgendwie nach Island, mich für einen Monat lang mit Gitarre und einem Computer, wo mich aufnehmen kann, mich in eine Hütte einsperren, ohne Internet, ohne alles. Und einfach mal einen Nice. Monat lang was aufnehmen. Würde ich und komponieren, also selber schreiben halt Lieder. Und hast du Island gewählt, weil du diese raue Umgebung aufarbeiten möchtest, quasi musikalisch, oder Weil es das einfach Erste weil ist, es da was so mir ruhig ist? einfällt, wo es halt absolute Isolation, glaube ich, gibt. Halt, also ich weiß nicht, ich würde sowieso gerne mal nach Island, weil, ich weiß nicht, sagt dir Sigur Rós was, die Band? Die haben ein unglaublich gutes Live-Album aufgenommen, Kann wo ich sie nicht, nee. super viel von der Insel halt zeigen. Die kommen halt daher. Und es ist einfach eine wunderschöne Insel. Und würde ich gerne mal machen. Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Und wann machst du es? Ich meine, was hält dich zurück? Leben. Okay. Aktuell. Ich. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Nils, wolltest du die Frage an alle stellen, ne? Genau. Dann, was ist mit dir, Sally? Hab da gerade nichts zu sagen. Urlaub wäre was Schönes. Das würde ich mir wünschen. Mit meinem Mann 2 Wochen lang Urlaub. Das hört sich wirklich gut an. Ja, das hört sich toll an, ne?
Der letzte ist jetzt fast 7 Jahre her. Urlaub wäre echt schön. Das ist so ein Streamer-Ding, oder? Also mit der Hälfte der Streamer, mit der ich auf der DreamHack gesprochen habe, die muss ich erstmal erklären, was Urlaub nochmal war. Die konnten sich da nur vage dran erinnern. Aber ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, ihr sozusagen geht ja auch einen Vertrag mit den Viewern ein, dass ihr irgendwie regelmäßig da seid. Upsala, Verzeihung, ans Mikro gekommen, die verlassen sich ja auch da drauf, ne? Und dieses Gefühl von Pflichtbewusstsein und Verbindlichkeit der Community gegenüber ist wahrscheinlich total stark. So kann ich mir das vorstellen. Ja, ich fasse das mal als Ja auf, die lange Stille. Das hat man halt irgendwann als Drive drin, so. Das wirst du auch nicht mehr los, weil du dir dasselbe irgendwann antrainierst. So, also ich sag mal, alle, ja, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber alle Erfolgreichen sind halt voll committed, so, die sind da drin. Komplett. Und hat das, also wenn ich mal so persönlich fragen darf, ne? Gibt es Dinge aus der Zeit vor dem Stream, die ihr vermisst, wo ihr sagt, das ist sozusagen jetzt unter die Räder gekommen, weil ich jetzt Streamer bin? Ja, Ja. reales Leben. Schon so krass, ja? Ja, ich habe keins. Also doch schon wieder jetzt, aber ich hab 4 Jahre keins gehabt, ja. Ich glaube, weißt du, letztens habe ich mich ins Bett gelegt, ne? Und es gibt ja diesen Spruch, Life on a fast lane. Und das Leben ist life on a fast lane. Weil wenn du mal einen Tag nichts machst, stellst du erst mal fest, wie lang ein Tag wirklich ist. Also wirklich, wie lang 18 Stunden sind. Wenn ich das mitkriege, wie schnell 4 Jahre oder 4,5 Jahre umgegangen sind, kommt mir wie gestern vor. Also das ist wirklich Fastlane, 240 Meilen pro Stunde, gib ihm. Und dann so, ich glaube, wenn du 2 Wochen Urlaub hast, das fühlt sich an, als wenn du in die Vergangenheit reist. So langsam ist das. Ich sehe gerade meine Frau im Chat, die hört jetzt natürlich sehr gut zu, hat sie auch geschrieben. Und liebe Nina, wenn du merkst, dass ich mich hier drin völlig verliere, dann tritt mir in den Hintern, ja? Ich möchte für euch nach wie vor da sein, auch nach 2 Jahren noch. Aber Nils, da Ja. hast du gesagt Fastlane, ne? Würdest du auch sagen, dass also wenn du jetzt wirklich dich 18 Stunden am Tag einer Zuschauerzahl aussetzt, ja? Du musst ja immer ein gewisses Energieniveau haben. Du musst konzentriert sein, du musst voll da sein. Ich kann mir das vorstellen, dass das halt auch einfach nochmal anstrengender ist, als würdest du jetzt 8 Stunden irgendwo in einem regulären Job sitzen, wo du eben nicht diese permanente Sichtbarkeit hast. Und also, ich habe jetzt ja irgendwie ein paar Streams, eine Handvoll Streams hinter mir und ich bin am Ende geschaffter als nach einem Gamescom-Messetag, hatte ich das Gefühl. Ich meine, das ist jetzt für mich auch noch alles neu gewesen, aber ist das bei euch auch so, dass ihr danach so echt körperlich K.O. seid, weil ihr die ganze Zeit voll da sein müsst? Ganz und gar nicht. Das Bei ist dir aber, nicht? Hm? weil ich meine Streams vielleicht auch nicht so als Entertainer angehe wie vielleicht Dizzy. Ja. Für mich ist der Stream das Teilen von Videospielen, von Geschehnissen, die da drin passieren, wo man danach, ne, wo man vielleicht alle zusammen da gesessen ist und ein Tränchen verdrückt hat oder gelacht hat und sich gefreut hat. Und diese Anstrengung, die ich von einigen höre, die danach einfach fix und fertig sind, das habe ich gar nicht. Okay, Ganz, das ist ganz gut. und gar nicht. Also, dass es mich eben anstrengend zu streamen, ganz und gar nicht. Ich werde nicht mehr müde. Krass. Ich werde nicht mehr müde. Also, das ist ganz, wirklich ganz selten, dass ich richtig groggy bin. Du machst jetzt ja aber einen super entspannten Eindruck. Das heißt, es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass du irgendwie immer so einen Adrenalin-Flash die ganze Zeit hast, oder? Du bist schon routiniert genug, dass du da irgendwie so durchgleitest durch Streaming, oder meinst du, das könnte Es auch ist drin? Routine geworden, ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist das viel Routine. Es ist auch, ich glaube, mein bester Freund macht das immer ganz deutlich. Wenn wir uns Montag sehen, sagt er, bist du ein anderer Mensch als vor der Kamera. Bei mir ist Okay. das wirklich, sobald ich da drauf drücke, ist alles hochgefahren. Also instant. Das Potenzial ist da. Wann es Das alle ist krass. ist, hängt immer davon ab, wie der Tag läuft. So. Also ich würde auch eine Woche
bestimmt 10 Stunden durchbauen können jeden Tag. Und danach immer noch was machen. Das Ding ist halt vor und nach ist halt auch immer noch eine Menge. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Routine geworden, was aber nicht die Emotionen unterbindet, die man wiedergeben möchte. Das hatte ich auch nicht den Eindruck. Ich habe dich ja heute im Stream gesehen. Also das sieht nicht so aus, als hättest du dich da sozusagen leer gestreamt. Ne? Du bist immer noch voll da. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass der Teil, der sozusagen aufgrund der mangelnden Routine eben noch so eine gewisse Aufregung oder so ein, ja, so ein, wie soll ich das nennen? So dieses Gefühl, einfach abliefern zu müssen und dadurch sich selber unter Strom zu setzen, dass das mit der Zeit aufhört, weil man sich auf sich selber verlassen kann und du weißt, dass das funktioniert. Also das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer, okay. Ja. Also wenn ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sprechen darf, wenn wir ehrlich sind, ich teile das immer. Ich habe zum Beispiel gerade sehr viel emotionalen Druck, weil ich habe jetzt eine ganz lange Periode gehabt, in dem ich ein Riesenwachstum hatte. Ja. Und jetzt gerade ist so eine Flaute, wo einfach keine Spiele da sind, wo ich meinen Charakter ausspielen kann, so wie ich bin, wo mein Stream halt gut ist. Und das geht halt runter. Und das sind halt Momente, und das merke ich auch selber, das habe ich heute gerade auch mit meiner Freundin besprochen, du fängst halt wirklich an, das emotional falsch zu verarbeiten, weil du versuchst, die Fehler zu suchen, du versuchst, noch mehr Power reinzugeben. Ja. Einfach nur, um das wieder auszugleichen und den Kahn nach oben zu ziehen. Obwohl das eigentlich nicht deine Schuld ist, sondern es einfach nicht die Leute trifft. Ja. Und dadurch entsteht noch mehr Druck. Das kommt nachher, wenn du Sponsoren hast. Also ich habe mittlerweile nun glücklicherweise nicht ganz so unbekannte Namen, sag ich mal, unten drunter stehen. Und das ist auch nochmal extra Druck, dass du wirklich jeden Abend guckst du, okay, scheiße, ging nicht. Okay, wie geht's weiter? Muss wieder nach oben, so. Es muss wieder zu der alten Stärke. Ja. Und das wird nicht weniger. Also du wirst hast später, also bei mir ist es so, du hast qualitativ noch einen viel höheren Anspruch, weil du halt, um dich von der Masse abzuheben, musst du einfach immer einen Schritt voraus sein. Ja. Und bei mir ist es halt so, seitdem ich umgezogen bin und hier wohne, versuche ich eigentlich immer schon 2 Schritte vorauszugehen. Ja. Und es ist schwer. Mann, krass. Ja. Also es ist schwer und ich glaube, wenn du irgendwann diesen Punkt erreicht hast, dass du immer mehr möchtest, also nicht im Sinne von also ich spreche es jetzt extra an, nicht im Geldsinne, sondern vom Entertainment-Wert her, dass du deinen eigenen Wert immer höher treiben willst, dann wird's fies irgendwann. Ja. Aber ich finde es gut. Ich selber brauche das auch, damit du... Also ich habe immer noch, und das sage ich immer wieder, ich habe immer noch nach 4 Jahren oder jetzt die 4,5 Jahre, habe ich immer noch denselben Drive wie im ersten Jahr. So, ich freue mich, wenn ich um 12 draufdrücken kann. Also ich saß heute Morgen um 11, habe alles fertig gehabt und habe mir so gedacht, Mann, ich will jetzt anfangen. Ja. Will jetzt schon. Ja. Und du musst dich halt irgendwann bremsen. So. Du musst sagen, nee, du brauchst auch mal Ruhe, weil du bist halt selber nicht mehr so gut, wie du eigentlich sein könntest. Fahr mal kurz ein bisschen runter. So. Aber Also so wie ich dich einschätze, es gibt ja immer die Streamer, die sagen, die gucken nicht auf die Viewerzahlen, das interessiert sie alles nicht. Ne? Ich glaube, dass sich das nicht aus dem Grund interessiert, weil Viewerzahlen Geld sind, sondern weil du halt du bist Entertainer. Und das ist wie wenn du in einem Raum bist irgendwie und du erzählst Witze oder sowas und du weißt nicht, ob da überhaupt jemand ist, weil du niemanden siehst, das Licht blendet dich und so weiter und du hast einfach nicht diese Interaktion mit dem Publikum, du kriegst nicht die Resonanz und das glaube ich schon, dass das extrem schwierig macht und dass du dich auch von diesem Druck irgendwie abliefern zu wollen für die Community nicht lösen kannst. Also du kannst nicht den Schalter umlegen und sagen, okay, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Das heißt, du könntest höchstens versuchen, dir so Phasen zu schaffen, wo du dir zumindest mal irgendwie einen Abend in der Woche oder an einem streamingfreien Montag oder sowas versuchst, das echt auszublenden, was zu machen, was nichts damit zu tun hat. Irgendwie komplett mal dich auf was ganz anderes zu konzentrieren und dann wieder aufzuladen. Das Problem als Streamer ist einfach, dass du, egal wo du bist, auch wenn du gerade nicht streamst, die ganze Zeit halt das Themenblatt über... Mit den Themen, über die du halt im Stream zum Beispiel reden kannst oder was du aufschnappen kannst, halt die ganze Zeit auch füllst. Also sagen wir, du gehst ins Kino und du guckst diesen Film im Prinzip nicht nur für dich alleine, sondern so,
dass du ihn morgen im Stream quasi auch den Leuten wiederum erzählen kannst. Ach, das ist ja interessant. Ja. Das verändert sich dein Mindset halt so ein bisschen. Ja. Ich kannte das von mir selber auch, als mir dieses ganze Social-Media-Zeug noch relativ neu war, dass du einen anderen Blick entwickelst und sagst, okay, ich habe jetzt eine schöne Situation im Urlaub, bin irgendwie am Strand und du siehst das virtuell schon durch deine Handykamera und überlegst, dass du es jetzt auf Instagram posten könntest. Das ist irgendwie total krass, oder was das mit uns macht. Auf der einen Seite schön, weil man irgendwie ja dadurch so ein globales Netzwerk irgendwie hat und irgendwie auch mitbekommt, was bei seinen Freunden gerade ist und was denen so wichtig ist und so. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch, zieht uns das sehr aus dem Hier und Jetzt irgendwie in eine andere Welt, anstatt dass man die Momente noch anständig genießen kann. Ja. Das habe ich zum Beispiel aber nicht. Das ist gut. Also das sage ich mir zum Beispiel, wenn ich reise. Ich nehme mir immer vor zu vloggen, weil Vloggen macht echt viel Spaß. Ja. Aber ich habe Momente, wo ich wirklich sage, ey, nee. Nee, mache ich nicht. Hau ab. Also ich setze zum Beispiel, Taxis sind so wunderschöne Übergänge, wenn du durch die Stadt fährst und lass ich die Kamera einfach drinnen. So. Oder ich habe mir jetzt halt selber noch gesagt, weil mir halt so langweilig ist nebenbei, ich fange noch Instagram-Stories an und mache das auch noch. Und gestern war so ein Tag, da habe ich nur Fotos gemacht und habe keine Videos gemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, das ist unpassend. Das verrückter meine. Kerl. Ja. Aber das ist bei mir zum Beispiel gar nicht so. Aber es spielt sich so unglaublich viel eigentlich in diesem Job ab, dass du das gar nicht los wirst. Es wird immer verrückter. Also dadurch, dass ich jetzt noch einen Freund habe, der genauso behämmert ist eigentlich und noch viel behämmerter, sind wir eigentlich nicht zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt weniger, sondern wir sagen einfach, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt noch mehr. Ja, ja. Und das ist so verrückt, wie die... wie die Limits, also ich weiß ja nicht, du hast ja gesagt, du bist mit Andi sehr gut befreundet und ihr macht da, denke ich, auch ein bisschen was zusammen. Ja. Ich denke auch, dass es bei euch so ist, dass ihr eure Grenzen immer weiter verschiebt, weil es einfach zusammen, man lacht viel, man macht gemeinsam was und dann macht man hier noch was und da noch was und dann kommt einem hier noch eine Idee und dann arbeitet man da noch dran und hier und da und dran und es wird eigentlich gar nicht weniger, obwohl man sagt, ey, wollen wir nicht einfach nur essen am Montag? Ja, das stimmt. Genau, also das ganze Thema kommt ja auch aus einer inneren Begeisterung heraus. Also auch, dass man seiner Community zeigen will, was man gerade Schönes erlebt, ist ja nichts irgendwie Künstliches, sondern das ist ja das ganz authentische Gefühl, da sind Leute, denen bin ich wichtig, denen möchte ich was zurückgeben, ich möchte sie mitnehmen und so weiter. Das heißt, es ist ja eine ganz ehrliche, positive Emotion und davon kann man sich auch nicht wirklich freisprechen. Und bei Andi und mir ist es jetzt auch noch so, dass wir auch beide schlecht Nein sagen können. Also wir schaufeln uns immer noch mehr und noch mehr und noch mehr drauf und verzetteln uns dann irgendwie. Das heißt, das hast du gut erkannt, dass da sozusagen immer Grenzen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von 2 Tagen gezogen werden. Oder 5 Minuten. Ja, manchmal 5 Minuten. Genau. Der Andi schreibt auch gerade im Chat, dieses Gefühl, alles dokumentieren zu müssen, so habe ich es jetzt interpretiert zumindest, weil er ist ja gerade in den USA und streamt irgendwie aus den Messehallen, das kennt er gerade auch sehr gut. Und man kann den Moment da nicht genießen. Ja, also zumindest kann man ihn nicht für sich selber genießen. Ne? Man macht ihn zu einem öffentlichen Moment und blickt dadurch auch mit anderen Augen drauf, was könnte den anderen gefallen, was ist für die anderen gerade interessant, anstatt dass man irgendwie das nur für sich hat. Ich glaube, so diese Momente, die man nur für sich und seine Familie hat oder Freunde hat, die werden halt einfach echt weniger. Aber dafür werden sie immer umso schöner. Das stimmt. Man lernt es halt irgendwann wertschätzen, glaube ich. Ja. Sind wir ganz schön weit abgedriftet. Die Sally sitzt da und denkt sich, ich mache mir diesen Stress gar nicht. Ne, ich denke mir, dass du halt... das ist, wenn du einen Schritt zurücktreten musst von dem Ganzen, was du gerne machst, dann bist du in einer Situation, die halt nicht so schön ist. Sprich, gesundheitlich oder so. Und da denkst du dir so, Ich muss sagen, ich habe das immer sehr gut gehandhabt. Könntest du bitte runtergehen? Ich streame zum Beispiel am Wochenende selten. Weil ich die Zeit mit meinem Mann verbringe. Ja. Auch meine allgemeinen Stream-Zeiten, die hab nicht direkt ich mir ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, hey, so morgens, mittags, da streamt keiner. Ja.
alle meins, sondern ich streame die Zeit, die mein Mann nicht im Haus ist. So, der geht auf die Arbeit, dann irgendwann hast du deinen Haushalt gemacht und was soll ich jetzt machen? Ne? Ja, geil, zocken, mit anderen Leuten teilen und so sind meine Streamzeiten auch entstanden und zu... Warte mal kurz. Stefan, kannst du kurz mal von der Couch kommen und deine Frau besuchen? Nur fürs Internet, ganz kurz, 2 Sekunden. Kannst weiterreden. Der ist gerade eben nach Hause gekommen und hat sehr schlechte Laune, weil die Polizei ihn angehalten hat mit dem Auto. Also, ja, dann ist doch noch umso besser. Nee, das machen wir nach dem Stream, da bin ich gespannt. Er hat sehr schlechte Laune. Das ist bei uns übrigens auch so. Ich habe ja, wie gesagt, bisher nur eine Woche, aber ich streame in den Zeiten, wo entweder meine Töchter beim Ballett sind oder alle aus dem Haus sind wegen irgendwie anderer Gruppe oder sonntags abends, weil das da sind alle im Bett und ich habe einen Abend am Wochenende, wo ich sozusagen mich um mein Streaming kümmern kann und der Samstagabend ist aber unter einer Käseglocke beschützt sozusagen als Familienabend, wo ich dann auch mal ein bisschen Zeit auch mit meiner Frau habe. Und ich kann sagen, die erste Woche hat es geklappt. Ist aber meine erste Woche. Also mal gucken, wie es weitergeht. Es ist bei mir, ich streame jetzt auch oft am Wochenende mal, ne, wenn Stefan Bereitschaftsdienst hat oder so. Oder wenn jetzt gerade ein Spiel rauskommt, wie zum Beispiel Monster Hunter war gerade bei mir ganz extrem. Also da wurden aus 8 Stunden Streams 12 Stunden und 13, 14 Stunden. Und dann muss man auch mal ein bisschen zu sich selbst wiederfinden und sagen, okay. Ja. Das jeden Tag kommt halt, ne, es ist, aber manchmal trifft ich ein bisschen ab und da dreht mein Mann mehr keinen Strick draus. Also er sitzt dann vorne und zockt für sich, das ist dann kein Problem oder ist beschäftigt. Aber ich habe das bis jetzt ganz gut so im Griff. Ja, gut. Ich kenne übrigens das Gefühl, das du hast jetzt am Anfang, Kai. Ich hatte das am Anfang damals auch. So das erste Jahr. Ich glaube, ich konnte meine T-Shirts alle wegwerfen, nachdem ich gestreamt habe, weil ich so geschwitzt habe und mir das so einen Stress gemacht habe. Aber man gewöhnt sich dran, man wird entspannter. Ja. Definitiv. Ja, danke sehr. Ja. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dass du jetzt als... Warum? Ja, es gibt einen ganz starken Motivator, der kommt daher, dass es mir wehtut, zu merken, dass Leute von mir enttäuscht sind. Und dass ich aber die Backer meines Albums enttäuscht habe. Also ich habe, wie gesagt, ich bin mit meinem Album, mit The Journey Home, 2015 war mein ursprüngliches sportliches Ziel fertig. Und ich habe jetzt schon so Stimmen gelesen in den Kickstarter-Kommentaren, die gesagt haben, ich will das Album gar nicht mehr haben, du hast uns nur das Geld aus der Nase gezogen, um dein Studio zu kaufen, damit du Game-Soundtracks machen kannst und so. Und sowas verletzt mich tatsächlich mehr, als es mich verletzen sollte. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe mich so weit zurückgezogen, bin in so einen Kopf-in-Sand-Modus gegangen und habe auch keine regelmäßigen Updates mehr gemacht und so weiter, dass ich jetzt das genaue Gegenteil mache, sondern sage, ich bin wieder da und ich mache das total transparent. Ich habe eine Plattform, wo die Leute jetzt das Fertigmachen des Albums beobachten können und ich setze mich auch dem Druck aus, dieses Versprechen gegeben zu haben, damit es eine Verbindlichkeit hat und sozusagen... Ich werde im Moment von allen Deadlines in alle Richtungen gezogen. So, mach das bis dann fertig und so weiter, damit mein eigenes Album einfach mit in diesem Bild drin ist und ich das nicht weiter unter den Tisch fallen lassen kann. Das war die eine Motivation. Und die andere Motivation ist, dass ich selber einfach total gerne Streams schaue und merke, dass das für mich vom Unterhaltungswert her andere Unterhaltungsformate komplett abgehängt hat. Also mein Film gucken mit der Familie ist nochmal was anderes, aber ich würde mich nicht mehr von Fernseher setzen, sondern ich hole dann eben die Twitch-App raus oder sowas und habe das Gefühl, dass das aber ein Entertainment-Universum ist, das so niedrigschwellig ist, dass ich da selber auch mitmachen kann und auch selber den Leuten zeigen kann, wie ich arbeite und so weiter. Das heißt... Oh, oh. Das klingt gut. Also die Einstiegsschwelle ist niedrig, da kannst du alles machen. Ja, also tatsächlich ist es ja so, du brauchst eigentlich nur eine Webcam und ein Mikrofon und könntest theoretisch loslegen. Das heißt nicht, dass du erfolgreich bist, aber das meine ich auch nicht mit niedrigschwellig. Ich meine mit niedrigschwellig nicht hier oben hinzukommen, sondern überhaupt reinzukommen in diese Welt. Sodass ich gesagt habe, okay, das ist eine Sache, die traue ich mir zu und ich habe total viel darüber zu erzählen, wie ich so arbeite und mag das auch, wenn man dabei zuschaut. Ich habe das auch so schon mal gemacht, irgendwie
auf Messen, sowohl mit dem Andy zusammen auf den German Dev Days haben wir so ein Live-Composing gemacht, als auch vorher mal auf einer anderen Veranstaltung, sodass ich das Gefühl habe, dass ich da auch irgendwie was vermitteln kann. Und aus diesen Motivationen ist es dann entstanden. Und ich finde diese Streamer-Community auch so cool. Ich habe ja, Sally, du weißt es ja noch, ich habe mich ja auch mit euch getroffen auf der Dreamhack und ich habe mich schon so tierisch darauf gefreut, mal selber zu streamen, damit ich euch hosten kann. Das hört sich total albern an, aber ich habe das Gefühl, dass das halt auch noch irgendwie noch ganz gut funktioniert, so mit diesem Zusammenhaltsgefühl. So natürlich immer in Grüppchen, aber man merkt sie auch an diesem Format. Ne? Ihr könntet ja auch alle irgendwie euer eigenes Ding machen, aber ihr schließt euch zusammen und macht irgendwie was zusammen und so weiter. Und das habe ich bei anderen Streamern auch, die so Gruppen bilden und wo man sich dann gegenseitig unterstützt. Und das fühlt sich eigentlich ganz schön an. Halt noch Wilder Westen hier. Ja, genau. Ja. Du hast eine einfache Frage gestellt. Ich neige dazu, sie immer sehr schwafelnd zu beantworten, Sehr gut. aber ich hoffe, das ist okay. Deswegen bist du auch Ist eingeladen. gut. Das ist Eben. ja Plankenschnack. Ja. Eben. Lass dich entfalte dich. Alles Aber klar. wegen dem negativen Feedback, Kai, wenn dir keiner fundiert irgendwas sagt, dann kannst du einfach einen Riesenhaufen drauf machen. Kann ich Ja, dir das jetzt gelingt schon mir nicht so sagen. gut. Ich bin da nicht gut drin. Ja, dann Also, melde dich ganz oft bei mir. Ich sag dir, wie oft du okay, darauf alles klar. Danke scheißen sehr. kannst. Weil es gibt nämlich nur wenig Leute, die. Hab ich zum Beispiel gelernt, ich mag sehr viel negative Kritik. Ja. Also ich liebe sie, weil sie einfach dich zum Reflektieren animiert und die Leute einfach Dinge sehen, die du einfach nicht siehst. Wenn sie sich aber auch Mühe, also wenn dir jetzt einer sagt, das Album ist immer noch, das ist halt keine Kritik so. Wenn sich aber jemand da hinsetzt und sagt, hey Kai, du, pass auf, jetzt hast du mittlerweile schon 4 Jahre gebraucht und irgendwie habe ich das Vertrauen verloren, magst du eventuell uns mal einen kleinen Einblick geben? Das ist wieder eine andere Sache. Und also wenn Leute so einen Quatsch schreiben im Internet, das sind kleine Hansel, die sowieso nicht darüber nachdenken, was sie damit eigentlich anrichten. Und es ist so, grundprinzipiell ist das Internet, haben alle eine große Fresse. Wenn du sie im realen Leben triffst, sind sie so klein mit Huten, würden sowas niemals sagen. Das kann Deswegen kann sein, ja. man eigentlich darauf nichts geben. Außer wirklich bei Leuten, die sich Mühe geben bei dem, was sie vermitteln wollen, weil die würden dir das auch im realen Leben ins Gesicht sagen. Ja, das Und je stimmt, ja. schneller du das lernst, das solltest du übrigens sehr schnell lernen, wenn du bei Twitch bist, weil das geht ruckzuck los, wenn du mal deine 300, 400 Zuschauer hast, dann, Ja. hey, was bist du für Pisser? Was soll Ja. das? Ne? Dann lernst schnell. Okay. Lernst zu ignorieren. Also also erstens, ich bin in einem Ort gestartet, wo ich extrem Schwierigkeiten damit hatte, Kritik aufzunehmen. Ich habe mich in den letzten Jahren, in 20 Jahren beruflicher Entwicklung so insofern weiterentwickelt, dass ich inhaltliche Kritik an meiner Arbeit total mag. Ne? Also das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dieser iterative Prozess. Ne? Also ich mache einen Schritt, dann setze ich den in Feedback aus. Ich mache jetzt Live-Composing. Ich meine, das ist ja quasi viel transparenter und sozusagen dem Feedback ausgesetzt geht es ja gar nicht. Aber was mich daran halt so verletzt hat, war, dass es mir ja nicht um meine Arbeit ging. Es ging ja darum, dass die Leute gesagt haben, ich habe die Kickstarter-Kampagne ausgenutzt, um irgendwie mir was zu ermöglichen. Also das stimmt natürlich so gesehen, aber sozusagen, denen das Geld abgeluchst habe und ein Betrüger bin oder irgendwie unehrlich bin oder sowas. Und das ist eine Ebene, mit der ich viel, viel weniger umgehen kann. Ne? Also diese persönliche Ebene, wo man mich als Person und als Menschen irgendwie in Frage stellt. Und da, also ich bin ganz ehrlich, Nils, ich weiß gar nicht, ob ich das will, da so abgebrüht zu werden. Also auf der einen Seite ist dieses Dickhäutige, glaube ich, für Twitch schon wichtig, da hast du recht. Aber auf der anderen Seite ist es auch Teil meines Charakters, dass ich das irgendwie, dass mir das was bedeutet, was andere von mir denken. Und ich weiß nicht, was aus mir werden würde, wenn mir das nichts mehr bedeuten würde. Da mache ich mir auch irgendwie Sorgen drum. Aber jetzt Ja. rechne doch mal hoch, nimm wir jetzt einfach mal die fiktive Zahl wie vorhin, 300 Leute. Ja. Und du wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Du kannst nicht auf jeden Rücksicht nehmen, was er von dir hält. Das Ja, geht das nicht. stimmt. Ja. Und das sage ich dir aus eigener Erfahrung, weil ich das früher nämlich auch immer gemacht habe. Ich wollte immer jedem gefallen. Jedem. Und sobald nur ein Subscriber weg war, habe ich gleich wieder zurückgerudert. Ja. Aber du bist du. Du bist so, wie du Das stimmt. bist. Und das kannst du nicht ändern. So, und wenn dich jetzt einer nicht mag, was meinst du, wie viele Leute mich nicht mögen? Also hier im Plankenschnack sind, kann ich mindestens sagen, 100 Leute, die mich nicht mögen.
Aber sie das gucken wegen den anderen beiden. Das geht aber für das, uns andere. Aber es ist andersrum genauso. Genau. Das ist wahrscheinlich andersrum genauso, richtig. Aber was willst du darauf geben? Ja. Nix. Ja, stimmt schon. Wenn sie das nicht gucken wollen, dann sollen sie gehen. So. Ja. Du bist du. Und wie gesagt, berechtigte Kritik ist gut. Konstruktive Kritik, mit der du arbeiten kannst, weil den Menschen bist du wichtig. Alle anderen, die dich nicht mögen, ja, was willst du auf die geben? Ja, dann ist das halt so. Ja. Ah, du kannst nicht, alle Menschen auf der Welt können dich nicht mögen. Das geht einfach nicht. Das ist traurig, aber es ist wahr, ja. Und bei Twitch geht das recht zügig, weil das Publikum ist natürlich auch sehr durchwachsen. Zum Beispiel, wenn jetzt hier Menschen kommen, die Fortnite gucken, nichts gegen Fortnite, hab euch lieb, die Fortnite gucken, die können sich keine 3 Stunden Erzählung anhören. Ja. Wenn du jetzt aber, sag ich mal, einen gesetzten Mann hast oder eine gesetzte Frau, wie deine Frau jetzt als Beispiel, oder du selber, so Anfang 30, Mitte 30, die hören sich das gerne an, weil sie vielleicht auch gerade in die Gaming-Welt reinkommen oder sie sich identifizieren können mit dem Thema Komponist. So, und so triffst du halt auch, ne? Nicht jeden Nerv so. Und wenn es Leute gibt, die das nicht gucken wollen, ja, who cares? Dann tschüss, da ist das X, drück drauf, komm zu was anderem wieder so. Ja. Ja, ja, du hast recht. Ja. Danke für deine Worte. Die Balance zu finden, auf der einen Seite, dass es einem an den richtigen Stellen nicht egal ist, aber dass man sich fürs Internet so eine gewisse Dickhäutigkeit angewöhnt, das macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn. Ja. Die kriegst du auch automatisch. Echnovan übrigens einen ordentlichen Cheer bekommen. Vielen lieben Dank, Echnovan, dass du dich so gut von uns unterhalten fühlst. Ich hab den Chat auf. Bist du noch da? Ja, ja, ja. Alles klar. Wollen wir eigentlich kurz mal noch eine Pause machen? Können wir machen. Weil ich müsste nämlich auch schnell mal Pipi und was zu trinken holen, es wird trocken. Okay. Ja? So, voll gut. 2-3 Minuten? Ja. Zu trinken holen hört sich gut an. Oh, der war ich hoffe, du hast schon auf Pause gedrückt. Nee, das war so leer. Nun, dann Baby, ich hab mich nass gemacht. Ins Spiel. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
drei. Hallo. Hi. Hi. Wir sind wieder Hallo. Da. Zweiter Block, jetzt kommen die ernsten Fragen. Jetzt ja, kommen die genau. Fragen, die richtig reinhauen. Nach dem seichten Talk von gerade. Genau. Im Endeffekt sind wir ja mit unserer Fragerunde eigentlich durch, oder? Nee, so, ich hätte noch ein paar. Tatsächlich. Also ich habe so, die meisten Sachen haben wir alle schon angerissen, die wir uns so... Gut. Ich würde gern fragen, geht's los. Mal ein bisschen persönlicher zu fragen, wie kann man... Also du hast ja schon ein bisschen angeschnitten. Wie kann man als Musikkomponist überleben? Mit Familie, mit einem echten Leben drumrum. Ja. Also lässt es sich gut leben, fährst du einen dicken Porsche und hast 5 Autos in der Garage oder lebst du, nagst du am Hungertuch? Ja. Ich glaube, dass es insgesamt schwierig ist, von Game-Musik zu leben. Also ich kenne keiner, der in der Situation ist wie ich, also freiberuflicher Games-Komponist, ständig auf der Suche nach Projekten, der davon entspannt leben kann. Erst recht nicht in Deutschland. Also international ist das vielleicht nochmal was anderes. Ich könnte davon auch nicht leben. Ich habe aber auch eine gewisse Krankheit, die heißt, dass ich immer von den 100% Geld, die ich zur Verfügung habe, 110% ausgebe und sie in sowas wie ein Streaming-Studio investiere oder so. Deswegen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber insgesamt gibt es einfach nicht genug Aufträge und die einzelnen Aufträge werfen auch nicht genug ab, dass man davon wirklich leben könnte. Also bei mir ist es so, ich habe ja so einen Blumenstrauß an Dingen, an denen ich arbeite, Musik und Sounddesign, dann noch die anderen Programmierprojekte, die ich mache und insgesamt funktioniert das gut. Also ich habe 2016 meine eigene Firma verlassen, in der ich gutes Gehalt verdient habe, mich in das unsichere Gewässer der Freiberuflichkeit begeben und muss sagen, ich bereue die Entscheidung nicht, sowohl emotional nicht als auch finanziell nicht. Aber nur deshalb, weil es eben nicht nur Game-Musik ist. Und was sagt meine Frau dazu? Ist sie eigentlich mittlerweile Finanzverwalterin? Also ja, zum gewissen Teil schon. Also ich mache unsere Steuern und unsere Finanzen zwar selber, aber wenn ich sie nicht hätte, würde ich das vergessen zu machen. Das heißt, sie schleppt mir immer die Sachen an, die Unterlagen und erinnert mich daran, dass es wichtig ist, sich mit finanziellen Dingen auseinanderzusetzen. Insofern ist sie da der wertvolle Impulsgeber, lass es mich so sagen. Genau, und also ich habe für mich so ein Portfolio entwickelt an unterschiedlichen Aufträgen, auch aus unterschiedlichen Branchen. Ne? Also Programmieraufträge aus Branchen, wo man einfach auch eine höhere Wertigkeit unterstellt bekommt und das auch bezahlt bekommt. Und die Game-Musik-Aufträge, einfach weil es das ist, was ich machen möchte. Und insgesamt funktioniert das schon. Und das Geschäftsmodell eines freiberuflichen Game-Komponisten ist das, dass man normalerweise entweder ein Pauschalhonorar für einen Auftrag bekommt, wenn das Studio selber eine gewisse Risikodeckelung braucht. Häufig wird das im Indie-Umfeld gemacht, also bei den kleineren Titeln. Oder man bekommt Geld für eine Minute Musik. Also wenn ich jetzt 10 Minuten Musik machen würde, würde ich 10-mal meinen Minutenpreis bekommen. Und darauf gibt es dann noch so Aufschläge für die Übertragung von Rechten. Also wenn ich jetzt nur meinen normalen Minutenpreis bekommen würde, dann dürfte der Entwickler das nur in sein Spiel einbauen. Dann kann er das noch aufbauen als exklusive Musik und er darf den Soundtrack auch veröffentlichen und exklusiv den Soundtrack veröffentlichen. Dann wird der Preis pro Minute immer mehr und die Rechte, die ich abgebe, immer mehr, sodass ich die Musik hinterher nicht selber noch für was anderes verwenden kann und sozusagen nochmal damit verdienen kann. Das ist so der Mechanismus dahinter. Okay. Ja. Beantwortet das deine Frage oder wolltest du eine genaue Zahl wissen? Nein, keinen Fall. Auf keinen Fall. So genau wollte ich es dann noch nicht wissen. Du hast gesagt, du hast eine Pause gemacht von Videospielmusik. Warum, wenn ich das fragen darf? Ja. Oder hattest du das? Du darfst alles fragen. Ist kein Problem. Ich habe eine Pause gemacht, weil ich bei Piranha Bytes also ich hatte sozusagen bei Piranha Bytes in den letzten 3-4 Jahren, die ich da war, das Gefühl, was Eigenes machen zu wollen.
Das war ein ganz, sozusagen, ganz natürliches Kribbeln in mir selber. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich da unzufrieden war. Im Gegenteil, das ist eine tolle, tolle Firma, Piranha Bytes. Aber ich habe so einen ganz tief verwurzelten Drang, irgendwie selbstständig zu sein. Ich war auch bei Piranha Bytes als Freiberufler und ich habe meinen eigenen Audiobereich geleitet, sozusagen, und habe auch die ganze Organisation der Soundtrack-Produktion selber übernommen und so weiter. Und ich mag das so, Projekte selber abzuwickeln. Und habe deshalb eine eigene Firma gegründet, die Firma Nevigo, und ein anderes Interessensgebiet von mir darin umgesetzt, nämlich im weitesten Sinne Prozessoptimierung. Ja, weil ich halt auch mich mit Engines viel beschäftigt hatte und auch die Technologie von Gothic natürlich sehr gut kannte. Und es fehlte ein bestimmter Puzzleteil, nämlich so ein Storytelling-Tool im weitesten Sinne, wo man eine interaktive Geschichte mitschreiben kann. Wie ein Drehbuch-Tool, nur eben, das auf die Handlung des Spielers reagiert. Und bei Gothic, bei der Gothic Engine war das so, dass die Story, die der Spieler erlebt hat, quasi das war, was dabei rausgekommen ist, wenn man 500 einzelne AI, also künstliche Intelligenz-Charaktere mit ihrem eigenen kleinen Story-Paket in eine Welt geschmissen hat und Play gedrückt hat. Dann sind die da rumgewuselt und alle hatten ihre eigene Logik und waren voneinander abhängig, aber es gab keine Möglichkeit, das wirklich aus der Vogelperspektive sozusagen dramaturgisch zu gestalten. Und dafür gab es auch keine andere Software. Deswegen habe ich eben die Nevigo gegründet und wir haben dann eine Software dafür geschrieben. Die ist jetzt auch erfolgreich am Markt und wird von BioWare, von CD Projekt Red, also von den großen Rollenspielstudios eingesetzt, von vielen Indies eingesetzt, von den Batman-Machern, von Rocksteady Studios. Also da, wo wirklich auch ein gewisser Fokus auf der narrativen Ebene ist, wird es auch benutzt. Und da hätte ich mich gerne auch weiter engagiert für die Firma. Aber ich habe gemerkt, dass es mich zurück zur Musik zieht. Das war meine Journey Home, der Grund, warum ich mein Album gemacht habe. Ich habe gesagt, ich brauche die Musik wieder und die kreative Arbeit. Ne? Deswegen habe ich dann sozusagen mich beruflich wieder umorientiert und bin jetzt wieder Games-Komponist und Streamer. Bald Fulltime, dann geht's nur noch ab, sage ich dir. Ja, genau. Das gibt mir noch 3, 4 Jahre, dann vielleicht. Ne? Das geht doch ruckzuck. Ich weiß Titel nicht, ich mit kann das überhaupt Lara, nicht Titel mit einschätzen. Fischkopf, Musik mit Slappy. Also wenn du mit Slappy Musik machst, hast du eh einen Durchbruch. Okay, dann wann Die mache ich Flash die? Metal Monkeyfuckers, bist du instant dabei. Was? Donkey, Donkey. Flash Metal Donkey Fuckers. Thrash Ja, Metal. okay, das. Ja, yeah. Ah, Trash Ja. Metal, okay. Thrash Metal Donkey Fuckers, ja. Das ist ja bei dem Namen klar, dass das durch die Decke geht. Ja. Ja, Also wenn cool. du da, das easy. Ja, machen wir. Bin dabei. Bei mir kannst du Ich habe übrigens mich noch die gerade selber Werbespots vertonen, eingeladen, wie du danke. gemerkt hast. Bitte? Ja. Bei dir kann ich Werbespots die biete ich dir Werbung. immer noch an. Wir Okay, unterhalten uns dann später über Preis pro Minute, ja. genau, ja. Das, also ich merke schon, ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Ich bin hier in guten Händen. Easy. Ganz klar. Es gibt noch eine schöne Frage von Vag. Gab es mal ein Projekt, egal ob nun ein Titel aus einem festen Studio oder als Freelancer, wo er sich wirklich reinfuchsen musste, sich quasi neu erfinden, weil er einfach nicht reinkam? Also ich habe bei Pizza Connection 3 habe ich am Anfang Schwierigkeiten gehabt, weil, also sagen wir es mal so, ich komme ja aus der Richtung, dass ich sozusagen Emotionen in Melodien umsetze und hatte mir da schon eine gewisse Sprache angeeignet und hatte gemerkt, dass ich immer, wenn ich versuche, irgendwas Jazziges zu machen, schnell wieder in diese alten, wie soll man sagen, in diese alten Stil, Muster zurückfalle, die eben nicht jazzig klingen, sondern eher so ein bisschen melancholischer, ein bisschen mehr soundtrackiger, sage ich mal, ne? Weniger jazzig. Das heißt, da habe ich ein bisschen mit zu kämpfen gehabt. Aber die beiden anderen Komponisten, mit denen ich das zusammen gemacht habe, die haben mir da gut geholfen. Also der eine, der hatte ein wirklich gutes Gefühl für Jazzstücke und der andere hatte auch ein bisschen mehr zu kämpfen, so wie ich. Aber wir haben dann sozusagen uns gegenseitig unter die Arme gegriffen und uns da geholfen. Also das fand ich bisher noch so am kompliziertesten von der Stilrichtung. Jetzt im Moment arbeite ich gerade, also bis vor diesem Stream und nach diesem Stream an einem Stück oder an einem Soundtrack,
Was für mich auch ein bisschen schwieriger ist, da kann ich jetzt nicht drüber reden, was das genau für ein Titel ist, aber es ist quasi eine andere Epoche, die man auch musikalisch erkennen kann, sodass ich nicht umhin komme, mich damit theoretisch auseinanderzusetzen und zu analysieren, wie funktioniert die Musik aus dieser Epoche. Und das ist eine Herangehensweise, wie ihr ja schon gehört habt, die mir so ein bisschen fremd ist. Deswegen kämpfe ich da auch gerade so ein bisschen. Aber am Ende klappt es dann meistens doch. Wie Es viele gibt. Instrumente Beherrschst du, wenn ich kurz fragen darf? ich beherrsche eigentlich so richtig nur das Klavier und spiele aber lagerfeuertaugliche Gitarre. Und ich habe so ein paar Ethno-Instrumente noch im Angebot, sowas wie Didgeridoo und irgendwelche Percussions und so, die ich für meine Soundtracks benutze. Oder jetzt E-Gitarre und E-Bass habe ich selber eingespielt. Und ich nutze die Instrumente aber teilweise auch anders. Also zum Beispiel den E-Bass habe ich angeschlossen und irgendwie mit Messer und Gabel gespielt, um bestimmte Sounds rauszukriegen. Also nutze die dann eher so als Sounddesign-Tool teilweise. Besitzt du ein Djembe? Ich hatte eins, ja. So ein richtig schönes. Also sowohl so ein kleines Metallding als auch eine etwas größere Variante aus Ton mit Fell und so weiter, aber die ist leider zerbrochen. Die habe ich jetzt versucht zu kleben und die hält nicht mehr so wirklich gut. Djembe und Gitarre ist das Beste in Ja, oder Kombination. Cajon, ne? Also Oder Cajon Cajon. finde Ja, ich aber geht auch. Cajon klingt so sehr billig, finde ich. Ja, So ein Djembe Cajon kommt klingt halt. so wie Schlagzeug gewollt und nicht gekonnt, Ja, aber genau. Djembe hat so einen eigenen Style, ne? Ja, So finde einen ich auch. afrikanischen Ja, automatisch, genau. das ist so eine kleine Trommel, die man sich so unter den Arm oder zwischen die Beine klemmt und dann losjammen kann quasi. Genau. Der Black Ridge hat vor 2 Stunden, das habe ich vorhin schon gesehen, und dann ist es der Flötengänger. Er hat was gefragt, was mich aber auch interessieren würde. Was ist der Unterschied zwischen OST und Epic Score? Also OST kenne ich persönlich nur als die Abkürzung für Original Soundtrack. Das heißt, es ist quasi der Überbegriff für, also Original heißt in dem Zusammenhang noch ein bisschen was anderes, als man es vielleicht als Deutscher vermuten würde. Es das heißt nämlich, dass der Soundtrack explizit für einen bestimmten Film komponiert wurde. Ja, also wir würden ja denken, es ist sozusagen, es gibt den Original-Soundtrack und es gibt die Fälschung. Deswegen heißt das eine Original und das andere Fälschung. Aber es das heißt quasi für den Film maßgeschneiderter, explizit komponierter Soundtrack. Wohingegen, wenn man so diese Compilations hat, wo Songs, die auch in einem Film vorkamen, dabei sind, ist es eben kein Original Soundtrack, weil es nicht extra für den Film gemacht wurde. Das heißt, so kenne ich die Abkürzung OST. Und Epic Score ist quasi eine Unterkategorie davon, nämlich eine bestimmte Musikrichtung, die so eben pompöse, orchestrale Musik enthält. Ich hoffe, das war die Frage. Ja, ich kenne beides. Also OST sagt mir was. Ja. Das ist Osten. Quasi Polen, die Richtung. Dann gibt es noch Auch West, das, aber das genau. hat weniger was mit Musik zu tun. Ich weiß auch nicht, warum. Osten muss man gute Musik machen, quasi. Ja, anscheinend, ne? Ja, Ja. jeder zweite Soundtrack kommt ja laut Spotify aus dem Osten. Da steht immer Krass, OST oder? hinter, ne? Ja. Wusste schon immer, dass irgendwas gut sein muss bei uns hier. Ja. Oh, wow. Nun, Ja, du hattest ja im haut Vorfeld raus. gesagt, du hast auch noch ein paar Fragen. Also ich meine, so jetzt wäre der Zeitpunkt. Ja, also ich habe dadurch, dass ich jetzt selber angefangen habe zu streamen, hat mich natürlich vor allem auch von interessiert, von euch zu hören, wie sich so euer Leben als Streamer verändert hat und so weiter. Aber das habt ihr eigentlich schon gut beantwortet. Deswegen die Fragen, die mir unter den Nägeln brannten, da habe ich, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl. Aber was mich noch interessieren würde, ist, wenn ihr, also habt ihr das Gefühl, ihr habt für euren Kanal so ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal? Euch, also, und wenn ja, was ist es? Das frage ich deshalb, weil ich habe immer wieder so Gespräche, wo man rückwirkend auf ein Projekt guckt und sich überlegt, okay, was ist es gewesen, was das Projekt richtig gut gemacht hat? Sodass, wenn wir jetzt zum Beispiel einen zweiten Teil machen, das Gespräch hatten wir bei Gothic 2, das haben wir bei anderen Titeln auch gemacht. Was ist das, was die Fans daran geliebt haben, sodass der goldene Kern dieses Produktes, dass wir auf jeden Fall rüber retten müssen? Ne, bei Aquanox war es jetzt auch. Was haben die Leute an Aquanox 2 geliebt? Was müssen wir in Aquanox Deep Descent wieder rüber retten? Was ist es, was die Leute an euren Kanälen und an euch lieben, was ihr sozusagen auf jeden Fall bewahren müsst, selbst wenn ihr euer Kanalkonzept ändert? Schwierig, ne?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich werde das mal. Warte mal. Was mögt ihr eigentlich an mir? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich musste mich. Oh, das soll nicht abgehoben klingen, aber ich musste mich nie anstrengen zu streamen. Nein, es ist Ist nicht doch böse gut. gemeint. Ich mache den Stream an und ich habe Spaß. Ich Das muss. könnte eine Ich. Slapstick-Antwort sein. Das. Oh. Zweimal Stream die Woche. Ach Mensch. Das ist doch die arme Sally. Entschuldigung, mach weiter. Es ist halt so. Es ist, mach an und mach, hab Spaß. Ja, Es ist aber dann ist so. das ja vielleicht ein goldener Kern. Es, weiß nicht. Darf ich dir das sagen? Was? Deine positive Art. Du bist immer so positiv, du hast nichts Negatives in dir. Ich habe von dir, glaube ich, jetzt in der ganzen Zeit Plankenschnack noch nie was Schlimmes gehört. Also, natürlich, wir meckern ja auch ab und zu mal hinter der Kamera, ist ja kein Geheimnis. Aber ich glaube, deine positive Art, ja. So diese Herangehensweise, die solltest du nicht verlieren. Würde ich jetzt sagen, als Außenstehender. Gut. Kannst du das annehmen, Sali? Ja, ne? Bestimmt. Ich bin sicher sehr positiv ein. Ja, ich mag es auch nicht, wenn Menschen so negativ eingestellt sind und die ganze Zeit nur am Meckern und so. Das mag ich persönlich nicht. Ich sehe mich selber aber nicht als andauernden Sonnenschein. Aber man sieht sich ja selber immer etwas anders da, als andere Leute einen sehen. Ne? Ich sehe mich eher schon sehr oft sarkastisch und manchmal etwas derb. Aber die meisten sagen, ich bin nett, also von dem her. Ist ja auch nochmal was anderes, ob du dich selber mit so ein bisschen Sarkasmus siehst, ne? Oder ob du Oh, ich kann über mich irgendwie auch selbst am teilweise so meisten negative. lachen. Also Ja, ich glaube, das genau. ist auch ganz wichtig, dass man über sich selbst lachen kann. Das ist wichtig. Ansonsten würde Bei ich mal fragen. ja, bei Dizzy, bei Nils habe ich gerade gelesen, seine Gradlinigkeit und Ehrlichkeit. Ich glaube, eher die Kodderschnauze. Ich glaube, es ist Ja, wirklich nur das gehört ja dazu. die Kodderschnauze. Also ich sag halt so, wie es ist so. Und ich glaube, Sigi. Sigi ist halt so eine fiktive Figur, die geschaffen wurde, die genau diese Kodderschnauze hat, nur noch ein bisschen übertriebener. Ja. Also den sollte ich überall mit hinnehmen, glaube ich. Und mein Fenster. Aber was Soweit. machst du, wenn du mal umziehst? Dann ist ja dein goldener Kern weg. Nö, dafür habe ich ja einen Gärtner. Der heißt Gerd, der baut das dann nach. Habe ich Okay, schon alles klar. alles vorgesorgt, Kai. Okay, Alles voll. ich Ich habe sehe. 52 Orte auf der ganzen Welt, auf denen ich streamen kann. Mein Zimmer wurde nachgebaut. Krass. Nicht schlecht. Aber ich glaube, also bei mir ist es wirklich die Kodderschnauze und das Ehrliche, ja. Und dass ich keine Angst davor habe, schlecht drauf zu sein. Was nicht gut ist für den Stream, aber ich habe keine Angst, das rauszulassen. Ja. Und Leuten auch zu sagen, wenn sie mir auf den Sack gehen. Ich glaube aber, dass man auch irgendwann nicht mehr, dass die Leute einem das auch nicht mehr abnehmen, wenn man so lange so dauerhaft streamt wie du und man immer die ganze Zeit nur so ein Good Mood Mensch ist, dann ist es, glaube ich, dann wird es relativ schnell irgendwie so als Fassade wahrgenommen, weil das ist keiner. Niemand ist irgendwie ständig nur gut Nee, drauf, ne? aber ich finde, damit sollte man auch ganz ehrlich umgehen. Genau, finde ich Also auch. wenn es gab auch Abschnitte, wo oder einfach tagesabhängig, ne, dann sage ich schon so, heute ist der Ja. Geduldsfaden schmal, heute ist nicht so gut. Oder im Allgemeinen, wenn man einfach gerade einen Lebensabschnitt hat, wo es einem nicht so gut geht, wo mir das Stream aber einen unglaublichen Halt auch gibt. So Ja. Kontinuierlichkeit, ne, man weiß das, also ist sehr wichtig. Und nee, ich glaube, damit fährt man am besten, wenn man ehrlich ist und einfach Glaube Emotionen ich auch. so darstellt, wie sie halt nun mal sind. Ich glaube, da gibt es den Typ Streamer, der dann schreibt bei Twitter oder sowas, ich fühle mich heute nicht wohl, ich lasse den Stream lieber aus. Und es gibt so den Typ, wie du gerade gesagt hast, du streamst dann und verarbeitest das quasi mit deinen Leuten, ne? Da gehst du Oh, offen mit um. ich hab auch schon ausgelassen, gesagt, so heute kein Ja. Stream. Und dann steht einfach mal nicht da, warum, weil ich halt gerade die Welt brennen sehen möchte oder Ja. so. Ne? Und dann sag so, ich mag mich selber gerade nicht und das ist jetzt auch kein Zustand, den ich jetzt anderen Leuten unbedingt Das streame ich zu am Gemüt. liebsten.
Ehrlich? Nee, ich nicht. Doch, ich auch. Nee, Also, ich bin dann ein böser Mensch. Okay, das ist der Grund, warum du gerade so gelacht hast, ja? Dizzy, dass du. Ja, ich habe letzte Woche, habe ich Mir wirklich geht's zwei scheiße, ich mach Tage. die Kamera an. Ich hab wirklich zwei Tage gehabt, ne? Also meine innere Uhr sagt, ich bin um 12 Uhr da. Um 12 Uhr, geschissen gestrichen, steckt die Uhr rein, egal welche Laune. Ja. Und ein Tag ist das Internet ausgefallen und Ja. dann ging hier zu Hause gar nichts. Also bei mir ist halt alles vernetzt und ich konnte nicht mal Licht anmachen in meinem Zimmer, weil ich kein Internet Ja. hatte. Weil dann alles zu brach ging. Oh. Ja. Und Sali weiß, glaube ich, was passiert ist. Ich war sehr laut zu Hause. Also wirklich so eine verfluchte Scheiße. Und meine Katzen haben mich auch angemauzt währenddessen noch. Und das ist dann halt so mit zwei Katzen auf der. Und dann den einen Tag habe ich einen Bildschirm gekriegt, der auch kaputt war. Und Hat an aber diesen länger Tagen. gedauert. Stimmt. Und an Das war diesen der, den du noch zur Tagen. Post bringen musst, ne? Ja. Und an diesen Entschuldigung. Tagen sollte ich lieber auslassen. Ja. Aber ich glaube. Und da bin ich der festen Überzeugung, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die genau diese Tage sehen wollen. Und ich nehme mich an diesen Tagen eigentlich sehr zurück. Ja. Aber ich glaube, ich sollte das richtig ausleben, weil die Leute das gerne sehen wollen. Und deswegen mache ich immer an. Ich muss mich dann wirklich kontrollieren, bis es dann wirklich der allerletzte kommt und sagt, ja, sag mal, Dizzy, was ist denn eigentlich mit der Monitor los? Und dann geht so dieses, ich nenne das immer der Köln-Moment los. That escalated quickly. Und wenn der Köln-Moment kommt, sitzen alle schon. Jawohl, jetzt geht's los. Aber eigentlich sollte ich an den Tagen nicht streamen. Also Ja. zumindest sollte ich nicht das ganze Pensum abrufen, sondern einfach nur sagen, hey Leute, ich bin in 2 Stunden bin ich da, ich muss kurz nochmal meinen Arsch ausstinkern. So. Ich sehe gerade im Chat, dass einige das schon miterlebt haben und anscheinend auch gut finden. Also du hast recht mit dem, was du sagst. Es ist auch lustig. Es ist. Bei den Momenten, warum ich dann nicht streamen möchte, ist es sehr, sehr schwer, weil ich dann manchmal sehr persönlich werde. Und das möchte ich eigentlich gar nicht, weil Leute dann direkt einen auf den Deckel kriegen und nicht diese Situation, sondern sie wirklich persönlich. Und das meine ich eigentlich nie so. Aber das ist halt immer so ein gewisser Anreiz. Oh, da meldet sich einer, er möchte einen Arsch voll haben. Na dann, auf geht's, los, let's go. Und geht's dir danach besser, wenn ich mal fragen darf? Also ist das quasi auch so ein bisschen Therapiestream dann? Also wenn ich das anhand also die Köln-Situation ist halt wirklich so, also wir waren auf der Gamescom, um das kurz für dich zusammenzufassen, und danach im Plankenschnack gewesen. Und ich habe 15 Minuten, war ich wirklich so laut, dass ich Geraged. den nächsten Tag heiser war und mein Kopf war wirklich knallrot wie eine Tomate. Und das war so ein befreites Gefühl, das einfach mal in die Welt zu schreien, weil wie du schon sagst, man sitzt halt auf dem Stream und du kannst es eigentlich nicht machen. Weil so, es ist gewisse Etikette, die du halt wahren musst, dein Gesicht oder ich weiß nicht, wie man das nennen will, aber du staust halt wirklich unglaublich viel an irgendwann. Also ich sag mal, ich staue so viel an, dass ich das eigentlich regelmäßig so nach so einer Woche wie jetzt gerade, wo so zwei oder dreimal komplett Totalausfall ist, wo ich wirklich einfach nur einen Tag sitzen wollen würde und nur meckern würde über alles. Ja. Alles, was mir in den Sinn kommt. Und aber auch sinnlos. Über mich, über Autos, über mein Fahrrad, über einen Platten, dass ich ein Loch im Socken habe. Solche Sachen. Alles. Wirklich komplett alles. Also Tage habe ich auch. Ich mach's nur offline. Ja, Dann. okay. Ich glaube, das ist auch wichtig, damit du, also für mich zumindest ist es wichtig, dass man nicht angespannt ist. Ja. So, das. Das glaube ich auch, ja. Ja, und was dem ja gemeinsam ist zwischen Sally und dir, ist ja das Thema Authentizität. Ne? Wenn ihr scheiße drauf seid, dann merkt man das, dann versucht ihr das nicht Sofort. zu überspielen. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsrezept, wenn man authentisch ist und die Leute eben merken, dass man nicht mit einer Fassade oder mit einer Maske da sitzt, dann kann man auch eine loyale Community aufbauen, die einen für das mag, was man wirklich ist, ne? Weil die dann ja nur über diesen Weg kennenlernen können. Ansonsten, wenn man das Gefühl hat, man lernt da irgendwie was Aufgesetztes kennen, kann man dazu keine wirkliche Verbindung aufbauen. Und dein Alleinstellungsmerkmal, Levi? Kann keine Katzen leiden. Levi, ist das nicht Das der ist im Streamer, der Internet keine mein Katzen leiden Alleinstellungsmerkmal. kann? Ja, gut. Das ist genauso relevant, wie dass ich am Anfang gesagt habe, ich möchte gerne die Essenz von dem Erfolgskonzept von AndyDevs Stream nachmachen und habe herausgefunden, dass es AndyDevs Wuschelhaare sind. Ja? Kann nichts anderes sein. Es müssen die Wuschelhaare sein.
Deswegen habe ich mir auch diese Perücke hier gekauft. Damit ich ein bisschen sein kann wie Andy Dick. Es ist Aber Andy wichtig, ist dass man. lockiger. Lockiger? Ja, ich glaube, Andy ist lockiger, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber der hat halt noch eine Brille. So, jetzt kann nichts mehr schiefgehen bei mir. Ja, läuft. Genau, so ist das mit dem Katzen-Content auch. Also auf der Ebene der persönlichen Reflexion wie Katzen-Content. Deins habe ich auch übrigens, Levi, dein Alleinstellungsmerkmal. Ja, was denn? Deine große Fresse, die du eigentlich gar nicht haben dürftest. Das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Du gibst dich immer, als wenn du der Größte bist im Internet, aber eigentlich bist du nur eine ganz kleine irrelevante Wurst, wie Wow. wir alle. Aber das Aber macht dich wenn aus, wir alle finde so sind, dann ist es ja kein Alleinstellungsmerkmal. ich. Naja, aber er spielt das aus. Also er Ja. spielt das auf Twitter, sein Twitter-Game, quasi sein Twitter, damit er halt Follower generiert oder wie auch immer du das nennen willst, ist halt, ich mache einen auf dicke Hose und ich gehe genau in die Kerbe rein, wo ich rein muss. Ja. Aber gezielt, versteckt und mit, ich nenne es mal, möchte gern intelligentem Humor, so Boah. zwischen den Zeilen. Wollt ihr das kurz unter euch klären? Sagen wir euch kurz alleine, Normal, lasst euch ja. rein. Nein, nein. Ganz normal. Nein, das ist normal. Ja, okay. Das war ein Kompliment. Ach so, das war ein Kompliment. Ja, dann, das Das war versteht jetzt man nicht ausnahmsweise, war sofort. das wirklich mal ein Kompliment. Das war jetzt nicht böse Jetzt gemeint. verstehe ich, was du mit, wie hast du es genannt? Knöllerschnauze? Nein, Kodderschnauze. Kollerschnauze, genau. Jetzt weiß ich, was du damit meinst. Okay. Mach mir bitte nie Komplimente, ja? Habe ich doch vorhin schon gemacht. Ja, die waren okay, alles klar. Ach so, Ständer haben ist wieder in Ordnung, oder was? Genau. Na gut, dann. Ja, ich habe hier noch irgendeine Frage. Oh, da hat der Chat noch Fragen, die wir überlesen haben. Du. Ja. Chat, Das ist habt ihr die noch bessere Fragen? Frage. Auf Discord, wir haben übrigens Discord, da könnt ihr auch, ne, Fragen Ja, stellen. eigentlich überall. Also Twitter habe ich gerade geguckt, ist nix. Discord ist, glaube ich, auch nix. Andi hat mir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal geschrieben, dass ich endlich fragen soll, was mit den Gummipuppen auf sich hat oder irgendwelche Puppen. Mit den Sexpuppen. Ja, Ja. genau, die Sexpuppen. Was hat es mit Sexpuppen auf sich? Das hat mir Andi jetzt nur schon wirklich 100 Mal geschrieben. Ich habe das Überall. jetzt in diesem Stream auch schon indirekt erwähnt. Ich habe immer von einem KI-Projekt gesprochen, einem künstliche Intelligenz-Projekt. Jetzt könnt ihr euch eins und eins zusammenzählen. Stell dir vor, tu das nicht, liebe Regie, guck mich nicht so an. Stellt euch vor, ihr habt eine Art Alexa, mit dem ihr euch unterhalten könnt, nur halt in ein Produkt aus der Erwachsenenunterhaltungswelt eingebaut. Ja, das war schon alles. Ich habe Fragen. Ja, Ich ich weiß. habe Kann Fragen. ich einen Okay, deine Beta-Key Frage lautet, wo bekommen? kann ich es bestellen, oder? Genau. Brauchst du noch Beta-Tester? Hast du nicht eine Freundin? Ich Ja. habe in einem ganz Ich entspannten frage für Stream, sie. bitte? Ja, genau. Ich habe noch keinen Testmuster bekommen. Mir wurde ein Kopf angekündigt. Ja, das wäre ja schon mal ein Anfang, kann man ja schon mal mitarbeiten. Aber ich habe noch nichts bekommen. Ich habe das in einem kleinen, beschaulichen Weihnachtsstream beim Andy Dev mal erzählt, auf die Frage, was irgendwie das Verrückteste war, was ich in dem gemacht habe. Und seitdem werde ich das nicht mehr los in diesem Neuland namens Internet. Aber hey Mann, ihr habt mich gefragt, wie ich als Game-Komponist überleben kann. Jetzt wisst ihr es. Was die Idee? Wenn ihr euch für den Bestelllink interessiert, sagt Bescheid, ne? Tue ich in Discord. Ach, Nach jetzt dem lasst mich nicht Stream. so hängen. Ihr könnt jetzt nicht so eine peinliche Stille dahinter machen. Ihr Na, müsst na, jetzt na, den Kopf na. schreien. Kopfkino. Du. Ja, Ja, Dieter. okay, verstehe. Ja. Ich überlege gerade, wie wir das Produkt noch weiter verbessern können. Ein Ach Gentleman so. Die Idee schweigt ist und gut. genießt. Ja, ich finde auch, die Idee ist ganz interessant. Also Sollte man dran als arbeiten? soziales Experiment natürlich, ganz Nö, interessant. richtig als Produkt zum Verkaufen. Ja. Also, Kai. Dafür muss man sich nicht schämen. Ja. Ja, Nö. In einer also Zeit, wo man nicht nur YouTube konsumiert, sondern auch andere Dinge und das so passt das gut. ja. Also ich muss ja sagen, ich hab so ein Problem damit, mit Alexa eine ernsthafte Beziehung aufzubauen. Ja, sie weiß ich nicht, sie verschließt sich irgendwie von mir, habe ich das Gefühl, dass ich mit diesem neuen Produkt, glaube ich, auch nicht so richtig warm werden würde. Aber es kommt auf einen Versuch an.
Also bei mir ist es auch schwierig. Die quatschen mir dazwischen. Ja, ne? Du hast sie nicht im Griff. Ich hab's Nee. gemerkt, heute im Stream fing die plötzlich irgendwie zu sagen, dazu sind leider keine Einträge vorhanden. Was Weiß mir gar auch die nicht. ganze Zeit durch den Kopf geht, und ich lese es auch gerade im Chat, gibt es die auch in der männlichen Variante? Frage für eine Freundin. Ja, ich glaube, die soll es später auch in der männlichen Variante geben, ja. Nimm einmal weiblich und einmal männlich. Ja, sehr gut. Also man kann sich die, also ich darf eigentlich über das Produkt gar nicht öffentlich reden. Das heißt, wir reden jetzt hier ja quasi über ein KI-Projekt, ein Forschungsprojekt. Ja. Man kann sich die dann sogar irgendwie so customizen, dass du sagen kannst, ich möchte gerne 20% Mauerblümchen, 60% Domina und wie viel bleibt übrig? 20%, weiß ich nicht, keine Ahnung, noch irgendwas. Und dann kommt irgendwie so ein bestimmtes Verhaltens Paket, so ein Verhaltensmix dabei raus. Und das ist für mich im Moment die größte technische Herausforderung, das hinzukriegen in der KI. Finde ich großartig. Warte mal, hier kommt gerade in meinem Ding kommt hier auf. Are you still there? The camera will be Ja, turned off shortly. musst du einfach Drauf. bestätigen, ja. Okay. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Aber ich sehe gerade von Lou Lapis Lazuli, es handelt sich nicht um einen Sexroboter, nein. Nicht direkt. Das ist wirklich interessant. Now we're talking. Der Endlich nächste mal was Plattenschnack Interessantes hier in diesem 64. scheiß Plankenschnack. Immer nur Genau. Musik und Spiele, Ja. Fakten und News. Dann muss ich euch für Plattenschnack 64 mit Probemustern ausstatten. Dann machen wir so eine Art Live-Review, ja. Wir können doch mal die KI als Gast einladen. Das Großartig. Oder wir Ja, machen so das einen ist gut. Stream, wo sie sich mit Alexa gemeinsam unterhalten. So hin und her. Da kommt Entschuldigung, wir bestimmt können auch heute nicht, aber eine wir haben adäquaten Ersatz Hilfe. gefunden. Genau. Die arme Alexa, sage ich nur, die würde, glaube ich, auch nicht ins Schwitzen kommen in dem Gespräch. Großartig. Also, Chat, habt ihr noch irgendwas? Weil ich glaube, sonst können wir in die Twitch-News reinhüpfen, oder? Jetzt nur noch eine Frage, die wir eigentlich schon längst beantwortet haben. Meisten haben wir durch. Ich gucke jetzt gerade noch mal alles ab, ob irgendwo noch eine ist. Weil Kai ist ja nur auch nicht jeden Abend da. Da ist gerade noch was von Kaffee gekommen. Ich lese gerade noch. Kai, du warst ja erst 20, beziehungsweise 18, als du mit der Musik für Gothic 1 angefangen hast. Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, in diesem Alter so tolle Musik und Vertonungen zu bekommen. Hast du irgendwelche Vorbilder an Lieder, die dich inspiriert haben? Also für einen Track im Soundtrack, nämlich für das Musikstück, das im alten Lager von Gothic 1 gespielt wurde, gab es tatsächlich ein Lied als Vorbild, nämlich das Herr Mannelich von In Extremo Sally, das du ja auch kennst und wahrscheinlich auch wiedererkannt hast. Genau, richtig. Das habe ich als sozusagen Grundgerüst genommen für das Stück des alten Lagers und das dann so drumherum komponiert. Und ansonsten hatte ich da schon mal das heroische Ziel, einen eigenen Style zu entwickeln, sozusagen für mich und für die Serie. Deswegen habe ich versucht, mich möglichst von Inspiration durch andere Komponisten fernzuhalten und irgendwie da in mir was zu finden, was ich dann umsetzen kann. Aber man kann sich da nie völlig von freisprechen. Erst recht nicht, wenn man leidenschaftlicher Soundtrack-Hörer ist. Deswegen gibt es da bestimmt auch Einflüsse von den Soundtracks, die ich damals gerne gehört habe. Aber so genau benennen könnte ich sie jetzt auch nicht. Aber vielen Dank für deine lieben Worte. Na gut, dann haut doch mal die Twitch-News raus. Mal Ninja sehen. hat 185.000 Subscriber. Geil. Beendet. Gratulation. Hey! Nicht Nein, schlecht. Mann, das war ein Spaß. Das Auflockern. Aber da war es noch eine sehr interessante Frage und die würde ich gerne noch stellen, bevor wir rüberspringen. Und zwar, Alles weil klar. wir nämlich auch nicht darüber gesprochen haben. Ja. Hat Kai Tipps für jemanden, der anfangen will, Musik aufzunehmen? Ja, das ist gut. Ja. Also wohlgemerkt nicht die Frage, wie kommt man am besten in die Branche, sondern wie geht man da am besten technisch ran, um sich da auszurüsten quasi. Ja. Oder wir können ja ruhig beides beantworten. Also für mich, das ist aber total subjektiv. Ich habe nicht den Anspruch, die Weisheit mit silbernen Löffeln oder wie das heißt, gefressen zu haben. Das war jetzt irgendwie so ein Mashup aus mehreren Sprichwörtern, glaube ich. Das Wichtigste ist, dass man ein Instrument für sich entdeckt, mit dem man eine so enge Beziehung aufbauen kann, dass man sich darüber
ungefiltert ausdrücken kann. Also man braucht irgendwas, worein man seine Ideen gießen kann, ohne dass man immer mit einem Werkzeug zu kämpfen hat, quasi. Also wenn du dir vorstellst, du malst ein Bild oder du schreibst ein Gedicht oder sowas, dann darfst du dir nicht mehr über das Schwingen des Stiftes Gedanken machen müssen oder irgendwie die Haltung des Pinsels, sondern es muss dir natürlich in der Hand liegen, du musst genau wissen, was du sozusagen handwerklich zu tun hast, damit das aus dem Weg ist und du dich darauf konzentrieren kannst, deine eigene musikalische Stimme zu entwickeln. Das heißt, wenn du ein Instrument hast, das du dein Lieblingsinstrument nennen würdest, würde ich versuchen, da eine solche quasi Virtuosität, aber nicht technische Virtuosität, sondern letztendlich emotional, ja, wie soll man sagen, also eine solche Nähe zu dem Instrument aufzubauen, dass du einfach quasi mit geschlossenen Augen einfach das fließen lassen kannst. Und wenn das soweit gelungen ist und du Ideen generieren kannst, du kannst musikalische Melodien und Harmonien aus dem Nichts entstehen lassen, dann geht es dann um die nächsten Schritte, nämlich wie kannst du sie festhalten, wie kannst du sie aufnehmen, wie kannst du sie ausarbeiten als Song. Dann brauchst du Musiksoftware dafür. Ich selber benutze Cubase von Steinberg. Es gibt aber noch Alternativen wie Logic, wie FL Studio, da gibt es ganz viele. Da musst du einfach mal Musiksoftware oder DAW, Digital Audio Workstation, googeln und dir eine aussuchen, die dich anspricht. Und genau, in diesen Softwares kann man dann seine Ideen aufzeichnen. Entweder kann man sie als Noten eingeben oder man kann einfach die Aufnahmetaste drücken und die einspielen. Und dann als Musik, als Song aufbauen, Instrumente auswählen, miteinander verbinden und so weiter. Und genau, da geht es dann auch wieder darum, sozusagen hinter die Lernkurve und die Einstiegsbarriere zu kommen, sodass du da flüssig arbeiten kannst. Und wenn diese beiden Schritte erledigt sind, dass du in dir was spürst und das umsetzen kannst und das dann auch noch in eine Umgebung bringen kannst, die dann sozusagen deine Produktionsumgebung sein kann, dann bist du gut ausgestattet, um erste Songs zu schreiben. Aber da hat vielleicht Slabby gleich auch noch eine weitere Ergänzung zu. Deswegen springe ich jetzt nochmal zu dem Punkt, wie kommt man am besten in die Branche? Es ist schwierig, als freiberuflicher Komponist jetzt einfach Klinken putzen zu gehen quasi und Studios anzuschreiben. Das Thema hatten wir von einer Stunde ungefähr oder mehr, dass einfach da so eine riesen Flut an Komponisten die ganze Zeit die Spielestudios nervt. Deswegen, was auf jeden Fall Sinn macht, ist, sich den Netzwerken anzuschließen, die es da gibt, um eine professionelle Plattform zu haben. Es macht Sinn, eine gute Portfolio-Präsentation zu haben, eine schlanke Website, wo man nicht zugetextet wird, sondern wo man sich die Song-Demos anschauen kann. Es macht Sinn, sich auf Messen blicken zu lassen und da irgendwie versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber vielleicht kriegt ihr das hin, über irgendeinen Weg einen Fuß in irgendein Studio zu kriegen, über einen persönlichen Bekannten oder über eine andere Position, an die man leichter rankommt, sich als Tester irgendwo bewerben oder bei irgendwelchen teilweise gibt es ja so PR-Events, wo man dann eingeladen wird oder so. Wenn man dann Fuß in der Tür hat und mit den Entwicklern sprechen kann, Visitenkarte austauschen kann, dann kommt man schon mal hinter diese Wand der Massenakquise sozusagen. Und da kann man dann vielleicht auch drauf aufbauen. Also seid da draußen, seid irgendwie erreichbar, sprecht die Leute auf eine angenehme Weise an und seid nicht beleidigt, wenn ihr keine Antwort bekommt, weil es einfach zu viel ist. Genau. Slabby, würdest du den Punkt, wie beginnt man am besten mit dem Musikproduzieren, noch was hinzufügen wollen? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, bei den DAWs, also den DAWs oder wie man sie auch ausspricht, es gibt halt von den meisten Probeversionen, die man sich laden kann. Also entweder man fängt halt direkt mit den kostenlosen an, wie Audacity zum Beispiel. Ansonsten gibt es von Reaper, glaube ich, heißen die, genau. Eine sehr, sehr lange Probelaufzeit, wo man halt wirklich lange sich damit beschäftigen kann, von Propeller It's Reason gibt es 30 Tage, glaube ich, die man sich halt mal angucken kann. Und je nachdem, wie man das halt machen möchte, möchtest du dich halt hinsetzen und Gitarre aufnehmen, möchtest du wirklich mit Orchestern arbeiten, also VSTs oder so, danach würde ich dann die Software aussuchen. Und was sehr gut hilft heutzutage ist, bei YouTube gibt es halt für fast jedes Programm Tutorials, wo man sich halt wirklich alles einmal angucken kann. Also gerade für
Reason weiß ich, wenn du wirklich in die elektronische Musik reingehen möchtest, kannst du dir da hunderte von Templates raussuchen, die du nachbauen kannst. Und da lernst du es halt wirklich genau. Wo du gerade YouTube-Tutorials erwähnst, es gibt ja auch gewisse Streamer, die irgendwie in der Musikbranche unterwegs sind und die sich bereit erklärt haben, in ihren Streams öffentlich über die Musikproduktion zu reden. Bei mir ist der Stream übrigens gerade abgebrochen. Ich weiß nicht, ob wir noch live sind. Doch, sind wir, okay. Ja, wir sind noch. Alles klar. Also es gibt Streamer, die zeigen das Ganze auch live, wo man im Chat dann Fragen stellen kann, wo man Teil der Komposition sein kann. Ich sage jetzt mal beispielhaft. Ich. Das heißt, ihr könnt euch das auch gerne in live anschauen. Folgt mir doch einfach bei Twitch. Das ist eine Idee. Mensch, manchmal hast du richtig gute Ideen. Genau, mein Twitch-Kanal, Kai Rosenkranz, ich mache nämlich quasi diese Tutorials auch in live. Das heißt, und da habe ich auch noch mehr Zeit, Fragen zu beantworten. Shameless Plug ended. Rosenkranz. Alles klar. Ja, dann News Time. Wollen wir zu den News kommen? Ach, ist es schon soweit, ja? Wenn Es ist aber. halb 12, also. Du, die Zeit verfliegt, wenn du Spaß hast. Hat Oh, schon wow. Es ist halb SpongeBob zwölf. gesungen. Ja, ich habe auch gerade Halb auf die. 12, ja. Wow. Ja, dann kommen wir zu den Twitch News. Oh nein. Piep, Mit piep, piep, Effekt. piep. Piep, 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 piep. Ich mache auch kurz, weil so viel jetzt ist nicht passiert. Ein paar Sachen sind aber dabei. Man kann jetzt als Streamer die Subbadges bis zu 8 Jahre hochladen. Also falls ihr Streamer schon seit 3 Jahren gepartnert seid, könnt ihr jetzt tatsächlich 3 Jahres-Badges sehen oder nutzen. Finde ich ziemlich gut. Das heißt, bei Dizzy und bei Dan habe ich jetzt endlich neue Badges. Nee, bei mir noch nicht. Ja, oder. Ich habe noch Du keine haben. Ideen gehabt. So. Ja, lass ihn verschimmeln oder so, den Bogger. Was? Danke, Dobbs. Keine Glaubst du Ahnung. einmal, Ascondon, kannst du das mal richtig machen, bitte? Mit Kai Rosenkranz? Obwohl, warte mal, nee, das kann. Nee, warte. Entschuldigung, mach weiter, Slappy, Wie? verzeihen. Richtig? Ach so. Dann gab es eine. Ach so. Ja, ich Was soll wollte auch das denn? gerade. Dann gab es eine E-Mail von Twitch vor ein paar Tagen, die ein bisschen Runde gemacht hat, dass die halt Leute daran erinnert haben, die nicht mehr Subs sind bei gewissen Streamern, dass man doch so Twitch unterstützen kann und so weiter. Die ist ein wenig auf Unmut gestoßen. Twitch hat es dann aber wiederum schnell wieder beseitigt und Stellung dazu genommen, dass es ein Fehler war, nur ein Experiment und dass die Wörter, die sie benutzt haben, ein wenig falsch gewählt war. Bei Twitch wird momentan viel experimentiert, habe ich das Gefühl. In alle Richtungen. Dann wurden jetzt Analytics für Entwickler vorgeschlagen, gerade als Spielentwickler, die jetzt gerade vielleicht im Chat anwesend sind, ist das ganz interessant. Man kann mittlerweile eine Spielentwicklungsfirma registrieren bei Twitch und sich dann quasi die Infos zu seinen eigenen Spielen direkt von Twitch holen. Also wie viele Leute gucken mein Spiel, wie viele Streamer streamen mein Spiel, wie erfolgreich ist mein Spiel quasi auf Twitch und kann sich so wirklich die Infos rausholen. Das heißt, Twitch geht da auf jeden Fall viel, viel stärker mittlerweile auf die Entwickler zu. Ist jetzt an sich nicht schlecht, hat man ja schon bei vielen gehypten Spielen gesehen, dass es sehr wichtig ist heutzutage auf Twitch die Promo zu bekommen. Und das macht definitiv Sinn, das zu machen. Finde ich sehr interessant. Dann gehen in letzter Zeit ein paar WOTs verschwunden. Auch wir hier beim Plankenschnack sind schon zum Opfer gefallen. Ja, bitte? Weißt du, was mir gerade einfällt, warum die E-Mail rausgegangen ist? Weil ganz viele Leute ja der Sub gekündigt wurde. Ja. Da gab es ja auch ein Problem und ich glaube, deswegen ist die E-Mail Nee, das war aber rausgegangen. eine andere E-Mail. Bei den Ja? Leuten. Ja, die festgestellt werden konnten, die an diesem Bug halt gelitten haben, die haben eine Mail bekommen und einen Monat quasi kostenlos zurückerstattet bekommen. Das hätte jetzt für mich eine logische Erklärung gegeben. Nee, das hatte damit nichts zu tun. Meine Vermutung ist, Schade. sie haben ja das Subsystem komplett umgebaut. Du hast jetzt mittlerweile eine andere Seite, wo du dir die Subs angucken kannst.
Zumindest die, die du selber bezahlt hast. Die Geschenkten sind da, glaube ich, noch nicht mit drin. Und ich glaube, Prime auch nicht. Und ich glaube, das mit dem Kündigen läuft mittlerweile anders. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe selbst noch keinen gekündigt, aber früher, wenn du gekündigt hast, hast du ja im Prinzip auch schon irgendwie dieses Fenster gehabt, wo du dann Gründe angeben konntest, warum du den Sub kündigst. Ja, ich glaube, der ist weggefallen und stattdessen haben sie dann versucht, irgendwie anders, was anderes zu machen und haben halt diese E-Mails verschickt. Wäre meine Vermutung. Aber ja, ich fand es jetzt nicht so doof. Aber viele haben sich daran gestört. Also. Ich fand das nicht cool. Ja, nicht cool, aber auch nicht so, weiß ich nicht. Also. Nee, die textliche Ausführung, das war, ich finde, das hat so den Eindruck gemacht, Leuten ein schlechtes Gewissen einzuwerfen Ja, irgendwie. Und das genau. ist nicht schön. Nee, das geht gar nicht. Wenn ich überlege, dass ich schon öfter PMs bekommen habe, wo Leute einfach sich wirklich entschuldigen, dass sie vielleicht jetzt gerade das Geld nicht haben und deshalb nicht resuppen können, weißt, und sich da wirklich Gedanken drum machen, finde ich das eine Art und Weise, wie man sowas wirklich nicht ausdrückt. Das ist nicht schön. Darf ich euch mal ganz kurz einmal stören? Na klar. Ihr habt gerade den 3000. Follower bekommen. Das ist doch auch eine News wert, oder? Herzlichen Glückwunsch. Und das sind vier Streams. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Das kann man mal feiern. Dankeschön. Oh, Wir warte. haben Ich habe das schon. perfekte Emote dafür. Achtung. Oh. Bam. Bam. Ja, sehr gut. Ja. Weiter. Weiter in den News. Der Plankenschacker hat 3000 Follows geknackt. Von uns Dankeschön, aus Leute. schon mal Gratulation dazu. Immer. genau. Dann WOTS sind spurlos verschwunden. Jede Menge. Irgendwie zwischen Januar und Februar. Auch der Plankenschnack, wie gesagt, ist Opfer geworden. Die Bretter des Jahres sind zum Beispiel Die Folge fort. davor auch. Die Zwei sind Folgen einfach sind weg. weg. Das sind die Also die Folgen, die bei Highlights. SoundCloud fehlen. Ja. Leider. Ja. Keine Bretter des Jahres mehr gucken. Dieses Jahr. Einfach weg. Gab keine Mail, keine Bestätigung, sonst nichts. Einfach weg. Schade. Nee, Kann jetzt gab es nicht eine. Doch, es gab wiederhergestellt jetzt werden. eine Mail. Ja? Ich Haben habe wir eine ja, Mail bekommen? heute oder gestern. Okay. Eine ganz offizielle habe ich gehabt, ja. Okay. Unwiderruflich. Weg. Yeah! Und die Fragen, sag mal, warum fehlt ein Podcast 58 und 59? Nun, wir waren zu blöd, das zu cutten und es war dann einfach weg. Nein, nein, wir haben es, es war ja als Highlight geschnitten, aber selbst die Highlights sind ja verschwunden. Das ist es ja, es ist nicht das Versäumnis, dass man den VOD nicht eventuell gehighlightet hätte, sondern das Highlight auch weg. Egal, wenn es in diesem Zeitraum gewesen ist, unwiderruflich weg. Ja. Schade. Bye Sehr. bye, Bretter. Dann gab es ein Update für den Videoproducer, den wir im Prinzip schon vor ein paar Schnacks angekündigt hatten. Der wurde jetzt durchgeführt. Man braucht jetzt nicht mehr Premieren zu starten unbedingt. Man kann die Videos automatisch starten. Also da haben sie ein bisschen mitgehört und das geändert. Und zwischen dem 15.03. und dem 31.03., also jetzt, gibt es kostenlose Spiele, wenn ihr einen Twitch Prime-Account habt. Da sind tatsächlich ziemlich gute Sachen dabei. Also Super Hot, Oxenfree, Shadow Tactics sind dabei, was schon ganz gute Spiele sind. Und dann Mr. Shifty und Tales from Candlekeep, die mir jetzt nichts sagen, aber falls das den einen oder anderen interessiert, kriegt man über die Desktop-App, die kaum noch jemand nutzt. Also, da pushen sie auch ein bisschen hin. Ansonsten waren das die Twitch-News. Piep, 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 piep. Microphone activated. So, da sind wir wieder. Vielen Dank, Slavi. Gerne. Hoffe mal, dass das bald wieder bergauf geht. Du, bergauf geht's, glaube ich, die ganze Zeit, wie man halt an Streamern wie Ninja sieht. Aber es sind doch jetzt so langsam werden einem immer größere Steine entgegengeworfen auf dem Weg nach oben. Am Anfang waren es ein paar Kiesel, die konnte man halt, den konnte man ausweichen, aber ab und zu sind jetzt auch doch mal so ein paar große Geröllsteine dabei.
Einfach Die so Sache mit Bots den löschen. verschwundenen VODs, das hört sich doch eher nach einem Datenbankproblem an, oder? Dass ihnen da versehentlich was verloren gegangen ist. Weiß keiner. Weil eine rationelle Begründung, warum man mitten raus VODs löschen sollte, fällt mir jetzt nicht ein. Also ich meine, die Plattform legt Spekulation. aktuell ganz schön Wachstum hin. Ich glaube, die haben auch gut zu kurbeln so im Hintergrund, Ja. weil das explodiert gerade. Ich meine, wenn jetzt so etwas größere Musiker, sage ich jetzt mal, schon sich hier breit machen. Also ich meine, wir haben jetzt schon Snoop Dogg gesehen, wir haben hier schon etliche Schauspieler gesehen. Letztens war ja Drake auch noch da. 600.000 Zuschauer, leck mich am Arsch rein, das war ordentlich. Also das Wachstum wird ist gerade extrem. Jetzt ist aber die Phase, wo es interessant wird. Auch YouTube war am Anfang super cool und alles war Gucci. Und dann kamen die großen Nummern. Jetzt ist halt so die Frage, was Twitch draus macht. So, ne? Also ich meine, ich habe immer noch sehr viel Vertrauen. Ich blute immer noch Purple so. Aber jetzt ist halt wirklich die Phase, wo es wichtig ist, was entschieden wird. Ne? Und ich sag mal jetzt, die letzten zwei, drei Tritte, die sie gemacht haben. Man fühlt sich wieder wie 2014. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Als 2014 so viel Spooky war. Oh, mein Stream laggt, ich kann nicht richtig gucken. Oh Die ja. Woche, oh, unsere Zertifikate sind abgelaufen, alle Browser sind schwarz und dein ganzer Tag Stream ist eigentlich komplett für Dutt, weil keiner gucken kann, so. Ja, mal gucken, was sie machen, ne? Aber ich glaube, es ist auch, um einfach mal irgendwie die andere Seite auch mal auszuleuchten. Ich glaube, sie haben echt viel zu tun damit. Vermutlich. Weil die Menge, die Masse an Leute, die gerade so dazukommt, ist nicht einfach, ja, schwierig. So 600.000 Leute auf einen Schwung und alle anderen müssen dann auch noch haben danach so. Twitch ist ja, glaube ich, auch die einzige Plattform, bei der man das VOD schon gucken kann, während der Stream noch läuft. Ne? Nee, das geht bei YouTube auch. Du Ach, kannst bei sogar YouTube bei auch. Okay. YouTube im Stream zurück und gleich wieder auf Live springen. Okay, alles klar. Okay. Streamer der Woche. Ja, Streamer der Woche, sehr gerne. Ali, möchtest du anfangen? Mein Streamer der Woche ist ein ganz wundervolles Mitglied der Bay Pirates. Ich habe gestern wieder die Möglichkeit gehabt, mit ihm zusammen zu streamen und es ist Hüel. Ein unglaublich witziger Mensch, ein kluger Mensch, ein schlagfertiger, und ein ganz wundervoller. Schlafender Mensch. Ein was? Ein schlafender? Surfend. Schlafend? Surfend. Surfend. Surfen. Ach, surfend! Ja, das auch. Habe ich auch nicht Wow. verstanden. Ach, war ich nicht alleine. Da sollte man mal vorbeischauen. Ist wirklich, kann ich absolut empfehlen, ein ganz, ganz großartiger Mensch. Hyel, der Erdmännchenkönig. Wen haben wir als nächstes? Mach du. Ich? Okay, ich war langweilig. Ich habe Ja, was Holly neu? genommen. Ich habe Holly genommen, okay? Ich habe gerade zwei große Vorbilder, in die ich mich wirklich verliebt habe. Und das ist Holly im deutschsprachigen Raum und Happy Hobbit. Okay? Und weil ich von den beiden nicht genug kriegen kann, möchte ich euch Holly nochmal ans Herz legen. Weil Holly ist für mich wirklich mit Abstand einer der stärksten Streamer. Weil der hat so eine unglaublich interaktive Art an sich, die so ekelhaft ist, dass ich da unglaublich neidisch drauf bin. Er schafft es, die schwersten Spiele zu spielen, als wenn das nix ist, und liest nebenbei noch Chat und interagiert mit dem Chat auf einem so hohen Niveau, dass sich da irgendwie jeder zu Hause fühlt. Und das selbst noch bei 1200 Zuschauern. Und das finde ich richtig krass. Das finde ich Ja. so krass, dass ich ihn schon das zweite Mal hierher packe, weil ich einfach denke, der Junge hat das verdient, dass der Ninja dieses Jahr noch überholt und 250.000 Subscriber macht. Okay? Und das
Scheiße, er spielt jetzt auch Fortnite. Okay, und das auch mit Fortnite. So. Da. Ich hab, wenn ich darf, oder wolltest du noch was sagen? Nein, bitte. Okay. Ich hab Anderson JPH, das ist ein YouTuber, englischsprachig. Der ist also eigentlich von YouTube, der ist mittlerweile auf Twitch unterwegs und streamt hier eben sein Gaming. Der ist ein unglaublich analytischer Spieler, also der analysiert Spiele wirklich richtig, richtig gut, spielt sie, wenn er ein Video über sie macht, halt wirklich 2-3 Mal durch, um wirklich auf verschiedene Aspekte des Spiels zu achten und haut dann einfach mal so ein Stunden- oder 1,5 Stunden langes Analysevideo zu diesem Spiel raus. Gucke ich mir super gerne an seine Videos, weil er wirklich auf Gedanken kommt, auf die ich nie kommen würde bei diesen Spielen. Also der analysiert sie wirklich auf jede Pore und dem kann man mittlerweile auf Twitch eben zuschauen dabei, wenn er sie spielt. Er hat jetzt als letztes eben Persona 5 gespielt, was ja an sich schon ein ziemlich langes Spiel ist. Also ich erwarte da auf jeden Fall definitiv ein sehr, sehr tiefgehendes Video dazu. Kann ich empfehlen auf YouTube und auf Twitch. Sehr, sehr cooler Typ, gucke ich gerne zu. Darf ich auch? Ja. Cool. Mein Shoutout geht an den Andi-Dev. Das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht sehr überraschen, aber Andi ist einer meiner besten Freunde und derjenige, dem ich einerseits natürlich verdankt habe, wieder einen Soundtrack und wieder einen Fuß in die Game-Musik-Ecke zu kriegen, weil The Long Journey Home mein erster Soundtrack war nach meiner langen Pause. Da haben wir zusammengearbeitet. Er hat mich auch zum Streaming gebracht, hat mich gut darauf vorbereitet und ist ein unglaublich netter Mensch und ist eben auch einer, der streamt aus beiden Welten. Einerseits aus der Welt der Spieleentwicklung, wo es immer wieder interessante Interviews gibt, wo es Streams gibt, wie er zeigt, wie was in Unreal funktioniert oder wie bestimmte Teile des Spiels entwickelt wurden, aber eben auch Gaming-Streams und ganz entspannte andere Streams. Streamt jetzt auch gerade von den Messen, die er gerade besucht in den USA. Also es ist ein ganz buntes Programm, ein ganz sympathischer Streamer, der seine Hypes und Subs und Follower und hier, wie heißen sie, Host und so weiter, immer mit Handpuppen begrüßt, also ja, auch ein Unikat, muss man sagen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ja. Definitiv. Auch da Daumen. Auch einen Daumen drauf. Mag Andi gar nicht. Er hat mich versetzt beim Spielen. Mit eindeutigen. Könnte man followen, aber. Ich glaube, er würde sich. Er wird einen guten Grund gehabt haben. Er hätte dich nicht einfach so versetzt. Sag mal, kriegt ihr Ironie nicht mit? Der andere auch schon. Das sagt nur einer, der keine Ahnung hat. Das ist Ironie, ich mag Andi wirklich sehr gerne. Andi hat mir eben gerade schon in Discord geschrieben, ey, ich musste meinen Rechner neu machen. Ich weiß doch, ist doch alles gut, ist Spaß. Achso, okay, alles klar. Jetzt gucken Leute extra dahin, weil was hat Dizzy denn für eine Diskrepanz mit Andi? Die wollen das rausfinden, verstehst du? Verstehe. Dann geh mal darüber, folg den mal, ist ja ein bisschen langweilig. Man muss ja auch ein bisschen recht. Drama schaffen. Verstehe, okay. Ja, und am Ende sitzen wir halt da und lachen darüber. Ja. Aber jetzt habe ich die Finte wieder aufgeschmissen. Jetzt müsst ihr halt wirklich rübergehen und followen und die nicht fragen, was da ist mit Dizzy. Er hat bald so viele Subs wie Ninja, der andere. Ja, wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht und sogar das nur mehr. Wegen seinen Handpuppen. Aber das sagen nur Leute, die davon keine Ahnung haben. Ja, das nicht? Stimmt. Und Deutschlehrer verstehen Ironie und Sarkasmus nicht, weil Bücher aus der Schule sind, glaube ich, nicht so. Die sind alt, da gab es noch keine Ironie. Die sind genau. 50er. Die Schulbücher sind aus der Zeit vor der Ironie. Ja. Da haben wir das noch nicht, haben wir uns das noch nicht getraut. Bei Grundschullehrer. Ja. Nun. Ja. Ist das der Moment des Abschieds? Jawohl, du hast das letzte Wort, Kai. Nein, das, okay, na gut. Du sagst das letzte Tschüss. Aber du bist noch nicht dran, ja. Erst sind wir alle dran, oder? Genau. Ja gut, okay, erzähl. Ich fange mal an, oder? Mhm. Vielen Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt heute. Kai, ein ganz spezielles Dankeschön an dich. Du hast eine Sparte für mich erleuchtet, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil ich Musik gerne mag, aus allen Genres. Und das für mich Spiele, wie ich dir schon gesagt habe, zu einem Ständer verzaubern. Ein Erlebnis, ein sexuelles Erlebnis. Mhm. Und das meine ich wirklich ernst. Ja, natürlich. Und
Ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder. Wenn das du, hoffe ich auch, vielen Dank. Wenn du noch mal Zeit hast, dass wir vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen können in diese Thematik und du uns vielleicht einen Monolog hältst von 2 Stunden. Ja. Weil du hast auch eine sehr angenehme Stimme. Ich werde dich mal im Stream besuchen und sagen, wie du deine Musik machen sollst. Vielleicht kommen wir da so ein bisschen Richtung Mick Gordon und dann freuen wir uns an. Ja, alles klar. So machen wir das. Dankeschön an Sali und Slappy. Vielen Dank an die Regie. Vielen Dank an die Menschen, die hinter der Kamera wie immer hier dran arbeiten. Folgt uns auf Twitter für die wunderschönen Sachen, die wir da immer machen für euch. So bezaubernde Trailer, die scheinbar kein Mensch versteht, dass das auch witzig ist, aber vielleicht findet ihr das irgendwann noch raus, dass das ein Bilderrätsel ist und ihr rausfinden müsst, wer der Gast ist. Bis dann, in 2 Wochen. Dankeschön. HDGDL und Love You Long Times. Das waren jetzt schon die Schlussworte, oder? Nee. Kai, okay. Dankeschön, dass du da warst. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ich mich auch. Danke, Sally. Schön, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntagsabschluss mit uns. Ein großes Dankeschön an die Regie. Ein Dankeschön an Slabby und Dizzy. Und einen guten Start in die neue Woche. Ja, ich mach's auch kurz. Ich danke Sally, Dizzy, der Regie und den Zuschauern, dass ihr hier wart, aber vor allen Dingen natürlich Kai, dass du hier warst. Es war für mich sehr interessant, weil ich einfach Videospielmusik liebe, seit ich klein bin und Super Mario gespielt habe. Von daher mal so einen richtig deepen Einblick zu bekommen in die Welt dahinter. Ich hoffe, wir können da irgendwann nochmal richtig drüber rumnörden, was die Leute wahrscheinlich hier nicht so interessieren würde, welche VSTs du benutzt und solche Geschichten und welche Intervalle du in deiner Musik nutzt, um gewisse Gefühle rauszudrücken. Aber mich würde das tatsächlich interessieren. Von daher können wir das mal gerne nochmal machen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ja, vielleicht sieht man sich. Vielen Dank. Das machen wir unbedingt. Wir wohnen ja nicht weit auseinander, dann treffen wir uns einfach mal und musizieren einfach mal zusammen, oder? Das wäre auch gut. Nicht ja. Super, ja. Komm mit der Gitarre. Ich muss immer noch an die Badewannen-Emotionen denken. Auch das ist ein Instrument. Wir sind für alles offen, wir Soundtüftler. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Mir gehören die letzten Worte. Ich fand es einen unglaublich angenehmen Stream. Ihr seid eine super nette Bande. Der Chat hat auch super mitgemacht. Man hat auch gemerkt, dass ihr eine sehr angenehme Community um euch geschart hat. Deswegen auch vielen Dank an den Chat für die rege Beteiligung und die tollen Fragen. Es war mir ein Fest. Es ist viel länger gewesen, als ich dachte. Aber es kam, glaube ich, keinem von uns so vor, als hätten wir jetzt hier knapp 4 Stunden geredet. Das ist ja ein gutes Zeichen. Deswegen Dankeschön für die Einladung. Danke an euch 3 Mitstreamer. Danke an die Zuschauer da draußen und euch allen einen guten Start in die nächste Woche. Bisschen. Ciao. Und jetzt winke. Winke für den Screenshot-Fotos. Doch lecker, meine Hand ist taub. Regie, mach aus. Regie. Ehrlich? Ich kann nicht mehr. Winke, winke, winke.